my brothers, there's no question, keep it real. Whether we is coasting in the poppin' straps of blue faces, not the pills. Heard you call him bluffs, I show him prove it is for real. Son of God, not a son of sin. Keep it off the books and keep it coming in. Bitch, the old whip, see what I'm coming in. The inside caramel just like a honey grin. Call my phone, hit my line. Only ones who down for real, down for life. Keep it super thug my way on this side. Keep it super thug my way. Come on, phone, hit my line. But I don't follow it, don't follow it. Moin, servo, Herr Geller. Guten Morgen, Freunde. Ich sag euch so, wie es ist. Ich möchte nicht so viel reden mit meiner Mannschaft. Edi Geller bzw. Servo Geller, beide stehen gewaltig unter Druck, Freunde. Was in den letzten Tagen in den Medien so stand, übrigens spiele ich nachher vielleicht auch noch Vollgeist, ist noch nicht klar, aber eventuell, falls mir das Zepter wieder weggenommen wird bei Hertha BSC, Freunde, kann es sein, dass Edi Geller heute auch zu Vollgeist gehen wird. Es steht noch in den Sternen. Das steht noch komplett in den Sternen. Wie geht's? Gut, Freunde, wie geht's euch? Erzählt doch mal ein bisschen was. Wie war euer Tag? Was habt ihr so gemacht? Ich hatte einen relativ entspannten Tag. Ich mache erstmal eine Instagram-Story. Oliver Zimmermann mit 10 Euro. Du kommst sogar meine Story, Oliver. Freunde, die Gellers online. Oliver Zimmermann direkt mal hier mit 11 Euro für die CL-Quali. Ihr schafft es. Ich hole die Champions-Qualifikation, Freunde. Hertha BSC vor Champions League in den Chat. Deutsch. Kommt in den Stream. Oliver Zimmermann, Kuss geht raus für 11 Euro. Hast du bei Tischtennis gewonnen? Ich habe dreimal gewonnen, er hat dreimal gewonnen. Wir haben eine ewige Liste, Freunde, und es sieht momentan nicht so gut aus. Edi Geller hat mit ihm gewettet. Wer zuerst 56 Sätze gewinnt, der muss dann den anderen Blockhaus ausgeben. Und er führt momentan 42 zu 36 oder so. Aber er ist auch gut. Das ist das Problem an der Sache. Zu ihm fahre ich immer hin, meistens ein, zweimal die Woche. Und wer zuerst 50 Sätze gewonnen hat, der kriegt Blockhaus ausgegeben. Der darf sich alles bestellen, was er will. Momentan führt der Knecht 42, glaube ich, zu 36 oder 37. Eins von beiden, ich habe es mir aufgeschrieben. Es geht weiter, Freunde. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ich sag's immer wieder. Karriere fortsetzen. Wir warten ganz kurz, bis ein paar Leute reinkommen, Freunde. Könnt gerne einen Like auf den Stream lassen. Ich weiß, dass ihr dieses Video kam besser an, als ich gedacht habe. Hat, glaube ich, 80.000 Aufrufe. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ihr das feiert, das Format. Und mir persönlich macht es auch Spaß, muss ich sagen. Mir macht es wirklich Spaß. Weil an sich bin ich ja immer so ein FIFA. Weiß ich ja das meiste. E-Sportler, Ultimate Team. Aber in Karrieremodus habe ich keinen Plan von irgendwas. Und das ist dann immer ganz interessant, wie lost man eigentlich ist. Das ist so. Wie soll man das erklären, Digga? Ihr habt keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Stream ist online. Kuss geht raus für die ganzen Follows, die reinkommen. Wir haben auch 270k geknackt gestern. Das geht schneller als schnell, Freunde. Das geht schneller als schnell. Stream ist online, zack. Hast du FIFA 21 Beta jetzt gezockt? Ja, und ich darf nichts dazu sagen. Also wirklich, die sind da übertrieben streng, ey. Die haben mir so eine E-Mail gesendet, Freunde. Man darf nicht sagen, ob man es gut findet, ob man es schlecht findet. Man darf gar nichts sagen. Also ich hab's gespielt, aber kein Kommentar. Aber es gibt ein paar E-Sportler, die teasern schon was an. Auf Twitter auf jeden Fall. Aber ich halte mich da komplett bedeckt. Ich halte mich da bedeckt, Freunde. Das Erste, was ich jetzt mache, was ich wirklich gelernt habe, ist anscheinend, ich muss trainieren ohne Ende. Das ist meine Truppe momentan, Freunde. Fokan mit einem Euro. Kuss geht raus, Fokan. Danke für deinen Euro. Und Mufaka mit 2 Euro. Wo kann man denn Trikot kaufen? Freunde, morgen ab 13 Uhr, glaube ich. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. 12, 13 oder 14 Uhr. Geht das erste Mal in der Geschichte eines Fußballvereins, ja, eines Fußballvereins ein Trikot im Verkauf von einem E-Sportler. Also offiziell so. Du konntest dir sonst immer so mal was kaufen, das E-Sport-Trikot oder so. Aber es gab es noch nicht, dass es so online wirklich auf der Seite so gemacht wurde. Wurde mir so gesagt. Ich bin der Erste.
und ich erwarte da morgen Support. Das Trikot wird genauso viel kosten. Wie teuer ist ein Hertha-Trikot? Ich kann mal nachgucken. Ich glaube, Hertha-Trikot kostet 90 Euro. Das sind halt die neuen Trikots, ne? Warte. 87 Euro kostet ein Hertha-Trikot. Ja, das sind, ist aber immer so bei den neuen. Ist immer so. Also, egal welcher Verein. Also, es wird 90 Euro kosten, mein Trikot. Ist schon, ja, Freunde, aber was soll ich euch erzählen? Fokker mit 1 Euro, Hue mit 2 Euro. Heute Champions League Quali, gar keinen Bock. Wir schaffen das, Freunde, zusammen. CR7 Ronaldo mit 2 Euro. Interview. Halten Sie den Trainerstab bei Hertha. Halten Sie den Trainerstab bei Hertha. Ich krieg das organisiert, Digga. Ich krieg das organisiert. Lars mit 2 Euro. Level ab, zu spät getrunken. Tipp für Schlafen. Jürgen Würgen. Wo ist Richie? Hä? Richie Rich? Ach, er war aber nicht doll verletzt, ne? Chat? Richie Rich war nicht doll verletzt. Hol einen neuen Keeper. Plus 1. Wobei, Rune Jahrstein kriegt das organisiert. Freunde, ich muss mir das ganz kurz mal angucken. Erstmal möchte ich wissen, wie lange ist Rune verletzt? Was? Halt's Maul, Eddie. Wie teuer ist Richarlison verletzt? Ein Tag. Kniesehnenzerrung. Wieder 100% in... Ah ja, hier, Digga. Also, Eddie Geller auf der Zunge. Mann. Eddie Geller auf der 10. Richard im Sturm. Luke Bakio außen. Saha außen. Frieda Arne Meyer auf der 6. Theoretisch gesehen brauche ich noch einen Linksverteidiger oder einen Innenverteidiger. Linksverteidiger oder Innenverteidiger? Wie viel Geld habe ich? 10 Millionen. Damit hat sich die Sache auch wieder organisiert. Messi zu Hertha. Ja, Stein reicht, ne? Finde ich auch. Frieda auf 80 upgraden. Funktioniert ja nicht. Der Knecht ist ja scheiße. Scale Shellbrett mit 4 Euro. 4 Euro. Boah, warum bist du denn da? Scalebrett brauche ich aber noch. Angebot ablehnen. Ablehnen. Lehn das Ding ab. Stell da Barkling hin. Freunde, nochmal neu. Ich weiß, dass ich mir bessere Spieler da kaufen könnte und hast du nicht gesehen. Aber es geht mir auch darum, Freunde, die Männer zu Weltstars zu machen. Ich möchte, dass Sidney Friede irgendwann bei Barcelona spielt. Ich möchte, dass so ein Arne Meyer irgendwann bei Manchester City spielt. Maxi Mittelstädt sehe ich bei Liverpool. Richard Richarlison wird bei Hertha, der wird da immer bleiben. Luke Bakio bringe ich noch zu Arsenal. Sommer bringe ich zu Manchester United. Sowas möchte ich machen, Freunde. Ich bin hier, ich denke langzeitmäßig. Ich möchte nicht mir direkt die Stars kaufen. Ich möchte Starkfield 5 Wochen mit dem Fuhr. Mann, Digga. Ultimativ mies gut, zock mal wichtige Spiele manchmal. Ich will nicht spielen, Freunde, weil das ist, dann fühlt man das nicht. Ich habe auch viele Nachrichten gesehen, dass sie es feiern, dass ich nicht spiele, weil dann habe ich nicht alles selber in der Hand, sondern dann zählt nur mein dann Maxi Mittelstädt. Hallo, ich möchte Sie informieren, dass Tottenham bereit ist, die Freigabesumme für Maxi Mittelstädt 15 Millionen zu bezahlen. Die Verhandlungen mit Maxi Mittelstädt haben begonnen. Es liegt nun am Spieler, ob er bei uns bleibt oder zu Tottenham geht. Wenn Sie ihn halten möchten, sollten Sie schnellstmöglich einen Vertragsverein vereinbaren. Da Tottenham einen falls sich dieser Spieler unentscheidet, verhaltet euch. Digga! Maxi, ich hab doch gerade mit dir geredet. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich dich zum Weltstar machen möchte, aber noch nicht. Noch nicht, du musst warten, mein Freund. Die sind nicht gut für dich. In England. Harry Kane stinkt aus dem Maul. Ich sag dir so, wie es ist. Heung-min Son. Alles Knechte. Bei mir bist du der. Bei mir wirst du supported. Ich geb dir 5 Jahre. Ich geb dir 5 Jahre. Jetzt mach keinen Miesen. Wo ist er? Wo bist du? Achso. Vertragsverhandlung. Verlängern. Delegieren. Auf Angebot anzeigen. Teammanagement. Du kriegst alles. Verlängern? Auf was muss ich drücken? Du wolltest ihn zu Liverpool bringen. Ich bring ihn zu Liverpool. Delegier, dann zahlst du weniger. Was muss ich jetzt machen? Ich möchte einen neuen Vertrag geben. Ich möchte einen neuen Vertrag. Menü führt? Wie besteht es bei Menü? Haltet mich auf dem Laufenden. Das obere. Perfekt. Was jetzt? Richtig. Vertragsverhandlung. Handlung. Delegieren. Ihr habt selber keine Ahnung. Delegieren. Verhandeln. Digga, das ist 50-50 im Chat. Was ist delegieren? Ich verstehe es auch nicht. Verhandlung. Mann, ja, ihr wisst es doch selber nicht, ihr Knechte. Ene, mene, mu. Der raus ist, das nehme ich. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Verhandlung delegieren. Nee, okay, das mache ich schon mal nicht. Ich möchte mit ihnen ins Restaurant. Maxi, lass uns zu Toskana, Tempelhof. Da, an der S-Bahn. Setz dich hin, mein Freund. Wir sind zu gehen in Toskana. Okay, ins Büro ist auch okay. Ich habe einen neuen Bart übrigens, Freunde, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Kurs geht raus für die ganzen Follows. Finn mit 1 Euro, lese ich gleich vor.
Könnt gerne einen Follow da lassen und ein Like auf Stream. Wir wollen mal mit der Tunenrolle beginnen. Hör mir zu, Maxi. Erstens, dein Hemd sieht scheiße aus. Du hättest ohne deinen Berater kommen müssen, weil wir sind auf einer freundschaftlichen Basis. Du bist Schlüsselspieler. Ich schwöre, du spielst jedes Spiel, wenn du möchtest. Mach jetzt keinen Scheiß. Mach jetzt keinen Scheiß, Maxi. Sehr gut, das entspricht unseren Verhandlungen. Mein Klient ist mehr als Vorstand. Digga, ich sehe dein Lachen. Mach jetzt keinen Miesen. Ich gebe dir alles, was du willst. 5 Jahre gebe ich dir. Ich gebe dir 5, wenn du möchtest. Wir sind bereit, 5 Jahre. Du kannst... Ja, so hatten wir uns das vorgestellt. Nun können wir fortfahren. Ja, okay, alles gut. Freigabesumme vorschlagen. Freigabesumme, wir übergehen das. Wir möchten nun gerne über das Gehalt und weitere finanzielle Angelegenheiten sprechen. Angesichts der Qualität meines Klienten sind 17.500 pro Woche unser Recht angemessen. Wir wünschen uns einen Einstiegsbonus von 155.000 und 115 nach 5 Spielen ohne Gegentor. Digga, Hilfe! Chat. Ich brauche Hilfe! Hey, er bekommt aktuelles Gehalt 18.500. Er möchte weniger. Komm, der ist da. Nein, akzeptieren. Ist okay? Akzeptiere ich. Okay, wir sind bereit, Maxi Mittelstädt zu geben. Wir freuen uns, um bei uns zu haben. So verhandelt man, Freunde. So verhandelt man. Maxi ist super zufrieden. Super zufrieden. Ich bin auch super zufrieden. Jordan, komm mal ran. Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Du brauchst dich doch gar nicht so dumm fühlen, Jordan. My friend. Dazu kommt sogar meine Instagram-Story. Illegaler Vertrag. Scheiße, aber neu. Ich verspreche mich direkt. Wen haben wir denn hier? John Turaniga. Ah, guter Übergang. Du hättest ohne deinen Berater kommen müssen, Junge. Wieso vertraust du mir denn nicht? Ah, wir wollen einen neuen Vertrag. 11 Jahre, bla, 11 Monate. Was wollt ihr von mir? Ich sage so, wie es ist. Ich akzeptiere das. Ja, ist okay. Im Kana herrscht zwar großer Konkurrenzkampf, aber ich garantiere Turaniga die gewünschte Spielzeit. +1, du bist Kapitän, du Eierkopf. Red doch mal selber mit mir. Warum muss die ganze Zeit dein Berater mit mir reden? Mach doch mal auch deinen Mund auf. Was willst du von mir? 5 Jahre. Ja, okay. Akzeptiere ich 5 Jahre, Digga. Rolle im Kader wichtig. Aktuelles Gehalt. Ich geb dir alles, was du willst. Ich geb dir alles. Ich mein's ganz ernst. Ich geb dir alles. Hi, Instagram. Wir machen mal den Bunker zu, Freunde, sonst kann ich den Chat nicht sehen. Leon mit 5 Euro, hol dir Müller von Mainz oder Schwolo. Ich hab doch Dings da. Wir wollen auch keine Freigabesumme in den Vertrag von Jordan. Ich möchte ihn nicht. Was möchtest du haben? Mein Klient wünscht sich mindestens 11.500 die Woche. 11.500 Glocken möchtest du von mir haben. Ich sag dir so, wie es ist. Guck dir jetzt an. Gegenangebot. Guck mal, was ich für ein Ehrenmann bin. Hertha BSC, wenn ihr das seht, bitte auch das so einstellen. Angebot, warte mal. Gehalt und Bonus bearbeiten. Ich geb dir Early, weil du ein wichtiger Spieler bist. Meine Fresse, jetzt muss ich das hier mit einer Hand machen. Ich geb dir 41.000 Glocken und Einstiegsbonus von 135.000. Ich scheiß die richtig an. 45.000 Glocken im Monat. Ich muss mal ganz kurz für alles hier, Freunde, mein Internet ist schon wieder. Instagram backt so krass rum. Ich möchte ihn markieren. Ich möchte nichts anderes machen. Ich möchte ihn markieren. Ist es möglich? Dankeschön. Ist jetzt alles hochgeladen worden? Ja. Er muss Jordan als Kapitän. Ja, Jordan ist Kapitän, Freunde. Hier, Angebot absetzen. Und ich habe gesehen, in Mykonos hat der Mann ab und zu mal auch einen ausgegeben. Deswegen kriegt er alles von mir zurück. Ja, da lachst du, ne? Ey, wie krass echt die aussehen. Hilfe. Ich schwöre, Freunde, der sieht ja genau so aus, ne? Guck dir das mal an. Wie krass das ist. Guck mal, wie groß der ist. Hä? Warum ist er da so klein? Eigentlich ist der übertrieben groß in echt. Hilfe. Edi, morgen kommen deine Trikots. Morgen kommen meine Trikots, Freunde. Ich habe vorhin schon drüber geredet. Ihr müsst supporten. Morgen um... Ich muss mir auch selber einen neuen Vertrag geben, merke ich gerade.
Ne, okay, wir machen erstmal ein paar Spielscheine. Morgen um, lass mich kurz überlegen, um 12, 13, 14 Uhr kommt mein neues Trikot online. Also das ihr die Geller Trikot. Ich hoffe, ihr supportet mich damit. Wenn ihr euch das kauft, es wäre irre nach. Weil, ich erkläre euch den Hintergrund, Freunde. Die ersten 7 Tage ist es im Verkauf und wenn es gut ankommt, ein paar Leider möchte ausgeliehen werden. Kannst du machen. Die erste Woche ist eine Testwoche. Wenn es gut ankommt, dann wird es nämlich permanent im Verkauf sein. Und das wäre schon witzig, einfach für mich auch zu sehen. Marlon mit 1 Euro, Adam mit 1 Euro, Niklas mit 5 Euro. Im nächsten Stream will ich dich mit blonder Perücke und Hut sehen. Digga, das wäre wirklich gut. Leo mit 5 Euro habe ich vorgelesen. WKC, Romy mit einem Follow. Nee, und Latin auch mit einem Follow. Was geht, Servo? Freunde, ich bin gerade dabei, den Verein zu managen. Ich sage euch so, wie es ist. Wenn ich es nicht schaffe, die Euroleague-Quali zu holen, Euroleague-Quali ist das Ziel, dann verlose ich 50 Euro PSN. Genau in diesem Stream. 51er PSN. Mindestens. Sofort. Auf nass. Extra drauf auf meine Giveaways nochmal. Und jetzt hört auf, Auge zu legen, ihr Arschgesichter. Ich kaufe mir eins lieber von einem richtigen Fußballprofi. Ja, ja. Mach das doch mal. Kannst du das auch als Single dann auch mal kaufen? Kannst du das dann als Single bestellen? Mathis Berger mit einem Sub. Dankeschön. Streamst du noch die Weekend League? Ja, vielleicht nächste Woche mal aus Witz. Edi Geller besser als die Fußballprofis. Edi, man kann auch gute Spieler ausleihen. Aber Freunde, ich bin doch zufrieden mit meinem Kader. Ich möchte doch niemanden ausleihen. Ich bin momentan zufrieden, weil ich sage euch so, wie es ist. Ich schicke die Männer die ganze Zeit zum Training. Und ich spüre wirklich gute Vibes auch in dem Verein. Dieses Trikot wird sich safe gegönnt. Plus 1 Ehrenmann. Dankeschön, mein Freund. Aber ich finde, es sieht auch echt gut aus, ne? Also ich finde, das Auswärtstrikot sieht besser aus, aber das Heimtrikot finde ich auch geil. Ihr müsst schnell sein, glaube ich, beim Auswärtstrikot, weil das wird schneller weggehen. Gehe ich mal stark davon aus. Das sieht übertrieben geil aus, Chat. Ich finde es auch geil, dass da noch kein Sponsor drauf ist, weil der Sponsor kann zerreißen. Teddy left the chat. Wie viele haben sich bitte letztes Jahr kein Hertha-Trikot gekauft wegen Teddy auf Hauptsponsor? Auf der Haupt? Meine Fresse, ihr wisst, was ich meine. Ach so. Aber hier ist halt noch nichts drauf. Ich kann nicht mehr reden, merke ich gerade. Also da müsste ich schnell sein, glaube ich. Und auch nicht selber beflocken. Es haben welche sich das schon bestellt und selber beflockt, Freunde. Das ist dumm, weil es teurer ist. Die haben irgendwie 100 Euro oder so gezahlt. 115, irgendwie sowas kostet das. Ohne Sinn. Teddy, oder? Teddy, ja. Letztes Jahr war Teddy Hauptsponsor. Von Richard bestellt am... Digga, ich hab auch Richard-Trikot, aber das hat Jordan momentan. Training! Ich muss ihn ins Training schicken. Spielentwicklung, weitermachen. Maxi, komm mal ran auf den Meter. Ich hab dir neuen Vertrag gegeben. Ich möchte aber auch, dass du Dreck frisst. Auch mal Dreck fressen. Wenn du jetzt keine B machst, ohne Witz, dann schwächst du eine Woche lang die scheiß Trikots, du Knecht. Eine Woche lang Trikots am Maxi. Ich lasse dich mit mir spielen. Guck mal, ich gebe dir neuen Verträge. Jordan D und Maxi gebe ich neuen Vertrag C. Sidney Fried ist ein Arbeitstier und macht noch eine C. Teddy, nicht Teddy. Teddy, aber, hä? Ist das Gleiche. Teddy, lul? Ist doch genau das Gleiche. 10 Euro von Z Crimex mit 10er. Gib Jordan einen 5er ab, wenn du ihn wieder siehst. Kuss. Werde ich machen, auch wenn er es nicht braucht. Leon mit einem 10er. Hi Edi, ich habe zufällig am Freitag auch eine Hertha-Karriere gestartet. Mittlerweile habe ich so viel Budget, dass ich einen Martial, Mbappé und einen Meret habe. Ist einfach zu witzig. Wirklich? Wie hast du das hinbekommen, mein Friend? VPL 2 mit 2 Euro. Kannst du Raffi den Knechen grüßen? Raffi, ich grüße dich. Teddy. Ja, Teddy. Ist doch genau das Gleiche, meine Fresse. Teddy und Teddy. 3 Spiele, 4 Punkte ist in Ordnung. Ich muss trainieren. Alles simulieren. Wer? Ah, Maxi, sehr gut, Digga. Siehst du, diese scheiß Trikots haben was gebracht. Trikots waschen hin und her. Luke Barke. Ich glaube, ich muss Richard wieder in den Kader reinkloppen. Richard hat jetzt weiter gut trainiert mit der Mannschaft. Freunde, ihr müsst mir unter die Arme greifen. Ihr müsst mir unter die Arme greifen ein bisschen. Greift's unter die Arme mit mir. Richard, kommst in den Kader. Wo ist Richard? Hier. Ich habe so einen kleinen Kader. Hilfe. Brauche ich. Wolf, Piotek. Piotr, hör auf rumzuheulen, du kriegst auch deine Chancen. Immer dieser. Leon zockt mit Sub, dankeschön. Edi, das sind 2 Euro Unterschied beim Trikot. Mit Selbstbeflockung meinst du? Ja, okay. Aber trotzdem, es geht mir zum Teil darum, dass ich sehen möchte, wie viele sich ein härter Trikot kaufen von einem
E-Sportler, weil das wäre ein Tritt ins Gesicht. Ich sage euch so, wie es ist, Freunde, wenn das Trikot sehr gut verkauft wird, dann wird da wird so eine Welle geschlagen, weil du dann genau diesen ganzen Leuten sagen kannst, und es gibt sehr viele Zeitungen und Medien und so, die so sagen, was ist denn E-Sport und hast du nicht, wie viele bekanntere Leute gibt es, die nichts von E-Sport halten, die sagen, das ist Schmutz, niemanden interessiert das. Und wenn du denen dann sagst, ey, bei einem Fußballverein ist mit das beliebteste Trikot gewesen von ihren E-Sportler. Weißt du, wie willst du das argumentieren? Das ist einfach so ein Tritt in die Fresse. Direkt ins Gesicht, genau auf die Fresse. Wirklich. Mathis, danke für deinen Sub, mein Freund. Davis würde ich kaufen, aber es geht nicht, weil der erst dieses Jahr dazugekommen ist irgendwie. Millig 5 Buletten, wahrscheinlich macht er in echt 5 Tore. Okay, Freunde, warte ganz kurz, Ruhe. Sit down, nobody talk. Spieler ist auskuriert. Wer ist auskuriert? Niklas Sommer ist auskuriert. Er kann wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Kann der Mann wieder mittrainieren? Hä? Aber er ist doch schon im Spiel. Er ist doch... Oh, er ist angeschlagen, Freunde. Nee, sowas... Ich riskiere das nicht. Sommer... Ich habe dazugelernt. Sommer war verletzt das letzte Mal. 4 Monate, weil ich die Jungs immer zu hart rannehme. Nur Homo. Du hast damals meinen Sub nicht gelesen. Wegen Rage, WL. Es tut mir leid, mein Freund. Es ist passiert, dass ich manchmal sowas nicht lese. Elias mit einem Euro. 5 Euro von Ma. Mach die Gehälter nicht so hoch, sonst wollen die anderen, die gute Leistung bringen, genauso viel oder mehr haben. Sprichst du das rum im Verein oder was? Ich dachte, die dürfen darüber nicht reden. Verschwiegenheitspflicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, Freunde, warte mal ganz kurz. Wir spielen gegen Mainz 04. Die haben jetzt 3 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Mainz 05. Nicht Mainz 04. Halt's Maul. Mainz 05. Wir spielen gegen Mainz 05, Samstag 15.30 Uhr. Wir haben eine 1,80-Quote. Viele von uns haben, viele Mitglieder bei Hertha BSC, haben einen Schein auf uns gemacht. Sogar Handicap. Aber ich möchte nicht so viel Druck machen. Eli Geller, ich sag dir nicht wie viele, aber ganz viele haben auf Tor Eli Geller und Hertha Gewinn gemacht. Hat es eine 3,10-Euro-Quote insgesamt, weil du halt ein super Fußballer bist. Vorstand macht mir Druck. Michael von oben die ganze Zeit labert mich voll. Eli, wo sind die 3 Punkte? Wo sind die 3 Punkte? Ich sag, hör mal zu, Kollege, wir können doch keine 3 Punkte holen, wenn wir nicht spielen. Ich versuche euch hier immer her, hier und da ein bisschen frei zu geben. Ich habe schon wieder ein paar Leute im Pearl gesehen. Ich will niemanden angucken, John Turuneriga. Aber ihr könnt feiern gehen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ihr abliefert, wenn wir dieses Spiel gewinnen, geht das sogar auf meinen Nacken. Wir gehen nicht ins Pearl, wir gehen von mir aus 8-8. 8-8 auf meinen Nacken, wenn wir jetzt gewinnen. 8-8 auf meinen Nacken, wenn wir jetzt gewinnen. Mit Flaschen. Alles. Holt die Flasche raus. Ruf da eine an. Reserviert. 1,80 Quote auswärts. Ja, wir waren Favorit. Ruf da eine an, 8-8, Freunde. Eine anrufen. Sahar trifft, Luke Bakio trifft und Wolf trifft. Oh, Sommer left the chat. Ich habe Sommer auf der Bank gelassen, nur weil er angeschlagen war. Hab gesagt, 3-1 Sieg, ich kenne das Game einfach. Als die 8-8 gehört haben, waren alle motiviert. Ja, Digga, ist wirklich so. Da haben sie auf einmal alle zugehört, die Knechte. Marcel mit 5 habe ich vorgelesen, Dominik mit 2 Euro. Habe heute Geburtstag, habe das Trikot von dir bekommen. Welches Trikot, my friend? Oh nein, haben deine Eltern dir das jetzt schon bestellt? Freunde, ich habe locker 30 Fotos bekommen, wie sich die Leute das jetzt schon bestellt haben. Die haben sich das selbst beflockt. Das ist Quatsch. Wartet bis morgen, Freunde. Morgen 12 Uhr, neues Hertha-Trikot von Eli Geller. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig mir das ist, weil ich gerne sehen möchte, wie das abgeht. Wenn dieses Trikot permanent im Shop ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Welle schlagen wird. Und ich bin da ganz transparent mit euch. JG mit einem Follow. Auch danke für die ganzen Follows und für die ganzen Likes. Edi löscht deine Büronachrichten. Wird gemacht, Chef. Wird gemacht. Hinz. Was will Hinz von mir? Spieler auskuriert. Niklas Sommer kann wieder, habe ich doch vorgelesen. Muss ich das löschen? Kann ich alles auf einmal löschen? Löschen. Ich lösche das alles weg. So ein Radiergummi. Nein. Ach, ich wollte es doch gar nicht machen. Transferangebot für Klünter, das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Niklas Sommer, okay, habe ich doch gelesen gehabt. Jugendmannschaft. Trainer, sie finden weiter unsere Liste von Spielern mit Informationen. Je mehr Zeit wir mit den Jungs verbringen, desto besser können wir ihnen Stärken und Schwächen zeigen. Okay? Dan Denker. Ins Profiteam übernehmen. Jugendspieler freigeben.
wenn ich dem Mann jetzt, ich kann dem Mann einen Profivertrag geben, ne? Du musst nicht trainieren, nicht Mittelstädt. Du musst nicht Richie trainieren, nicht Mittelstädt, Elias. Warum? Die sollen sich doch noch mehr verbessern. Habe ich denen jetzt einen Profivertrag gegeben? Ich glaube, ich habe den Mann gerade seinen Kindheitstraum erfüllt. Luis mit einem Sub. Edi, morgen wird bestellt. Kurs geht raus, Sebi. Achso. Wer labert mich hier schon wieder vor? De Rosun. Die Gerüchte, die in letzter Zeit in den Medien kursieren, was wegen 8-8, haben mich ein bisschen nervös gemacht. Ich möchte Sie bitten, mir noch einmal die Chance zu geben, beweisen, wirklich der beste Mann für den Job bin. Hör mir zu, De Rosun. Ich weiß, du hast mir damals geholfen mit meinen Tipps. Ich habe schon 2 Pack unbedingt mit dem gemacht. Und du bist ein super sympathischer Typ. An alle, die De Rosun, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, der ist wirklich De Rosun, no homo, ist so richtig nett. Kennt ihr so diesen einen Jungen in der Klasse, der über alles lacht, was du sagst, den so jeder mag, den so alle Mädchen süß finden, aber wahrscheinlich nichts mit dem machen würden, also sehr Friendzone, aber alle lieben den, der wird immer zu den Partys eingeladen, der wird immer so als erstes gewählt in den Fußballmannschaften, alle mögen, einfach ein super sympathischer Typ, Digga. Das bist du bei mir. Du bekommst deine Chance, Digga. Und deswegen, weil du zu mir kommst und weil ich sowas nicht vergesse, wirst du jetzt sofort auch spielen, Digga. Ich weiß nicht, wer bei mir linker Flügel spielt. Zaha, ne? Luke Bakio hat getroffen, ne, Chat? Digga, ich kann Zaha nicht auf der Bank lassen. Kannst du LV spielen? Er kann RM spielen. Luke Bakio hat getroffen, Leute. Ich kann Zaha nicht auf... Ich kann Zaha nicht spielen lassen, Freunde. Wobei, auch einfach mal einen Denkzettel geben. Meint ihr, Edi wird wieder gefeuert? Nein, ich mach das so souverän momentan. Hattest du schon mal einen... Nein, De Rosun vor Startelf. Freunde, De Rosun in die Startelf oder warten? Gib Edi Geller eine Auszeit. Sagst du, ich soll mal Edi Geller eine Auszeit geben, oder was? Mein Denkzettel? Aber das kann niemand sonst machen. Niemand kann... Nee, das kann ich nicht bringen. Edi Geller, Freunde, ist der wichtigste Mann im Kader. Edi hat gerade versucht, seine Schulzeit in De Rosun zu erklären. Ist wirklich so. Luke Bakio wollte eh in den Heidepark dieses Wochenende. Stimmt, Digga. Luke Bakio hatte mir geschrieben gehabt. Luke Bakio hatte mir geschrieben gehabt, dass er irgendwie mit seiner Schwester und seiner Freundin zusammen in den Heidepark gehen möchte. Digga, gut, dass du mich dran erinnerst. GG. Follows kommen hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Joshua, Mattwurst, Rex, Maha, Tami, Bambi, Ömer, der allerechte Andi und BW Schmidt. Schwind mit einem Follow. Kuss geht raus für die 8 Follows. Zaha hat auch getroffen. Zaha hat auch getroffen, Freunde. Ich habe so einen breiten Kader. Nur ich bin so ein breit aufgestellter... Also, wie formuliere ich das? Ihr wisst, was ich meine. Den Mann muss ich spielen lassen. Dacker. Ich dachte in der Abwehr. Meine Fresse. Jetzt habe ich irgendjemanden Profi... Also, warte mal, Freunde. Bevor wir wieder entlassen werden. Weil Michael macht immer Druck mit seinen komischen Forderungen hier. Wo ist das? Saison. Wo sind meine Ziele? Vorstand, hier, plangemäß, 88. Das habe ich gemacht. DFB-Pokal werde ich schaffen. Aktuelle Rang, das werde ich auch schaffen. Erhöhe den Vereinswert um 25%, verbleibt in der Saison 2, das schaffe ich auch. Verpflichte 2 Spieler in der Jugendakademie, Position Verteidiger. Digga, das habe ich doch gemacht, Chat. Ich habe doch Denker einen Vertrag gegeben, ich verstehe das nicht. Ach nee, ich muss, wie schaffe ich denn, wie kriege ich es geschissen, eine Jugendakademie zu machen? Decker ist gut in Manndeckung. Decker erstmal U23. Du musst das Talent nur trainieren, das reicht. Wie zum Fick bekomme ich das geschissen, dass ich das mache? Wie kriege ich dieses Ziel hin, Chat? Jetzt mal wirklich Real Talk. Wie kriege ich das hin? Ich brauche eure Hilfe. Sonst werde ich wieder entlassen. Verpflichte 2 Spieler in der Jugendakademie. Wie kriege ich denn die Spieler in der Jugendakademie hin? Das war erstens 1 Spieler und zweitens war der ZM. Muss Scouts einstellen. Muss Scouts schicken. Digga, ich schick doch wie ein Weltmeister. Hier, guck dir die an, Leonardo und Bruno. Die sind doch da irgendwo. Scoutbericht lesen. Muss ich jetzt hier irgendjemanden nehmen oder was? Nur, du hast mir nur Knechte gebracht. Hier, was ist denn das hier? Thomas. Achso. Niklas mit einem Upgrade auf die Edi-Army. Scouts bei Jugendstab. Scoutbericht lesen. Und hier muss ich jemanden annehmen oder was? Oh, was ist denn das für eine Maschine? Miguel Cruz. Oh, Igor Cardoso. Spieler verpflichten. Ich habe 2 Jungs aus den Favelas rausgeholt. Die derzeit im Bericht erwähnten Spieler werden weiter beobachtet. Ja, mach doch. Habe ich jetzt 2 verpflichtet? Lehnen alle unter 90% schon mal ab. Habe ich doch gemacht, oder?
wie viel Arbeit das ist. Ich schwör's euch, Karrieremodus ist so schlimm. Kann ich alles irgendwie auf einmal ablehnen? Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Digga, du kannst mir doch niemanden vorstellen, der Potenzial bis eventuell 70 hat. Was soll ich denn damit? Hier, guck mal. Marvin Decker, was soll ich mit dir veranstalten? Mit deiner 62 da, 64. Können alle duschen gehen. 53. Rondi de Graaf. Hätte mich auch scouten können. Hätte ich dir genauso gemacht. Netzwerk wird eingerichtet. Ja, mach das mal. Hier, das hat mir gefallen. Ablehnen. 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 Kann ich alles auf einmal ablehnen? Geht das nicht irgendwie? Nee, geht nicht. Den Mann behalten wir noch. Den kann ich auch schon mal ablehnen. Den kann ich auch ablehnen. Den kann ich auch ablehnen. So, deshalb musst du gute Scouts kaufen. Digga, ich kauf doch. Weißt du, wie teuer Leonardo war? Der Knecht. Hier. Der war so krass teuer. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. So, Freunde, wir gehen mal ins nächste Game. Ich spüre hier gerade einen Aufwärtstrend. Ich muss trainieren. Ey, ich bin der Alle. Ich werde so gut in Dings da. In Karriere, merke ich gerade. Okay. Vorherige Laden. Ihr habt gesagt, wen soll ich jetzt hier... Ich... Luke Bakio trainieren, Sydney trainieren. Ey, Sydney hat fast 66. Maxi müssen... Warte mal. Da werden wir jetzt Richard Richardson mal wieder reinstecken. Richard Richardson werden wir trainieren. Schwerexperte. Szenario. Zack. Rein damit. Richard trainieren wir, Sydney trainieren wir, Luke Bakio. Zaha möchte ich gerne eigentlich trainieren. Zaha, rein mit dir, mein Freund. Ich zähle auf dich. Schwer. Alles simulieren. Simulier das da. B, B, A, B, D. Richard, du trägst die Flaschen, du Knecht. Mittelstadt raus, Richard rein. Habe ich gemacht, Chat. Habe ich gemacht. Könnt gerne alle ein Like auf dem Stream da lassen. Hannes Kraft mit einem Follow, Nico Schäfer mit einem Follow, Fabian mit einem Follow, Remo Schmutz. Alle mit einem Follow. Kuss geht raus. Niklas mit einem Sub. Habe ich vorgelesen. Digga, du turnierst Abwehr bei Richard. Echt? Aber der hat es gut gemacht. Auch mal, Digga, auch mal Trikot ziehen. Einfach mal auch mal ein Trikot ziehen. Was willst du von mir, Hannes? Zaha ist unnötig. Illegaler 83, weil ist schon 26. Na und, die Männer brauchen doch auch Training. Die können nicht nur Pfeife rauchen gehen und so eine Scheiße. 4 Spiele, 7 Punkte. Ruhe ist okay. Wenn wir dieses Spiel verlieren, trete ich zurück. Paderborn, 0 Punkte. Die haben ein Tor geschossen und 11 Gegentore. Ich sage euch so, wie es ist, Freunde. Gibt es hier eine Pressekonferenz? Nein. Wenn wir dieses Spiel verlieren, verlose ich 20er PSN. Ihr habt 3-0, 3-1, 2-0. Wenn wir dieses Spiel verlieren, verlose ich 20er PSN. Über die Außen, Richard. Rückraum, Sydney. Zaha, deswegen trainierst du den Mann, ihr Hater. Deswegen trainierst du den Mann. Ihr scheiß Hater. Leon mit 2 Euro. Marktwert der Jugendspieler ab 200k ist okay. I don't understand, but thanks. Morgen Schule, gar keinen Bock. Oh, ihr habt recht, morgen habt ihr ja Schule. Wir sind Sechster, Freunde. Jordan, was hast du zu sagen? Hertha BSC mit mäßiger Form. Was willst du, Knecht? Wir haben seit 3 Spielen gewonnen. Wer hat dich denn verarscht? Ich hab dir einen neuen Vertrag gegeben. Warum schwitzt du so? Ich bin jung, hast du Geburtstag? Sind wir doch gerade so? Und da? Ich bin enttäuscht. Warum bist du enttäuscht, Dodi? Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle ich hoffe daher, dass ich gegen Paderborn nicht auf der Bank sitzen werde. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Ich weiß, sie sind der Boss, aber ich denke, dass ich gut gespielt hätte. Hör mal zu, Dodi. Ich hatte keine Wahl, weil De Rosso und ich bin auch nur ein Mensch. Die Rotation ist wichtig, Digga. Du hast ja nicht das Sagen. Die Rotation ist wichtig. Du wirst das nächste Spiel spielen. Du wirst das nächste Spiel spielen. Ich möchte auch, ich schone dich auch ein bisschen, mein Freund. Guck mal, De Rosso hat gespielt, hat kein Tor gemacht. Ich habe ihm 2 Spiele gegeben. Kein Tor geschossen, jetzt kommst du wieder rein, Freunde. Das ist hier eine Rotation. Ein Rotationsball. Niklas verletzt, tut ein bisschen weh, sag ich dir ganz ehrlich. Der hat gebissen. Leon mit 2 Euro, Marktwert, das habe ich vorgelesen. E-Girl, Messer mit einem Follow und Christian mit einem Sub. Kuss geht raus. Wie findest du LFDY? LFDY finde ich mit die beste, mit das beste Brand momentan. Brand, Lul? Mit die beste, also Preis-Leistung, Freunde, finde ich top. Ich zeige euch mal, welche, also, die, Mann, Alter. Man merkt immer, dass ich echt lost bin, umso länger ich wach bin. Ich bin heute echt lange wach gewesen. Ich finde, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt, das ist unbezahlte Werbung, einfach weil ich die so geil finde.
Das T-Shirt, die T-Shirts von denen kosten 50 Euro, das hier. Das ist immer sehr oversized geschnitten, länger, also echt gechillt, sitzt wirklich geil. Und ich, was mir immer wichtig ist, ich, hier, da auch, was mir wichtig ist, ist, dass es wirklich geiler Stoff ist. Wenn ich das oft wasche, dass es ganz normal ist, also dass es keinen Unterschied macht. Klar, ein bisschen irgendwann, aber das fühle ich auf jeden Fall und ist wirklich gut. Ich bekomme kein Geld von denen oder so, aber wirklich kann ich empfehlen, die Marke. Sieht auch richtig geil aus, finde ich. Habe auch ein T-Shirt von denen. Ja, das ist eine geile Marke, Freunde. Ist echt eine geile Marke, muss ich sagen. Auch 50 Euro ist ein bisschen teuer für ein T-Shirt, klar. Aber ich habe das schon mal gesagt. Ich gebe lieber 50 Euro für ein T-Shirt aus und habe das dann wirklich die ganze Zeit, anstatt ich mir so, weiß nicht, H&M oder C&A T-Shirt hole. Nicht alle T-Shirts sind von denen so schlecht, aber ich habe ganz schlechte Erfahrungen damit. Du ziehst die an, 3-4 Mal, dann sitzen die anders, du wäschst die 4-5 Mal, dann ist es schon wieder scheiße. Das Schwarz ist kein Schwarz mehr richtig, das Weiß sieht auch nicht mehr wirklich aus wie so ein geiles Weiß. Es schlabbert unten, die Ärmel sind irgendwie komisch, also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und dann fühle ich es eher, sich einmal ein T-Shirt zu holen für 50 Euro, 40 Euro, 60 Euro. Und das hast du dann die ganze Zeit, anstatt sich immer so alle 3 Monate sich ein neues T-Shirt zu holen. Ist wirklich meiner Meinung nach besser. 50 Euro mittlerweile völlig normal. Ja, hab mir letztens auch eins geholt und muss sagen, Qualität 1+. Ist wirklich so, ist wirklich gute Qualität. Bei euch auch krasses Gewitter, Leute? Nee, hier gar nicht. Unsere beim Pesedrip nichts bekommen und dann aus Frust LFDY gekauft, aber ist unten viel zu lang, finde ich. Du musst dir das in einer Größe kleiner holen. Wenn du M trägst, musst du es dir ein S holen. Wenn du L trägst, musst du es dir ein M holen. Sonst ist es wirklich, das fällt sehr, sehr groß aus. Freunde, ich bringe ja mit Sydney auch eine eigene Marke raus, ein eigenes Ding. Und das wird auch so sein, ihr müsst euch das in einer Größe kleiner holen. Das wird auch genauso ausfallen, also oversized geschnitten, geile Farben. Ich bin auch richtig gespannt auf das Projekt generell. Also ich versuche da ein bisschen Fuß zu fassen in dieser Mode-Szene, sage ich mal. Nicht so wie Peso oder so, sondern viel, viel kleiner alles. Nur einfach mal gucken, wie das ankommen wird. Weil ich auch Mode interessiert bin. Jetzt nicht so krass und habe krass viel Ahnung, aber so ein bisschen halt. Sydney ist da sehr viel mehr drin. Ich interessiere mich aber auf jeden Fall dafür. Und ich möchte einfach mal sehen, wie das so bei euch ankommt. Ich denke, dass es für euch auch interessant ist, weil ich halt so eine Zielgruppe habe. Wo es mir klar geworden ist, ist bei diesem About You-Ding, Freunde. About You, es war alles ausverkauft, was ich euch gezeigt habe. Modezähne. Menu fliegt raus. Tito mit 2 Euro. Kuss geht raus. Dankeschön. Also, Freunde, die ersten 3 Ergebnisse, die ich lese, wenn ihr das richtig erratet, verlose ich 20er PSN. Okay? Die ersten 3 richtigen Ergebnisse, die ich jetzt lese. Könnt gerne alle ein Like auf den Stream da lassen, würde mich freuen. Tipp1.com, hier kannst du mit deinem 4000, ja fast 5000 Likes haben wir. Macht mal hier die 6k voll, Freunde. So, die ersten 3 von oben. 2-1, 2-1, achso, ne, ihr meint Sevilla, ne? Okay, warte, ab jetzt, so. Ab Ose, ab Ogün. 4-1, 2-1, 3-2. Für Dings da? Für Köln. Ihr seid der Lost, ihr Knechte. Ihr seid der Lost. Ihr sagt, ich verliere gegen Köln. Wie viel da ist denn Köln? Rede mit mir. Köln ist 16er. Die haben 0 Punkte. Ich gebe euch noch eine Chance. Aber jetzt, ihr müsst es auswärts schreiben, Freunde. Ach so. Also ihr müsst zuerst das Köln, die Köln-Dings da und dann das Hertha. 4-1, 3-1, 3-0. 4-1, 3-1, 3-0. Okay. Partie simulieren. Hör mal zu, die haben 4-0 gegen Bayern verloren. Die haben seit drei Spielen kein Tor mehr geschossen. Richard Richardson, du hast auch seit 2 oder 3 Spielen nicht mehr getroffen. Was ist los, Dinger? Hast du keinen Kontakt mehr mit irgendjemandem? Ein bisschen rumsnappen, mal die Flamme hoch bei den ganzen Schlampen. Ich weiß, das magst du, Edi Geller. Du streamst nachher, es ist Sonntag, ich weiß. 22 Uhr hast du noch einen Weekend-Stream vor dir. Deswegen mach ruhig. Du brauchst noch ein bisschen Kraft. Saha, unterstütz ihn ein bisschen. Back dich durch wie deine scheiß komische Karte, die du da teilweise hattest. Luke Bakio, Dodi, du bist wieder in der Startelf. Du hast mich vollgelabert bei WhatsApp. Ich hab schon wieder Flugmodus angehabt. Du bist mir so krass auf den Sack gegangen die ganze Zeit, dass du spielen möchtest. Du spielst, Digga. Sydney Friede, mach einfach so, wie du letztens weiter auch gespielt hast. Boyata mit Jordan, super, super. Ihr seid beide super einfach nur. Hier haben ganz viele Leute was auf euch gemacht. 4-1, 3-1, 3-0. 3-1. Scheiße, Digga, das ist viel zu einfach. Richard trifft, Luke Bakio trifft und Wolf trifft. Rune Jahrstein verletzt.
Hä, wir haben nicht mal gewechselt. Ey, was bin ich für ein krasser Trainer-Chat? 3-1, ihr habt gewonnen. 20er PSN-Card auf euer Nacken, auf meinen Nacken. Schade, illegaler. Ey, Mando. Ey, was für eine gute Ausbeute. 6 Spiele, 13 Punkte, 1. Ich bin punktgleich mit RB Leipzig. Verletzt 7 Wochen. Rune Jahrstein verletzt. 7 Wochen. Ey, Digga, dann könnte ich schon wieder losheulen. Es läuft immer so gut, Digga, und dann baut dir jemand Steine in den Weg. Das ist so traurig, Chat. Wirklich jetzt. Hashtag Eli Geller in den Chat. Hashtag Eli Geller in den Chat. Like auf den Stream da lassen. Ihr könnt eine PSN-Card gewinnen. Bedankt euch an 3-1. Mein Gott, Digga. VIP-Gewinnspiel, maybe mal. Machen wir irgendwann, Julian, aber nicht, wenn wir so krass viele am Start sind. Hier sind 12.000 Zuschauer gerade mal wieder. Ehrenhaft, Dankeschön. Feier, ich mag's wirklich, dass ihr auch so den Karrierestream so doll feiert. Fühl ich. Es gibt schlechte Neuigkeiten. Ich weiß, das brauchst du mir nicht sagen. Problem selbst beheben, ich mach das. Rune Jahrstein, 7 Wochen tut weh, sag ich dir ganz ehrlich. Was sagt ihr zu Klünter am Tor? Wo ist denn Klünter? Freunde, Klünter kann das spielen. Habe ich den verkauft? Klünter kann das. Der hat Erfahrung damit. Die OGs wissen Bescheid. Nee, wir werden Kraft dahin kloppen. Willi, ich kann dich momentan nicht aufstellen. Es tut mir leid, du hast so einen krassen Konkurrenten mit Wolf. Hör auf rumzuhören, ich kann nichts dafür. Es ist der Wahnsinn, wie krass die immer alle performen auf deiner Seite. So, also Freunde, es ist gerade ein Giveaway am Start. Like auf den Stream da lassen, diesen YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Auf Insta heiße ich LiceN97. Spende von Benedikt. Hol dir Christian Früchtel. Wer ist das, Digga? Das ist mein Insta. So, ihr bekommt den Code über Instagram. LiceN97, ey. Ja. EliasN97. Der allererste. Spieler verletzt, Spieler auskuriert. Niklas Schlag kann wieder mitmachen beim Mannschaftstraining. Aber ich sag dir so, wie es ist, Niki. Momentan habe ich keinen Bedarf. Wir machen wieder ein bisschen Training. Zack, Friede rein, Richard rein, Sahar hat fast 84, Eli Geller hat fast 84. Trainiert mal ein bisschen vernünftig. Abwehr. Digga, ich trainiere die ganze Zeit Richard bei der Abwehr. Fällt mir jetzt erst auf. Danke, dass du mir das gesagt hast, Anis. Also reicht ja irgendwann mit der Abwehr. Aber der Mann macht es gut. Der Mann macht das early gut. Ey, wir haben so eine krasse Statistik. Hilfe, Chat. Hab morgen leider Schule. Boah, das ist wirklich traurig, Digga. Trainer, sie winden weiter unten in der Liste. Über die. Je mehr Zeit wir mit den Jungs verbringen, desto besser können wir sie Stärken und Schwächen einschätzen. Okay. Zeig mal her. Igor Cardoso. 17 Jahre alt. Spielbereit. Digga, der Mann ist spielbereit. Ins Profiteam übernehmen. Miguel Cruz ist 15. Er ist ein Torwart. Gehalt 500 Euro will der Mann haben. Okay, wir lassen das noch ein bisschen. Ich glaube, der ist noch zu jung. Okay, ich hab's verstanden. UEFA Champions League, da wollen wir hin, Freunde, da sehe ich mich. Neapel verliert 2-0 gegen Liverpool. Freunde, und gerade ist ganz schwer mit Chat lesen. Hier, ich kann hier ein bisschen was lesen. Don John mit 1 Euro. Grüß mal Malek in Alkoff. Er dankt dir. Jetzt ein wuseliger Kerl geworden. Malek, ich grüße dich, mein Friend. So, gegen Düsseldorf, Freunde. Warum ist Midik so ein Cheat mit 8 Toren? Wer ist denn bei mir erster? Luke Bakio mit 3. Ehre. Ey, ich schwör's euch, Luke Bakio trifft so oft, auch schon letzte Saison. Lass mich da nochmal kurz. Richard im Sturm. Luke Bakio, Eli Geller, Zaha, Arne Meyer, Sydney. Er hat schon 66. Digga, was eine Maschine, Sydney, bitte. Gegen Düsseldorf. Düsseldorf, ich muss mich da kurz mal reinfuchsen. Düsseldorf 15. Ein Punkt aus 6 Spielen, Freunde. Heim im Olympiastadion. Freitag, 20.30 Uhr, Abendspiel. Hört mir zu, Freunde. Abendspiele am Freitag, deswegen seid ihr Fußballprofis geworden. Ich weiß, ihr fühlt es. Ihr müsst ein bisschen leben. Ihr müsst euer Leben leben. Freitag, wenn ihr jetzt gewinnt, Freunde, dann habt ihr frei von Samstag bis Montag. Ich gebe euch frei. Ihr könnt euch die Kante geben. Ich zahle wieder, ohne Witz, ich zahle 8-8. Für die U23 oder U, ich zahle sogar U17, 16-Plus-Partys. Die sind nämlich alle gerade im Stadion. Die haben supported. Die haben mir Eli Geller Stream letztens geguckt. Wenn ihr das jetzt organisiert bekommt, ich zahle 16 plus.
Nicht gut, Freunde. Wir kriegen in der 85. von Hennings ein eingeschenkt. Das ist der zweite Punkt für Düsseldorf. Das ist zu wenig, Freunde. Kraft kriegt... Ja, Kraft, Digga, was soll ich dir erzählen? Du, ich lass dich ein Spiel spielen und du verkackst so direkt mit zwei Gegentoren. Das ist zu viel, Digga. Und die U17, Digga, die beißt dich richtig in den Arsch. Wir sind zwar Fünfter, Chat, aber ich kann damit nicht arbeiten. Thiago holt sich Spieler des Monats Awards. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr gehört, Freunde? Der soll zu Liverpool jetzt... Der soll unterschrieben haben. 4 Jahre oder so. Oh, Digga, die sind alle in der Nationalmannschaft. Hört mir auf, wenn sich da irgendjemand verletzt. Ich suche den Nationaltrainer und kack den vor die Tür. Real talk. Also, wir warten noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir warten noch 2 Minuten mit dem Giveaway, Freunde. Hashtag Eli Geller in den Chat. YouTube-Kanal abonnieren, sonst seid ihr gar nicht in der Liste hier drin. Reaglo, Shox, Karim. Die haben Eli Geller reingeschrieben, haben aber YouTube-Kanal nicht abonniert. Und ihr müsst auf Instagram auch folgen, weil ihr den Code über Insta bekommt. Ich möchte auch nur Supporter. Stellt mal vor, es gewinnt irgendjemand, der mich vorher noch fett beleidigt hat. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Was ist jetzt hier los? Monatliches... Hallo Tränen, darf ich Sie daran erinnern? Im Anfang des Konzernbericht für diesen Monat lasst ihr mich bitte wissen, welche Spieler nicht beobachtet werden sollen. Bla bla bla. Aber ich kann doch nicht alles machen. Van de Graaf kannst du ablehnen. Kannst du auch ablehnen. Den Mann weiter beobachten. Dann Van de Meer. Den Mann auch weiter beobachten. Den Mann nicht, den Mann auch nicht. So. Die können alle weiter beobachtet werden. Vielleicht verpflichte ich auch einfach mal einen. Ich brauche, aber die sind alle offensiv, Mann. Ich brauche keine Offensiven. Ich brauche Defensive. Giveaway geht noch 2 Minuten, Chat. Ich mag das immer gar nicht, weil ich mich dann gar nicht mit dem Chat unterhalten kann. Gegen Werder Bremen. Oh, Freund. 6-Punkte-Spiel. Auswärts in Bremen. Ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Ich wollte doch trainieren. Die haben sich gedrückt, die Knechte. Die sind nicht zum Training gekommen. Ich kann nichts dafür. Warte mal, ich muss hier kurz nochmal was nachgucken. Pressekonferenz, Freunde, ich muss auf die Pressekonferenz. Ich hasse die Journalisten so krass, die labern mich immer so dumm voll. Wir sind, guck mal jetzt, was die sagen. Sie sind ja noch meilenweit entfernt von Europa, bla bla bla. So eine Scheiße, werden die jetzt vorlagen. Ihr habt nur 2-2 gegen Düsseldorf gespielt, was sagen sie dazu? Auf dem Papier sind Werder Bremen und Hertha BSC ziemlich ebenwürdig. Wie würden sie dieses Spiel angehen? Es muss Änderungen geben, wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Wir dürfen im SV nicht unterschätzen. Ja. Jeder sieht da, wie aktuell, ja. Nach den wechselhaften Leistungen, die sie zuletzt gezeigt haben, scheint es kaum noch möglich, den Sprung in die UEFA Europa League zu schaffen. Digga, da würde ich den am liebsten wirklich in die Fresse treten nach so einem Spruch. Ach so. Es wird schwer, aber im Fußball ist alles schwer. Versuchen müssen wir es. Ich will mehr von der Mannschaft sehen. Versuchen müssen wir es, ihr Pissgesindel. Ihr braucht mir gar nicht so dumm immer alles voll labern. Knechte. Der Transferfenster ist geschlossen. Sie sind zufrieden mit der Qualität des Kaders auf jeden Fall. Unser Kader ist bestens besetzt. Und jetzt hört auf, mich voll zu labern. Raus! Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Plus eins. So, wir lösen jetzt das Gewinnspiel auf. Alle nochmal mitmachen. Ich gebe euch hier noch 40 Sekunden ungefähr. Bundesliga-Vorschau. FC Augsburg gegen Bayern München. Ihr müsst jetzt an meinem Gesicht erkennen, wie viel wir gespielt haben. Okay, ich simuliere mal. Ihr müsst mir jetzt an meinem Gesicht erkennen, wie viel wir gespielt haben. Okay, warte, wir losen. Nee, wir losen erstmal aus und danach müsst ihr an mein Gesicht erkennen, wie viel wir gespielt haben. Also, Freunde, alle nochmal mitmachen. Hashtag Eli Geller, Like auf den Stream dalassen, YouTube-Kanal hier abonnieren und mir auf Insta folgen. Ihr habt noch 20 Sekunden. 20, 19, 18. Ich rede schon mal mit den Spielern. Thomas Kraft ist im Tor, Freunde. Ich sag nicht, dass es eine Schwachstelle ist. Ich sag nur, dass Rune Jahrstein überragend gehalten hat. Wolf, du musst ihn ein bisschen an die Hand nehmen. Klünti, mach dir mal ein bisschen warm. Zeig dir mal ein paar Tricks, die du da gelernt hast. John Torunariga, ihr seid dir so, wie es ist. Momentan gefällst du mir, aber wenn du in die Nationalmannschaft kommen willst, dann muss einfach mehr. Wenn Joachim ist im Stadion, ich habe Joachim gesehen, hat mich voll gelabert. Wie ist John gut, drauf? Ich meinte, John ist gut drauf, aber ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Du musst selber auch Joachim zeigen, dass du es kannst. Du hast die Binde bei Hertha BSC, du hast einen super Trainer, du hast einen super Mitspieler mit Eli Geller und jetzt zeig auch einfach mal, dass du dafür geboren wurdest, für Deutschland zu spielen. So, wir losen aus. Gewonnen hat Only Arnel. Perfekt. Only Arnel, schreib bitte deinen Instagram-Namen in den Chat rein. Der Nightbot erfasst dich dann.
on the Arne, bitte deinen Insta-Namen ändern. Okay, Freunde, ihr müsst jetzt herausbekommen, wie viel wir gespielt haben an meinem Gesichtsausdruck. Ich simuliere jetzt. Noch hat niemand geschrieben, ihr seid ja lost. Es schreibt keiner, Digga. Ihr seid ja komplett scheiße. Ihr seid richtig scheiße, Chat. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich schwöre, ich hab's immer noch nicht gesehen. Ihr müsst zuerst die Zahl von Bremen schreiben und dann von Hertha. Zuerst die Zahl von Bremen. Ja, da haben wir es endlich. Mikkel, Digga, ihr seid so scheiße. Ihr schreibt alle 2-1, 1-0, 1-0, aber umgekehrt geschrieben. Ihr müsst zuerst. Hat Wolf ein Reichstor gemacht? Bittencode rote Karte und dann Wolf? 1-0. Freunde, für alle, die es nicht wüssten, wenn Bremen, wenn die Zahl. Man schreibt zuerst die Zahl von der Heimmannschaft auf und dann von der Auswärtsmannschaft. Ihr seid scheiße. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Macht den Chat wieder zu, ihr meine Fresse. Wolf, Abel. Wolf trifft ohne Ende, Freunde. Ich sag dir so, wir sind Vierter. Ich hol den Verein hoch. Ich hol ihn hoch, Chat. Ich bin glücklich. Richard, ich bin auch glücklich. Ich liebe dich. Sollen wir uns nachher nochmal treffen? Ich bin glücklich, dass du so viel spielen darfst. Ich erwarte mehr. Ich bin stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich, Richard. Ich liebe dich. Du brauchst, wir sind, wenn sie mich nicht öfter einsetzen, werde ich über meine Zukunft nachdenken. Deine Wünsche sind hier fehl am Platz. Du gehörst weiter zum Team. Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Wenn es drauf ankommt, Piotek, dann zähle ich wirklich auf dich. Ich hatte schon befürchtet, ausgebootet zu werden. Die Neuzugänge und die Schlagzeilen in den Medien hatten mich beunruhigt. Danke, dass das jetzt geklärt ist. Kein Ding, Javairo. Es ist kein Problem. Wir haben 1-0 gegen Bremen gewonnen, Freunde. Das war ein 50-50-Spiel. Wir müssen Edi Geller einen Vertrag geben, weil ich habe schon wieder gesehen, wie ganz viele Scouts heute im Stadion waren. Real Madrid war da. Perez war da. Ich habe es ganz genau gesehen. Barca war da. Die waren alle da, Freunde. Ich muss Edi Geller ganz schnell einen neuen Vertrag geben. Davis, dich hole ich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache, Süle, dich auch. St. Maximilian, dich auch. Diese drei hole ich mir hundertprozentig. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so. Teamzentrale, Edi Geller, neuen Vertrag. Mr. Savage mit dem Sub. Edi ist voll drin. Digga, ich fühle Karrieremodus so doll, Freunde. Ich hänge den Ultimate-Team-Nagel an den... Was? Ich hänge den so krass daran. Schlüsselspieler... De Rosun, Form aber scheiße. De Rosun, deine Form ist schlecht. Du kannst glücklich sein. Ich möchte bitte mehr von dir. Wo ist Edi Geller? Schlüsselspieler, ich gebe dir einen neuen Vertrag, mein Freund. Vertragsverhandlungen. Wie sieht denn der jetzt aus? Ach so. Edi Geller zur Sicherheit 5 Jahre. Digga, ich gebe dem Mann sowas von 5 Jahre. Ich muss mir jetzt selber einen neuen Vertrag geben. Wie lost ist das denn? Schlechter Übergang, dein scheiß Friseur sollte mal, weiß ich nicht. Wir sollten über die Teamrolle beginnen. Hör mal zu, Edi Geller. Du bist der Schlüsselspieler. Wir brauchen gar nicht darüber reden. Ich liebe dich. Ich habe keinen Berater. Das ist fake. Das stimmt nicht. Ich bin mein eigener Berater. Der hat, weiß nicht, was da los ist. Hör mir zu, Edi Geller. Ich brauche dich. Nun, da wir über die Teamrolle geeinigt haben, ich gebe dir 5. Ich gebe dir 5. 5 auf 5. Mach jetzt keinen Miesen. Guck nicht so dumm. Ja, so hatten wir uns das vorgestellt. Nun können wir fortfahren. Ja, natürlich habt ihr uns das vorgestellt. Übergehen. Ich möchte keine Freigabesumme, Digga. Ich möchte da keine. Gehalt, wie viel kriegst du? Du kriegst 28.000, Junge? Was ist mit dir los? Ich gönn dir auf 30. Einstiegsbonus kriegst du auch nochmal 50. Oder 100. Wie hört sich das an? Angebot absenden. Mach jetzt keinen Miesen. Das ist ein faires Angebot, mein Klient ist damit zufrieden. Edi Geller ist im Sack, Freunde. Das ist. Edi Geller, das ist dein Onkel, er wollte nur gratis essen. Digga, ihr habt recht. Edi Geller ist in der Tüte, Freunde. Und wir brauchen jetzt Niklas Sommer. Okay, warte mal, der kriegt so oder so kein Angebot. Richard Richardson habe ich einen Vertrag gegeben. Luke Bakio gebe ich noch nicht, der ist schon glücklich. Wer ist bei mir Stammspieler, Freunde? Arne. Wie lange geht dein Vertrag noch, Arne? Steht es irgendwo? Ein aufregender Mann für die Zukunft. Wichtig, spielbereit. Steht irgendwo, wie lange noch sein Vertrag geht? Chat.
Marc Hartmann mit dem Zap. Der war sehr gut, der Deal. Wolf. Ja, okay, fühle ich. Aber wo steht denn, wie lange die Verträge noch gehen? Bei Finanzen drücke R1. Da steht gar nichts. Ach so, bei Finanzen, hier meinst du. Okay, warte mal. Alter, Vertrag 4 Jahre. Maxi 4, Rune 1, aber schon mit so oder so 9. Wo ist der Kollege Schnürschuh? Wolf. 8 Monate. Wolf muss ich verlängern. Wolf muss ich verlängern. Und Arne hat noch 2 Jahre. Wolf, Freunde. Ich treffe mich mit Wolf im Toskana. Was soll ich euch erzählen? Der macht so einen guten Job. Der macht da hinten momentan so einen guten Job. Wenn ich den mal finden würde, wo ist der? Wolf. Hä? Kann ich nicht mal machen. Ach, der ist geliehen. Deswegen, lol. Wolf ist verliehen von... Ja, ihr habt recht. Friede... Ja, aber Friede, Freunde, den Mann, den kriege ich auch noch. Also, der kriegt da jetzt hier... Der Mann... Ich hatte schon befürchtet. Momentan, lass mich mal hier kurz reinschnuppern. Jordan, da, Wolf. Ich muss trainieren. Ich muss trainieren, weil ich ein guter Trainer bin. Ach so. Ich trainiere euch. Laufen gehen. Richard Richardson, du kriegst jetzt hier mal Abwehr. Nicht mehr Abwehr, sondern du kriegst mal Sturm. Abwehr. Guck mal, der kriegt nur Abwehr. Empfohlen. Ach so. Hier, schwer. Experte. Zack, Jordan auch gut. Sydney auch gut. Sydney hat schon 66. Eddie Geller ist der Allerechte. Soll ich Luke Barclay mal wieder reinschicken? Luke ist nämlich nur 22, Freunde. Dodi. Schwer. Eddie Geller muss, Richard. Das ist voll scheiße, dass ich immer nur 5 trainieren kann. F, was ist mit dir los, du Knecht? Sevilla ist weiter. Menu raus. Oh mein Gott, sind die lost, Digga. Menu ist ja lost. Die haben so viele Scheine verkackt, hundertprozentig. Eigentlich habe ich die Boote heute im Hafen gelassen in der Fantasy-Liga. Ey, warte mal, kann hier jemand mal kurz einen Screenshot machen? Wir sind 4. Platz nach 8 Spieltagen, 17 Punkte, tolle Leistungen von Wolf. Ich fühle mich so krass gerade als Trainer. Ich fühle mich wie Guardiolas Cousin, ich meine es krass ernst. Ich fühle mich so gut, Chat. Ich stehe jeden Morgen mit so einem Ding auf. Kreuz mit einem Follow, Victor mit einem Follow, Chris mit einem Sub, Marc Hartmann mit einem Sub, Pascal Fiedler mit einem Sub. Stani mit einem Follow. Kuss geht raus für die ganzen Follows, die 3 Follows, die gerade reingekommen sind. Ich versuche alles vorzulesen. 271.000 wird schwer, Freunde, aber wir geben unser Bestes, jeden Tag die 1.000 Follows zu knacken. Heute keine Fantasy-Liga? Nee. Eli die Krake. Hoffenheim, Freunde, ich glaube, das ist ein 5-Punkte-Spiel. Hoffenheim 10 da. Aber feiert ihr, jetzt mal Real Talk, feiert ihr, guck mal Statistik, so ein FIFA-Game? War Menu besser, oder was? Feiert die Karrieremodus? 1 in den Chat für Karrieremodus. Mir macht das wirklich übertrieben Spaß, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ja, so ein bisschen, aber es macht Bock so. Aber mir macht es nur noch mehr Spaß, weil ich wirklich die Spieler auch kenne. Mit Luke Bakio schreibe ich öfter, mit Richard schreibe ich öfter, mit Sydney, Willi, Jordan, Arne, Maxi. Mit den allen bin ich ja im Kontakt, Freunde. Das macht das alles noch viel witziger. Irgendwann, wenn wir richtig weit damit auch sind, kann sein, dass ich die einfach mal auch anrufe hier. 20-9 Schüsse, so krass schlimm war es nicht, Chat. Menu Sevilla, 20-9. Kurz geht raus für, ja, feiert, finde ich lustig, dass ihr auch feiert. Plus 1 mit Sternchen, geil. Okay, Freunde, genug Schwänze gelutscht, jetzt wird hier mal ein bisschen auch abgeliefert. Schalke 04 war da, die haben 5 Kirschen gegen Bayern gefressen, haben aber 1-0 gegen Gladbach gewonnen. Das wird ein ganz ekelhaftes Spiel, ich sag euch so, wie es ist. Sinsheim, super Anlage, super Trainer, super Physios, auch die gut massieren und so. Also, die werden 90 Minuten lang durchhalten können. Deswegen, Richard, frühes Tor schießen. Eli Geller, auch mal Dreck fressen. Grätsche rausholen. Schiemann-Schoner, ganz nach unten heute damit. Arne, du musst abliefern. Sydney Friede, super Saison. Ich habe gesehen, irgendwelche komischen Insta-Eulen sind heute im Stadion. Ich habe das auch gesehen, dass du denen auch irgendwie zugewunken hast und die haben dich markiert in deren Stories. Das ist alles schön und gut, Digga. Aber ich möchte bitte, dass du dich auf das Spiel heute konzentrierst. Weil, ich sag dir so, wie es ist, wenn du nämlich gut performst, gebe ich dir einen neuen Vertrag. Und wenn du einen neuen Vertrag hast, kriegst du mehr Millionen. Wenn du mehr Millionen hast, kommen diese ganzen Insta-Schlampen noch mehr an. Dann kommen noch mehr und noch mehr. Deswegen, Friede, wenn das keine Motivation für dich ist, dann kann ich dir wirklich nicht mehr helfen. Wolf, super. Ich habe dir einen neuen Vertrag. Würde ich dir gerne geben, geht aber nicht. Richard verschließt den Elfer. Boyata Mitte. Böhne. 82. Minute. Luke Bagno trifft auch nochmal. Freunde, ich bin Maxi mit der roten Karte. Digga, was war denn das für ein Spiel?
Kunja ausgewechselt, Hilfe. Klünter rein, Kunja rein, De Rosen rein, Piontek nicht rein. Gutes Spiel, Freunde, fühle ich. Sydney, ich bin so ein krasser Trainer. Real talk jetzt mal, ne? Ich bin so ein guter Trainer momentan. Ich habe, ohne zu übertreiben, ich glaube aus den letzten 9 Spielen, 8, oh mein Gott, Runde 2 gegen RB Leipzig. Vor allem mein Ziel ist es, unter die letzten 16 zu kommen. Alter, das ist aber scheiße jetzt. Das ist scheiße, Freunde. Ich muss die Mannschaft einstellen. Auf Leipzig. Ich schicke da mal meine Leute hin. Die sollen... Ich habe eine Idee, Digga. Ja, okay, das darf ich nicht auch zu sagen. Meinung selber spielen? Nein, 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 nein. Ich spiele nicht selber, Freunde. Ich möchte nichts in der Hand haben. Meine trainerischen... Ich mache jetzt was Verrücktes. Maxi ist... Hä? Aber Maxi ist doch nicht für DFB-Pokal gesperrt, oder? Kann Klünter LV zocken? Wo ist ein Platte? Platte muss rein. Maxi ist aber okay, die rote Karte. Ich bin nicht sauer auf dich. Ey, meine Mannschaft ist so glücklich. Die sind alle so glücklich, Chat. Ich bin auch glücklich, dass ich euch trainieren darf. Julia mit einem Follow. Vibes mit einem Follow. Juli Random mit einem Follow. Valet mit einem Euro. Rams mit einem Euro. Marcel mit 5 Euro. Du bist zwar lost im Karriere, aber es bockt mega, dir zuzugucken. Liegt aber an dir, Illegaler, weil du einfach sympathisch und unterhaltsam bist. Dankeschön, mein Freund, für den Fünfer. Aber jetzt mal Real Talk. Was bin ich für ein krasser Trainer? Ich bin ohne Witz, ich bin Guardiolas rechte Hand. Ich bin seine rechte Hand. Sperre. Sebo Geller, der Meistertrainer. Digga, um mich, ich möchte eigentlich DFB-Pokal nur in die Top 16, damit da alle ruhig sind. Ach so. Oben in der, die wichtigen Leute, soll mich nicht volllabern. Weil meine Ziele, Freunde, hier nochmal schwarz auf weiß. Meine Ziele sind, das wird irgendwie ekelhaft. Verpflichte 2 Spieler in der Jugendakademie, Position Verteidiger. Ich weiß nicht, wie ich das mache, Digga. Also wie ich eine Jugendakademie hinbekomme. Verpflichte einen wichtigen Spieler, der für die Mannschaft habe ich gemacht. Das schaffe ich. DFB-Pokal-Runde der letzten 16 unterreichen. Ach, das wird ekelhaft, Chat. Das wird ganz, ganz ekelhaft. RB Leipzig ist so... Die stehen im Champions-League-Halbfinale. Was soll ich euch erzählen? Runde 2. Guckt ihr euch mal die Scheiße an. Manche spielen da gegen irgendeine Kacke. Ich spiele gegen RB Leipzig, ey. Sebo Geller sollte Barcelona übernehmen. Wenn die Spieler bei der Jugendmannschaft einen Transferwert über 200.000 haben, behalte die. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie ich da... Ja. Du hast recht. Wie sieht's mit Vertrag aus? Willi, momentan, ich will dir wirklich... Ich kann... Willi, ich muss mal mit dir reden. Ich muss mit dir reden, kurz mal. Ich muss dich kurz... Ach so. Sydney, ich muss kurz mit euch reden. Ich muss euch kurz mal sprechen. Raff mit einem Follow. Dankeschön, mit einem Sub. Dankeschön. Freunde, ich muss mit Willi reden. Ich möchte Ihnen das persönlich sagen. Ich hoffe, der geht ran, Digga. Ich hoffe, der geht ran. Willi, heb ab. Niklas Wilson, hier ist er. Hallo? Willi? Hallo? Trainer? Ja. Hallo. Ja, Willi. Also, erstmal, wie geht's dir? Oberschenkel macht ein bisschen zu, aber ansonsten ganz gut. Trainer. Sitzer ist auch da, Trainer. Okay, dann, das musst du jetzt nicht sagen, was ich dir sage. Aber Willi, ja. Also ich weiß nicht, ob du das so mitbekommst, den Flair in der Mannschaft. Momentan haben wir seit 9 Spielen nicht mehr verloren. Doch, ich bekomme das mit, ich bin ja Teil des Teams, Coach. Okay. Auf der Mann, aber auf jeden Fall, was ich dir sagen wollte, deswegen habe ich dich auch ins Büro gerufen, ist, Willi, momentan, nimm es mir nicht übel, macht einfach Marius einen besseren, einen frischeren Eindruck als du. Marius Wolf ist da auf der rechten Seite. Nee, lass mich bitte aussprechen. Marius Wolf ist da auf der rechten Seite. Momentan einfach frischer, der ist präsenter, der macht seine Tore und ich habe immer gesagt bekommen von meinen Mentoren damals, never change a winning team, Willi. Und das wollte ich dir einfach sagen, weil ich finde, Kommunikation ist wichtig. Du bist ein Teil der Mannschaft. Die Leute mögen dich hier. Im Pearl, A2A, sehe ich dich auch immer, wie du die Leute bei Laune hältst. Und ich sag dir, so wie es ist, du bist der Erste, der rankommt, wenn sich einer verletzt. Und bitte, bleib dran, trainier weiter gut. Aber momentan, Willi, kann ich dir keine Einsatzzeiten geben, weil von oben wird Druck gemacht. Ich habe Familie. Wenn es bei mir nicht läuft,
werde ich rausgeschmissen, kann meine Tochter kein gutes Privatstudium mehr ermöglichen und dann habe ich den Salat, Digga. Deswegen, ich mag dich, du bist ein super Junge, aber im Moment reicht es einfach nicht. Kannst du damit arbeiten? Ich bin jetzt ein bisschen mit Informationen überschüttet, aber erstmal bin ich dankbar für die Ehrlichkeit. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich kann Ihnen garantieren, wenn ich zum Zuge komme, dann kommt ein Feuerwerk. Okay, finde ich super. Kommt ein Feuerwerk, Coach, damit können Sie rechnen. Also, ich sage dir so, wie es ist, Willi. Momentan, wir spielen in der zweiten Runde gegen RB Leipzig jetzt. Ja. Und ich, wenn du mir sagst, du lieferst jetzt ein Feuerwehr ab, Feuerwerk, dann lass ich dich ran. Es ist die zweite Runde, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Schwierig. Aber du schwierig. Musst, willst du nicht? Schwierig. Ich habe ja gesagt, der Oberschenkel, ja, leiste beides so ein bisschen, Coach. Auch gestern schlecht geschlafen. Also sagst ich du lieber draußen lassen? Ja, ich habe mit Klima geschlafen, Coach. Die Nase macht zu, der Oberschenkel macht zu. Okay. Und der, also der Wolfi, ich nenne ja Wolfi Coach, der macht es ganz gut momentan. Deswegen sage ich, beim nächsten Heimspiel würde ich mich über einen Einsatz freuen. Im Sinne der Mannschaftsachse soll ich Marius aufstellen. Genau. Und wie gesagt, beim nächsten Heimspiel gibt es ein Feuerwerk. Also, okay, dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Wie fühlt sich Sydney? Der ist ja gerade bei dir mitten auf dem Zimmer. Wie fühlt sich Sydney gegen Leipzig? Ich frage immer. Ich bin immer bereit, Lena. Weißt du doch. Best World mit einem Jürgen Würger-Sub. Kuss geht raus. Ja, Sydney, aber ich habe dich letztens hab ich schon wieder Snaps gesehen in 8-8 mit Tisch und Flasche in der Hand. Was sagst du dazu? Ich sag dir sowieso, wenn du nicht so eine super Saison momentan spielen würdest, hättest du ein richtig dickes Problem. Ja, hätte Fahrradkette. Und ich muss die Medien die ganze Zeit abhalten. Die würden sich über dich stürzen wie ein Lauffeuer. Ja. Bitte versuch da irgendwie keine Fotos machen zu lassen. Keine Fotos Wichtig machen Wichtig ist, dass wir die Wins holen nach Hause, Trainer. Die Punkte sind zu Hause. 4 rasieren. Und RB Leipzig wird baden gehen. Gut, ich simuliere das Ding jetzt. Okay, Friede, wir hören uns später. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann melde ich mich nochmal. Sag Willi, ich soll weiter trainieren. Willi, weiter dranbleiben. Ja, ja. Du kriegst deine Chance im nächsten Heimspiel. Wir spielen morgen jetzt. Wir spielen heute. Achso, okay, dann muss ich mich schnell umziehen. Drin. Ja, zieh dich schon um. Ich bin schon in der Kabine. Okay. Alles gut, Freunde. Wir sehen uns nachher auf dem Platz. Ciao. Okay, Freunde. Jetzt eine 3-0-Klatsch. Ich ahne nichts Gutes gegen... Ich sage euch ehrlich, gegen Leipzig kann man mal verlieren. Richard macht 2 Dinger. Freunde, wir gehen rein ins Spiel. Im Pokal ist alles möglich. Top 16. Ich bin nicht sauer, wenn wir rausfliegen. Wir spielen eine super Saison. Kampel mit einem Doppelpack. Werner verschossene Elfmeter. Wieder ausgewechselt. Es ist okay, Chat. Es ist schwierig. Es ist okay. Ich hoffe, dass der Vorstand mir jetzt nicht den Kopf abreißt, Digga. Gegen Leipzig in der zweiten Runde, das ist unglücklich gelaufen. Was soll ich euch erzählen? Guckt euch die Tabelle an. Wir sind in der Tabelle vor Leipzig. Wir sind 4. Platz. Bayern 9 Spiele. Guck mal, wie unfair das ist. Bayern 9 Spiele, 9 Siege. Das ist so eine Cheat-Scheiße. Real Talk. Edi, du musst 2 Verteidiger aus der Jugendakademie ins Profiteam befördern für das Ziel. Aber guck mal, wie kriege ich denn die Jugendakademie geschissen? Bei mir steht es nicht. Guck. Ah doch, hier Jugendakademie. Ich krieg beide einen Profivertrag. Du kriegst einen Jugendspieler freigeben. Habe ich jetzt einen Profivertrag gegeben? Ja, DFB-Pokal. Was soll ich machen? Verpflichte 2 Spieler in der Jugendakademie. Habe ich doch gemacht. Der Stuhl wackelt. Nein, Chat, der Stuhl wackelt nicht. Real Talk, der wackelt nicht. Kaiserslautern-Fan mit 5 Euro. Hi. Möchte Francis nur mal sagen, wie süß sie ist und wie wichtig sie mir ist. Sie schaut gerade deinen Stream. Mittlerweile schaut sie deine Streams öfter als ich. Digga! Mein Stream ist eine Dating-Plattform gewesen. Kaiserslautern-Fan. Franziska, ich weiß nicht. Hier hat gerade Kaiserslautern-Fan 5 Euro für dich da gelassen und hat gesagt, dass er dich süß findet und dass du ihm sehr wichtig bist. Wie süß ist das denn? Ich möchte, dass du jetzt hier einen 10er donatest und dir irgendwie was sagst dazu. Forza mit einem Follow, Redor mit einem Follow, Ledare mit einem Follow und Mikkel mit einem Follow. Zurück in die Favelas. Habe ich den zurückgeschickt? Edi, du hast ihn rausgeschmissen. Das ist mir letztens schon passiert.
ohne Sinn zurück in die Favelas mit dem Mann. Der hat die Sprache nicht so schnell gelernt. Was soll ich euch erzählen? Scouting-Netzwerk aufbauen. Es ist voll, ohne Witz, ich finde das so schwer, ne? Ich schicke die Männer nach Argentinien. 3 Monate. Technisch begabt. Angreifer. Ich brauche Verteidiger. Warum kann ich verteidigen? Defensiv. Defensiv stark. Ich brauche defensiv starke Spieler. Leonardo, dich schicke ich. Such mir den nächsten Heuming-Son. Ne, hol die Leute da hinten. Ne, okay. Such mir den nächsten Heuming-Son. Irgendwo da. Nee, doch nicht. Du musst mir da was Defensives holen. Hol mir da was. Das ist voll schwer, diese Jugendkacke da zu machen. Edi, der muss 16 sein. Ach so, aber ich hab doch ein paar. Guck mal, was ich nicht verstehe. Ich hab jetzt schon 2 Leute ein super Leben geschenkt. Cardoso und Decker. Warum zählt das nicht? Die habe ich doch hochgeholt. Die habe ich doch gescoutet und einen Profivertrag gegeben. Warum funktioniert das nicht? Das verstehe ich halt nicht. Freunde, sollen wir Sommer jetzt ranlassen oder was? Er meinte im nächsten Heimspiel, aber das ist ein Derby. Das ist ein Derby, Freunde. Gegen Union. Eins in den Chat, wenn wir Willi jetzt ranlassen sollen. Gegen Union Berlin. Wir spielen aber bei denen. Das ist nicht das Heimspiel, glaube ich. Wir spielen bei Union. Wir brauchen jetzt einen Sieg, Freunde. 17. Die haben, Digga, die haben 3 Punkte. Ich gehe auf die Pressekonferenz erstmal. Willi, lass mich im Heimspiel ran, Freunde. Der braucht die Heimfans. Der ist noch komplett unerfahren. Sommer, ich kann dich nicht in ein Derby reinschmeißen. Gegen Union braucht man einen Wadenbeißer wie Willi. Freunde, der braucht die Heimfans. Sind sie bereit, auf die Leistung muss besser werden? Es ist ein Spiel, wir sind bereit. Wir sind bereit, die Bestform zu performen. Erste Union steht, sind sie verwirrt, dass sie jegliche Nachlässigkeit ihrer Mannschaft verhindern können. Leute, da wird gleich noch eine Ansprache kommen. Solche Spiele sind nie leicht. Vielleicht sind wir nachlässig. Egal, es ist egal, wo Union Berlin steht. Solche Spiele sind nie leicht. Es ist egal, wo Berlin Union steht. Uns ist es scheißegal. Bla bla bla. Können sie weiter solche Leistungen zeigen? Wir sind nach wie vor gut drauf. Versuchen müssen wir es. Hoffentlich ziehen alle mit. Wir sind nach wie vor super drauf. Wir sind so gut drauf, Freunde. Wir stehen auf dem 4. Platz in der Fußball-Bundesliga. In der höchsten Spielklasse in Deutschland. 4. Wir sind momentan der 4. beste Verein in ganz Deutschland. Mit seiner pinken Hose. Weil ich die Mannschaft von unten hochhole. Bin heiß, denk ans Feuerwerk. Willi, ich kann nicht, ich muss dich ruhig mit dem Spielen. Vom nächsten Menschen hängt wirklich viel von uns ab. Im Moment bin ich gut drauf und ich bin mir sicher, dass ich die Position von Friede viel besser ausfüllen könnte als er. Freunde, Marco Gruitsch schießt Sydney an. Noah mit 2 Euro Sommer muss rein. Bekommst jedes Mal Google-Umfrage-App Geld? Haha, was meinst du? Der Hund. Doch, Willi. Friede, aber der Mann hat gut trainiert. Und er ist gut drauf, Digga. Er ist sehr glücklich. Du bekommst deine Chance. Ich denke drüber nach. Das entscheide ich. Sydney, du hast alles gespielt. Der wird performen. Sydney, ich muss ihn spielen lassen. Ich rufe da nochmal an, Freunde. Sydney, geh bitte an dein Handy ran. Ich möchte mit dir reden. Ich muss da nochmal anrufen, Freunde. Eli hat Vertrauen in Willi. Freunde, er braucht das Heimspiel. Willi braucht das Heimspiel. Ich kann ihn nicht einfach gegen den Dings da reinschmeißen. Trainer? Hallo? Trainer? Willi, ich kann dich nicht gegen Union spielen lassen. Du wirst das nächste Heimspiel spielen, aber ich kann dich nicht in ein Derby reinschmeißen. Und an was liegt's? Es liegt daran, dass ich der Meinung bin, dass es eine zu große Hürde für dich ist. Es wird ein ekelhaftes Spiel. Trainer, denken Sie mal bitte ans Feuerwerk. Willi, ich habe Familie, ich kann kein Risiko eingehen. Ich habe auch Familie, Trainer. Jessica Sommer, meine kleine Tochter. Coach, ich sag Ihnen eins. Wenn Berlin blau brennen soll, dann gehört Sommer da hinten hin. Willi, du musst dir überlegen. Wenn du jetzt spielst und wir dieses Spiel verlieren, dann ist erstmal Ende. Habe ich gesagt, Jungcoach, aber denken Sie ans Feuerwerk. Ich denke ans Feuerwerk, ich stelle dich mit rein.
Und gib mir mal bitte Sydney, ich muss mit dem Mann kurz ein privates Gespräch führen. Sydney! Der Trainer! Der Hund, was will er? Hier! Ja, jetzt bist du auf der Hallo? Sydney, was ich dir jetzt sagen werde, fällt mir nicht leicht. Aber ich habe Marco trainieren sehen die Woche und ich muss sagen, ja, dass Marco eine super Leistung abgeliefert hat. Eine super Leistung im Training. Und ich habe gesehen, dass du gegen Leipzig in ein paar Situationen nicht richtig nach hinten gerannt bist. Und vielleicht, du hast jedes Spiel bis jetzt von Anfang an gespielt und vielleicht brauchst du einfach mal genau, für ein Spiel. Genau, deswegen stehen wir oben. Vielleicht brauchst du einfach mal für ein Spiel eine Pause, Friede. Für ein Spiel. Was glaubst du, warum wir da oben stehen? Ja, du, ich sag doch gar nicht, dass du schlecht performst. Ja, ich sag doch nicht, dass du schlecht performst. Ich sag nur, dass deine Beine, deine langen Gräten ein bisschen müde aussahen und dass du im nächsten Spiel wieder in der Startelf stehst. Aber ich dass kann ich jetzt sagen, ich kann sagen, meinen Beinen geht's gut und es ist jetzt ein wichtiger Spieltrainer. Auch für mich ein emotionales Spiel. Ich bin Berliner. Blau-weißes Blut. 8 Jahre hat der BSC. Und jetzt wollen sie mir dieses Spiel wegnehmen. Friede, ich muss Marco spielen lassen. Okay, es gibt dann noch eine zweite Sechserposition. Ja, ich weiß, ich merke es gerade, aber Marco hat gesagt, dass er deine. Soll ich. Dann sag du, Friede. Dann sag du im Sinne der Mannschaft. Arne raus und Marco rein für dieses Spiel? Also, ich fühle mich mit Arne eigentlich super. Wir haben es ja super gemacht bis jetzt. Aber wenn du jetzt unbedingt Marco spielen lassen willst, weiß nicht, ob wir so gut harmonieren werden, weil ich habe jetzt den Hintergrund immer im Kopf, dass der snitchen wollte. Aber Marco muss halt auch, Freunde, Marco muss spielen auch mal. Er hat super trainiert. Ich sagte so, wie es ist, ich bin der Trainer, ich entscheide. Du hast mir gezeigt, dass du spielen möchtest, deswegen spielst du mit Willi auf der 6. Also Willi spielt RV, du spielst auf der 6. Nimm den Mann aber bitte ran. Hilf dir ein bisschen. Hilf da ein bisschen aus. Mit dem Willi? Ja, Willi wird Probleme haben. Ich weiß. Er lässt sich, er zeigt es nicht so, aber ich glaube, dass der Mann ziemlich nervös sein wird. Ich weiß, der wird zittrige Knie haben, das wissen wir alle. Ganz zittrige Dinger wird er da unten haben. Ich nehme Arne raus. Und ich werde Marco reinholen. Das wird jetzt passieren. Okay. Alles klar. Gut. Den hast du es gezeigt. Coach, wann ist das Spiel? Das Spiel ist... Morgen? Das Spiel ist heute. Wir sehen uns gleich auf dem Platz. Heute? Ja. Heute ist doch Samstag. Ja. Du wolltest auf Haubentaucher gehen, Mann. Nein. Sydney, pass auf. Die Medien sind schlimm. Ich leg jetzt auf, ich muss los, losfahren, ich komme zu spät zum Treffpunkt. Wann ist Treffpunkt? 12 Uhr, jede Minute Verspätung ist ein Honi. Wir sehen uns. Ja, ciao. Ich weiß. Okay, Freunde, also ich weiß nicht, ob ich jetzt das Richtige gemacht habe. Es ist ein super emotionales Spiel. Union Berlin gegen Hertha BSC. Berlin hält den Atem an, niemand weiß passiert, was passieren kann. Union ist 17. Hertha BSC ist auf dem 4. Platz. Ich habe ein bisschen rotiert, ich habe mit der Mannschaft geredet und genau deswegen stehen wir auch da oben, wo wir momentan stehen. Edi Geller, nimm das Zepter auch mal in die Hand. Es ist ein wichtiges Spiel. Ich habe die Scouts gesehen, die sind in der alten Försterei. Perez von Real Madrid ist da, ich habe den ganz genau gesehen. Ich habe Pep auch gesehen, der hat mich vorher auch angerufen gehabt, Edi Geller. Also wenn du dieses Spiel performst, ich kann dir sagen, dass du ein ganz großer wirst. Ich möchte, dass du den Sprung schaffst. Richarlison, ich habe dich aus Everton rausgeholt. Das Essen da ist Schmutz ohne Ende in England. Hier konntest du La Femme gehen. Ich habe dir Sucuk gezeigt. Ich habe dir Mustafas Gemüsekebab Rüyam gezeigt. Du hast dich bedankt. Und ich möchte, dass du mir diese Dankbarkeit in einem Tor umwandelst. Marco, du hast mich vollgelabert. Du hast mir um 23.17 Uhr geschrieben gehabt. Ey Trainer, ich möchte spielen. Ich habe gut trainiert. Ich habe dich spielen lassen. Ich höre auf euch. Ihr müsst mich nicht sitzen. Ihr dürft mich... Dun, ich snappe mit euch. Ich möchte, dass wir jetzt rausgehen und der Welt beweisen, dass Berlin blau ist. Berlin ist blau. Richard Richarlison in der 88. Minute. Ich habe es euch gesagt. Richard Richarlison mit einem Doppelpack. Luke Bakio trifft. Jordan ist verletzt. Fahrerbeigeschmack. Fahrerbeigeschmack, Freunde. Hier ist ein Fahrerbeigeschmack drin. Marco und Sydney guten Job gemacht. Wolf reingekommen. Sommer ausgewechselt. Wann wurde Sommer ausgewechselt? In der 78. Sommer, gutes Spiel, auch wenn das Tor über deine Hälfte war, Freunde. Feuerwerk. Sommer, kurz runterkommen. Das Tor kam über deine Seite, aber ich bin zufrieden. Toro Noriga hat sich verletzt, Freunde. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Unser Kapitän. Freunde, wir sind alle gerade im Krankenhaus. Wir warten, bis der Arzt reinkommt.
Danke, dass ich spielen durfte, kein Ding. Der Arzt ist drinne, Freunde. Wir haben jetzt die Prognose. Die Prognose. Wo ist die Prognose? John Torun Riga 2 Wochen verletzt. Ich brauche wieder die Hilfe. Ich muss kurz mit den Männern reden. Bitte kurz rangehen. Berlin ist blau-weiß. Training. Ich boah, bitte, die Spieler tanzen gerne auf der Nase herum. Hä, Digga, wir performen so gut. Umba, umba, umba. Hey! Hey, Freunde, es war ein gutes Spiel, aber beruhigt euch alle. Nächste Woche geht's weiter. Nicht, Freunde, es ist schön, macht ein bisschen einen drauf, aber wir haben ein Problem. Ich habe gerade mit dem Arzt geredet. Jordan hat's erwischt, ja? Freunde. Jordan hat's erwischt. Was hat er? Ich habe mich schon gefragt, warum der nicht hier ist, Trainer. Jordan hat's erwischt, Freunde, ist nicht lustig. Ich möchte bitte, dass ihr kurz leise seid. Im Rahmen der Mannschaft. Und ich brauche auch jetzt eure Hilfe. Jordan Torun Riga hat sich verletzt, er fällt 2 Wochen aus. In der Phase. Willi, ich möchte aber dir nochmal sagen, dass du ein super Spiel gemacht hast da draußen. Ich war stolz auf dich. Ich habe dich gesehen wie mein kleiner Sohn. Wie ein Sohn hast du. Danke. Super. Ich habe ihn gesagt, Feuerwerk. Super gespielt. Arne hat sich gut mit der Rolle da zufrieden gegeben, ist reingekommen, hat super, super abgeliefert danach noch. Aber ich habe jetzt hier gerade ein Problem. Wer bekommt denn die Binde? Jordan ist momentan verletzt. Ich würde sie mir nicht anvertrauen. Ich würde sie Dedrick geben. Guter Mann. Dedrick? Ja, ich sehe ihn Thomas. Nee, lass den Thomas. Thomas? Nee, Freunde, wir entscheiden das jetzt hier als Mannschaftsrat. Ihr seid beide im Mannschaftsrat drin. Ich bin da, ihr seid näher an der Mannschaft. Ihr seid näher an der Mannschaft drin. Das ist Dedrick. Ja? Ja. Coach, ich bin da in der Thematik nicht so drin, aber ich würde dann auch den Sydney recht geben, ja. Okay, dann oder ein Richard. Richard ist zu verspielt, Freunde. Richard ist zu verspielt. Also ich wollte euch nur sagen, Freunde, super gespielt. Ihr könnt heute einen drauf machen. Besucht Jordan auch einfach mal. Mach mal, Coach, hör mal. Macht einen drauf, aber passt auf, Freunde. Ich weiß, ihr seid jung und racker. Passt auf, immer verhüten. Passt wirklich auf. Die Frauen sind ganz, ganz schlimm mit hier Kondome zerstechen und dann den einen einlöten. Und dann habt ihr den Salat. Also, Freunde, ich muss los. Haut rein. Viel Spaß. Gönnt euch mal hier eine Auszeit. Wir sehen uns Montag beim Training. Tschüss. Bis Dienstag. Bis die Schöne. Die Knechte, Digga. Jahrstein ins Tor. Freunde, es läuft so gut. Es läuft so gut. Es läuft und es läuft. Danke übrigens für die ganzen Follows. Ich lese mal ganz kurz die Spenden vor. Noah mit einem Euro. Und nochmal mit 2 Euro. Sommer muss rein. Ich habe Sommer spielen lassen, mein Freund. Sven mit 2 Euro. Edi, du musst 2 Verteidiger scouten und erst mit 16. Okay. Maskimo mit einem Follow. Du Eierkopf mit einem Follow. Durchgespielt mit einem Follow. Falle VfB mit einem Follow. Und Erik Merlin Kalb mit einem Follow. Kuss geht raus für die Follows. Luke Barkio, Kapitän. Wir haben es gerade gemacht, Freunde. Warte mal, John ist jetzt verletzt. Der kann doch gar nicht trainieren, oder? Ja, John fällt raus. Kunja, Saha. Sollen wir Sommer mal ins Training schicken? Aber vielleicht. Arne möchte ich gerne ins Training schicken. Arne, Schwierigkeit. Ey, ohne Witz, Karriere macht so Bock, Freunde. Es läuft wie auf der Toilette. Danke für die Follows, Freunde. Vielen Dank für die Follows. Milan Black mit einem Follow, Hannes mit einem Follow und B mit einem Follow. Danke auch nochmal für die drei Follows. Falls ihr hier neu seid, Freunde, ich bin E-Sportler bei Hertha BSC und mache währenddessen auch ein bisschen YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wir sind auf dem Weg zu den 300.000 und ich gebe mir echt viel Mühe, muss ich sagen. Und morgen kommt das neue Trikot. Also morgen, Freunde, ich wiederhole es öfter jetzt in der Woche, weil diese Woche sehr wichtig ist, weil mein Trikot ist nur von Montag bis Sonntag im Verkauf. Deswegen werde ich es in dieser Woche echt doll promoten. Stellt euch drauf ein. Ab Montag, Freunde, wird es zum ersten Mal der Fall sein, dass ein Nicht-Profi-Fußballer in einem Fußballclub oder E-Sportler, sag ich mal, die ins offizielle Trikotverkauf gehen wird. Und wenn das gut laufen wird, wird mein Trikot, Edi Geller Trikot, permanent im Shop sein. Ab 13 Uhr ist es, glaube ich, morgen da. Ich schicke euch dann den Link, worüber ihr das kaufen müsst, weil darüber wird es getrackt. Darüber sieht man das dann auch. Also besser. Am Ende sieht man es trotzdem, aber dann kann man das schneller halten, ne? Und
Ich hoffe, ihr unterstützt mich da, weil das wäre so geil, wenn ein E-Sportler in der Top-Verkäufe drin ist von einem Fußballverein, obwohl der nie Fußball spielen wird für die. Stellt euch das vor, wie geil das wäre. Danke, dass ich spielen durfte. Der Einsatz hat mein Selbstbewusstsein gestärkt, trotz der Fehler, die ich gemacht habe. Setz dich nicht so unter Druck, streng dich weiter an, um besser zu werden. Nächstes Mal muss mehr kommen. Es ist alles in Ordnung. Momentan läuft, Freunde, es läuft wie geschmiert. Ich glaube, wir sind Dritter, kann das sein? Wir sind dritter Platz und ich simuliere alles und ich habe nicht mal den krassesten Kader, weil ich so ein guter Trainer bin. Leipzig. Leipzig hat uns rausgehauen, Freunde. Assistenttrainer, L. Müller baut Scouting-Netzwerk. Ja, baut es auf. Hat sich auf den Weg gemacht. Spieler verletzt. John habe ich schon. Spieler auskuriert. Wer denn? Rune Jahrstein kann wieder mitmachen beim Training. 3.11. Der wievielte ist heute? Sollen wir Rune ins Tor lassen, Freunde? Rune im Tor, sagt ihr? Fühl ich, glaube ich. Red Razor mit 2 Euro, wie spielt sich Edi Geller? Habt ihr was gehört? Digga, der Mann ist am Rasieren ohne Ende. Niederlage gegen RB ist Riesebo. Es wird schwer, Freunde. Ich sage euch so, wie es ist. Es wird jetzt sehr, sehr schwer. Aber ich bin guter Dinge. Warum verbessert sich Sahar nicht so krass? Ich trainiere den Mann doch täglich. Boah, Freunde, es ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel. Leipzig ist Fünfter. Also ich sage euch so, wie es ist. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann ist alles möglich. VfL Wolfsburg, wir haben aus 30 möglichen Punkten haben wir 23 Punkte geholt. Und ich habe die Mannschaft aufgenommen, Freunde, da waren sie ohne Selbstbewusst. Sie waren so zerstört. Sie waren nicht wirklich bewusst. Und ich habe sie an die Hand genommen und habe gesagt, hey, hör mal zu, ihr könnt was, ihr seid gut, ihr seid super. Macht einfach mal, spielt Fußball. Boah, das wird richtig ekelhaft. Leipzig, 3 Siege in Folge, Freunde. Seht ihr da das letzte Ding? 2-1 gegen Hertha BSC. Die haben uns aus dem Pokal geworfen. Ausverkauftes Stadion, Freunde. Besser geht's nicht. Es sind 22 Grad, 9. November. FIFA, nee, okay, verkackt. FIFA ist schon seit 2 Monaten raus. Ich hab das gerade verwechselt mit September. Sommer. Ich lass dich jetzt hier nochmal ran. Ich kann Sommer nicht ranlassen. Freunde, ich kann Sommer nicht spielen. Der Mann muss kurz raus gegen Leipzig. Ich traue ihm viel zu, aber gegen Union war das schon echt haarig. Sommer, du hast gespielt. Ich weiß, dass du nicht wirklich krass zufrieden bist, aber ich muss da was machen. Ich muss einfach daran denken, wie die Mannschaft insgesamt performt. Er wird im nächsten Spiel wieder spielen, Freunde, aber ich kann ihn gegen Leipzig nicht spielen lassen. Ich habe ihm wirklich viel anvertraut, aber gegen Leipzig, ich muss im Sinne der Mannschaft handeln. Es wird schon so schwer. Warum sind die so gut, Digga? Warum ist Leipzig so krass? Leipzig ist so gut, ich mein's krass ernst. 18er92 mit einem Sub auf Twitch. Edi Geller vor Sub mit einem Sub auf Twitch. Mike Fischer mit einem Follow. Gina mit 2 Euro. Bruder, grüß mal bitte Robin. Robin, ich grüß dich. Wieder Kampel. Digga, der ist so hartnäckig, kein Feuerwerk. Hör mal zu, Willi, ich mag dich, aber das ist nicht so einfach. Ich muss im... Boah, wir sind auf den 4. gerutscht. Wir müssen uns vorne festbeißen, Freunde. Das sind jetzt ganz wichtige Spiele. Luke Bakio, ich muss links dann wieder trainieren. Ich muss Sahar trainieren, Freunde. Der Mann liefert gar nicht ab. 0%. Angriffsszenario und schwer. Hier. Er liefert gar nicht ab. C, B, C, D, D. Boah, Schmutz. Free Willy. Michael hat angerufen. Nein, 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 Freunde. Das war eine Niederlage. Michael ist super, super zufrieden mit mir. Michael ist super zufrieden. Es ist halt nicht so einfach. Was soll ich euch erzählen?
Ich habe ja auch nicht, Freunde, ich... Jahrstein ist auch noch nicht komplett fit, Mann. Ich muss Jahrstein erstmal noch draußen lassen. Jahrstein ist nicht bei 100%, vielleicht liegt es daran, Chat. Sahar gefällt mir nicht. Sahar, Freunde, kann ich irgendwo die Statistiken von den Spielern generell sehen? So auf einen Blick? Geht's irgendwo? Torjäger. Wer ist denn bei mir Top-Torjäger? Richarlison mit 6 Buben. Luke Bacchio mit 5. Torvorlagen. Luke Bacchio 3. Meier 2. Teamzentrale. 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 Du hattest Piatek ein bisschen Minuten versprochen. Was ist damit? Du hast recht, Moritz. Aber momentan, was soll ich machen? Guck dir Richard an. Richard performt ohne Ende. Statistiken. So, Einsätze, Tore. Guck mal, wo ist Dings da? Wo ist Sahar? Sahar hat 12 Einsätze und er hat nur 4 Scorer. Das gefällt mir nicht. Arne spielt 6er und hat 4 Scorer. Das müsst ihr euch mal überlegen. Eli Geller hat auch nur 4 Scorer. Eli Geller, was ist los mit dir, mein Freund? Du musst dich straffen. Ich bin unzufrieden. Ich sag dir so, wie es ist. Ne, das kann gar nicht sein, hä? Richard? Warte mal. 6 Tore. 11 Spiele, 6 Tore, 1 Vorlage. Piotek, hat er schon mal gespielt? Einsätze. 6 Einsätze hat der Mann doch. Was soll ich machen? Der spielt doch, der Mann. Nur nicht von Anfang an. Nur nicht von Anfang an, Freunde. Ich sehe aus wie der Weihnachtsmann. Ich kann nicht jemanden, jedem, die seine Wünsche erfüllt. Red Razor mit 5 Euro werden ab 13 Uhr in der Schule aktualisieren, um dein Trikot am schnellsten zu bestellen. Hab dein Trikot für die WL, hoffe dann Top 100. Kurz geht raus, aber wenn du mein Trikot damit WL bestellst, dann holst du 28,2 und keine Top 100. Jobo mit einem Follow, Axel mit einem Follow, 1000 Abonnenten ohne Videos mit einem Euro, Justin mit einem Follow, bester Mann mit einem Follow. Kuss für die Follows. Eli, du bist 5. Aber ein Spiel weniger, ne? Ein Spiel weniger. Hier ist gerade, hier, Nationalpause da. Dortmund besiegt Rivalen 2-0. Digga, Bayern hat 11 Spiele, 11 Siege. Das ist so unfair. Kannst du schon mal trainieren vorher? Spielt da kein Training. Jordan Tonorina, ich bin in letzter Zeit sehr gut drauf. Du spielst auch, Jordan. Ich gebe dir auch wieder die Binde. Es dreht sich nicht alles um dich. Ich bin in letzter Zeit sehr gut drauf und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Augsburg nicht auf der Bank sitzen werde. Vor uns liegen wichtige Spiele. Ich denke drüber nach. Du wirst spielen, mein Freund. Ich gebe dir auch wieder die Binde. Das ist gut, dass du dich gemeldet hast. Ich hätte es nämlich vergessen. Jordan sofort wieder in den Kader. Jordan sofort wieder rein. Zack. Du fühlst dich gut? Ich lasse dich spielen, mein Freund. Rollen, du. Ich gebe dir auch sofort die Binde. Ich gebe dir sofort die Binde, mein Freund. Sebo Geller wird der Trainer des Jahres. Ich fühle mich so selbstbewusst auf, Freunde. 3-1 Win jetzt für den Sebo Geller. Sagst du, Elders? Wie sieht's aus? Willi, wie fühlst du dich? Skala 1 bis 10. Skala 1 bis 10, wie fühlst du dich? Sydney Stats? Ja, aber stimmt, muss ich gleich mal nachgucken. Dein Team fehlt ein bisschen an Erfahrung. Ja, aber das soll ja so sein, Freunde. Ich baue hier was Größeres auf. Erinnere sie an Union, Feuerwerk 10. Willi, aber du spielst mit dem Feuer. Wenn du mir die ganze Zeit hier was vorgaukelst und dann nicht ablieferst, dann bin ich wirklich sauer. Sydney Statistiken. Wo ist denn der Knecht? Ein Spiel. Ne, 17 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Ist okay. Der spielt 6er, Freunde. Der macht da die Drecksarbeit da hinten. Vom nächsten Match hängt viel ab. Im Moment bin ich gut drauf und ich bin mir sicher, dass ich die Position besser als Maxi Mittelstädt auswählt. Du bekommst deine Chance. Freunde, wir haben letztes Spiel verloren. Maxi macht einen guten Job, aber ich bin ein Freund von Rotation. Ich bin ein riesengroßer Freund von Rotation. Ich bin ein riesengroßer Freund davon. Platte, du kommst rein. SWN verlässt den Kader. Ich höre auf meine Spieler. Ist okay. Sommer geht vorm Spiel immer in die Sauna. Der Tipp sollte mal ins Team weitergegeben werden. Hast du das so gehört, Moritz? Freunde, alle in die Sauna. Alle in die Sauna habe ich jetzt hier. Von Sommer. Der macht es und es läuft gut. Er meinte, er fühlt sich super. Ach du Scheiße, Paderborn 3 Spiele in Folge gewonnen. Paderborn, lol, Augsburg. Wie viel da ist denn Augsburg? 13.
Digga, die haben einen richtigen Auswärtstrend. Freunde, das wird einer der schwersten Spieler des Jahres. Ich leg mich fest. Das wird einer der schwersten Spieler des Jahres. Die haben 3 Siege in Folge. Die fühlen sich super, Freunde. Die haben seit 2 Spielen kein Gegentor mehr kassiert. Richard, hol dir die Bälle ab, wenn es nicht laufen wird. Es wird ganz ekelhaft. Die werden dir da hinten auf den Knöchel rauftreten. Eli Geller, genau das Gleiche. Wenn du merkst, du wirst nicht angespielt, hol dir die Bälle einfach mal bei den Sechsern ab. Sahar, immer ins 1 gegen 1. Wenn du über die Außen durch bist, immer 1-1. Immer 1-1. Von 10 1-1 kommst du da 2-3 Mal durch und dann spielst du den Ball in die Mitte. Und dann spielt er halt Richard. Muss da seinen Zehennagel hinhalten. 1-0 Sieg, dreckig mitnehmen. Friede, meine gelbe Karte abholen. Arne, eher Impuls nach vorne. John, du bist wieder da. Du hast die Binde wieder am Start. Ich möchte, dass du die Mannschaft führst und bitte etwas beiträgst zu diesem Sieg. Kraft im Tor, weil Rune sich... Freunde, Rune ist noch nicht bei 100%. 1-1, Luke Bakio. Digga, Boyata verletzt. Bayer in der 78. Minute. Weil Sidney sich nicht die letzte rote... Weil Sidney sich nicht die gelbe Karte abgeholt hat, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Marvin Kreuz mit einem Jürgen Würger-Sub. Hilfe! Marvin Kreuz, Kuss geht raus mit einem Jürgen Würger-Sub. Das ist ein 20-Euro-Sub, Freunde. Den haben ungefähr 20 Leute bei mir. Kuss, Marvin. Dankeschön für den Support. Marcel1234 mit 10 Euro. Solltest mit Zit reden. Hab aus sicherer Quelle gehört, dass er aufs Net und beim Feiern schlecht über dich redet. Er sagt, dass er dich in der Tasche hat und sich alles erlauben kann. Er könnte dir schaden. Ist es korrekt, Marcel? Freunde, kann es der Chat bestätigen? Punkt, besser als nichts. Willi, hör mir auf. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt, Willi? Ich habe gerade... Du sprichst nicht den Trainer dazwischen. Es kommt jetzt Dortmund. Willi, ich mag dich, aber du musst wirklich die Rollenverteilung hier weiterhin im Auge behalten. Punkt, besser als nichts. Ich wollte damit 3 Punkten raus. Ist es korrekt, Freunde? Sydney und Willi. Sydney und Willi, beide besoffen gesehen auf Snapchat. Friede raus gegen BVB. Seid euch sicher, dass die angetrunken waren? Waren die beide angetrunken? Ich bin enttäuscht, Digga. Ich gebe euch so viel Vertrauen, Willi und Sydney. Ich gebe euch so viel Vertrauen. Und ihr gebt es mir so zurück? Ist das krass, Digga. Sahen die wenigstens gut aus, die Mädchen? 2,9 Promille. Lagen beide im Busch. Sahen die wenigstens gut aus, die Mädchen? Rune ist fit, Freunde. Es kommt jetzt Dortmund. Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, haben wir seit 3 Spielen hintereinander nicht gewonnen. Und Platte, ich sag dir so, wie es ist. Das ist ja schön und gut, dass du dich schön fühlst und mir eine WhatsApp-Nachricht schickst. Aber letztendlich will ich Leistung haben und die hast du mir nicht geliefert. Magst du wieder rein ins Team? Leider nein. Die sahen hässlich aus auch noch. Niklas mit dem Sub. Freunde, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, ehrlich. Ich bin sprachlos. B, C. Mann, Alter. Ich schick Sahar zum Training und der Knecht verkackt es jedes Mal. War eine mittlere 5 von 10. Haben die gesagt, waren es nur so welche, die mitgekommen sind, weil die gesagt haben, die sind Fußballprofis oder was? Ich danke Ihnen, Boss John. Es ist kein Problem. Ich mag dich. Du bist wenigstens so einer, der auch mal laufen geht an trainingsfreien Tagen. Ich danke Ihnen, Boss, dass ich Augsburg spielen durfte, auch wenn meine Leistung nur mäßig war. Nimm's nicht zu schwer. Nimm's nicht zu schwer, Jordan. Du bist alles super. Wir sind 5., 4. Platz. Alles im Rahmen. Ach so. Adidas Boy mit einem Sub. Kuss geht raus für die ganzen Subs, Digga. Woher kommen denn die ganzen Subs? Ich habe gerade 5 Subs auf einmal bekommen. Marvin, Shopkanner, Adrian, Adidas Boy, Nick und Niklas. Perfekt. 5 davon auf Twitch. Ehrenhaft. Freunde, falls ihr Amazon Prime habt, könnt ihr mir auch auf Twitch einen Sub umsonst reindrücken. Wir haben hier bald die 100.000 auf Twitch. 91.200 und wir haben, glaube ich, auch 3.000 Subs oder so. Also, falls ihr da Amazon Prime habt und ihr das nicht wusstet, ihr könnt einen Streamer im Monat kostenlos mit 5 Euro unterstützen. Ich streame morgen auf Twitch, ne? Morgen ist Montag. Morgen streame ich auf Twitch, Freunde. Ich streame mittlerweile 4-mal die Woche oder so auf Twitch. Arakat LP mit einem VIP-Sub. War Servus Tochter. Was redest du? Edi, du musst mal die Aufstellung ändern. Aber es läuft doch. Es ist deprimierend. Was ist deprimierend, Platte? Du hast doch nicht gut gespielt, dass wir nicht gewonnen haben. Aber ich habe alles gegeben. Danke, dass sie mich eingesetzt haben.
Ja, wenigstens meldet er sich bei mir. Nächstes Mal muss mehr kommen, streng dich weiter an und besser zu sein, setz dich nicht zu sehr unter Drucksplatte. Das ist okay. Ich bin nicht so dauer. Also danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt viel glücklicher. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf euch alle. Ich bin kein Trainer, der so nachhaltig ist, Freunde. Gleich war es das gegen den BVB. 8-2 lose. Halt's Maul, Junge. Ey, das, wenn ich verliere wieder, wenn ich gewinne, 5 Giftsubs. Monatliches Scouting-Update. In Anhang finden Sie. Ich muss das mit dieser Jugendakte. Oh, hier sind die Heuming Songs, die ich verlangt habe. Oh, ach so. Kang Shi Tzu. Spieler verpflichten. Kang Shi Tzu. Oh, Ye Wang. Digga, was sind das für Maschinen? Spieler verpflichten. Mit dem brauchst du mir nicht ankommen. Li Chao kann auch weg. Hatte der gerade einen 91? Nee. 1,99 der Mann, ja, das ist doch gut, Digga. Supermann. Ling Chao. Achte auf den Marktwert. Das kriegen wir schon hin, Freunde. Heimspiel gegen Dortmund. Dortmund mit schwerer Aufgabe gegen Hertha BSC. Die haben Angst vor uns, Freunde. Wir sind 5. Platz. Es ist okay. Dortmund muss gewinnen gegen uns. Wir wollen die einfach nur stolpern sehen. Bayern da oben. Wir wollen die Großen ärgern, Freunde. Wir können nicht verlieren. Wir können nicht verlieren. Ich bin stolz auf euch. Wir haben so viel erreicht momentan in der Saison. Die haben jetzt vorhin ein Spiel gegen Barcelona gehabt. Die sind angenockt. Ihr müsst wirklich auf Mats Hummels gehen. Ich habe gemerkt, er hat da Probleme teilweise mit seinem Stellungsspiel. Richard Eligella, nur auf Mats Hummels gehen. Die haben 2-0 gegen Bayern gewonnen. Hilfe. Aber nicht gegen uns. Wir sind Hertha BSC. Ha, ho, he. Hertha BSC. Ha, ho. War ein hartes Stück Brot, Digga. Wir sind momentan in der ersten Krise, Freunde. Wir haben seit 4 Spielen oder so nicht mehr gewonnen. Ist aber auch ein hartes Matchmaking momentan. Digga, das war traurig, gerade ein 4-0. Aber besser, man verliert einmal 4-0, anstatt 4-mal 1-0. Freunde, merkt euch das. So. Ach so. Jendrik mit 1 Euro. Grüß mal Jendrik, den Knechten. Der mich beim Zocken hängen gelassen hat. Jendrik, du Knecht, ich grüße dich. Noah mit einem Sub und Steven BVB mit einem Sub. Sebastian Knut mit einem Sub. Gina mit 2 Euro. Kauf Rashica und grüß mal Chilaui Gang. Chilaui Gang, ich grüße dich. Und Rashica, Freunde, wir haben keinen Bedarf momentan auf den Außen. Mathe mit 2 Euro. Die Asiaten, alle flink und wuselig, like Eli Geller. Der Kollege Schnürschuh nicht, Digga. Der ist 1,99. Guck hier, 1,99 ist der Mann, LV. So. Warte mal. Ins Profiteam. Freunde, was muss ich jetzt machen, um meine Aufgabe da zu bestehen? Jugendspieler freigeben? Nein, na, ins Profiteam übernehmen. Yi Wang? Ins Profiteam übernehmen. Und wie kriege ich die jetzt geschissen? Ich habe jetzt wieder 2 ins Profiteam genommen, aber ich kriege das nicht hin, die Männer in die Jugendakademie zu machen. Meine Ziele? Oha, ich habe 90, voll gut. Oh, verpflichte 2 Spieler in der Jugendakademie. Einen habe ich gemacht. Ach so. Funda. Ach so. Junge, der LV war einfach 2 Meter groß. Junge, der kann was. Hör auf zu haten. Der kann das machen. Vito mit einem Follow, Terence LP mit einem Follow und Crackers Non mit einem Follow. Danke für die 3 Follows nochmal. Niklas mit 2,50, gerade ein Sub da gelassen und jetzt eine Donation. Support ist kein Mord, kannst du mich grüßen. Niklas, kurz geht raus für den Support, ich grüße dich. Jugendakademie ist unter 16, achso, muss Verteidiger verpflichten. Perfekt synchron, hat sie es gerade mitbekommen, ich hab's perfekt nachgemacht. Und die da, achso. Warum bist du denn da? Sie wurde gerade auch so. Wuselig sein, wie Fische, Freunde. Glitschig. Glitschig. Wenn Saha jetzt wieder ein D bekommt, schmeiße ich ihn aus dem Training raus. C. Digga, der geht mir so auf den Sack, der kriegt diese 84 nicht hin, weil er die ganze Zeit scheiße trainiert. Was habe ich denn jetzt gemacht? Kann ich mal speichern ab und zu? Eli. Fertig. Sebo Geller, Freunde, super, super Performance momentan, finde ich. Wieder 4 Follows, ne, 1 Follow. Iraki Jaki mit einem Follow. 10 Zentimeter,
10 cm, Jürgen, der ZF. Ey, wir sind auf den 6. Platz gerutscht. Gegen Frankfurt jetzt, gegen Ashley Hauptwache, ich krieg einen Anfall. Frankfurt, wie viele da sind die? 10. Irgendwo im Niemandsland, Freunde, aber bei denen. Wir treffen uns in der Hauptwache, Freunde. Jeder muss da mit U-Bahn hinfahren. Das ist die Bedingung, um abgehärtet zu werden. Edigella wurde aufgehalten bei einer Straßenumfrage. Von diesen allen da. Ich weiß nicht, wie der heißt. Mick, irgendwas mit M. Straßenumfrage. Tinder Real Life. Deswegen kam Edigella zu spät. Aber das interessiert mich herzlich wenig. Der muss trotzdem 10 Euro zahlen. Was will Platte schon wieder von mir? Vom nächsten Menschen wirklich viel von uns ab. Im Moment bin ich gut drauf. Ich bin mir sicher, dass die Position viel besser ist. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich gebe dir wirklich eine Chance, Platte. Ich gebe dir deine Chance, aber ich hab, das ist dann die zweite, weil jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber ich möchte bitte auch ein Feuerwerk von dir abgeliefert bekommen. Sydney Friede ist nicht mehr so gut drauf. Ich lasse Sydney wieder ran, Freunde. Ich sage euch so, wie es ist. Mit dem Mann habe ich viel erreicht irgendwie. Der bringt da gute Leistungen. Und irgendwie, seitdem ich ihn rausgenommen habe, läuft es nicht mehr so gut. Platte raus. Nein, Freunde, er hat sich bei mir gemeldet. Ich mach sowas. Tinder Real Life mit der gesamten Mannschaft. Vorher, Freunde, Tinder Real Life mit der gesamten Mannschaft. Ashley war auch da. Ich krieg einen Anfall. Support ist kein Mord. Ashley ist im, die sind alle im Stadion. Frankfurt Hauptwache ist im Stadion. Die haben alle eine Freikarte bekommen. Weil wir das so gut gemacht haben, meinten wir zu denen, ja, ihr könnt alle noch so eine Karte bekommen. Alle sind im Stadion. Das heißt, falls wir verlieren, schlagen die alle, die rippen die alle, die ganzen Frankfurt-Spieler. Gönnt euch jetzt hier einen Sieg. Wir haben uns ein bisschen verfahren, weil wir sind erstmal Frankfurt Flughafen geflogen und dieser Flughafen ist der größte Schmutz. Von da sind wir dann direkt zur Hauptwache gefahren mit U-Bahn, haben da kurz das Video aufgenommen für Illegella auch, weil der droppt es morgen früh am Samstag, 13 Uhr. Alle Like und Follow da lassen bei Illegella auf seinem Kanal. Ist ein guter Mann, bringt gute YouTube-Videos, habe ich gehört. Und wird auch gut ankommen, das Video. Meinte, das sind lustige 10 gewesen. Ich bin da aber direkt weggegangen. Ich hatte gar keinen Nerv. So, als ich die erste Frage gehört habe, bin ich direkt gegangen, Digga. Wir haben uns dann getroffen um 14 Uhr im Stadion. Und ich hoffe, dass die Jungs nicht zu viel Scheiße damit bekommen haben. Frankfurt ist ein ganz ekelhaftes Spiel. Ist mit das schwerste Spiel. Freunde, jetzt mal kurz ehrlich. Ich bin am Ende mit meinem Latein, Digga. Platte fliegt aus dem Kader. Es ist deprimierend. Digga, du hast mir das schon zweimal geschrieben, dass es deprimierend ist. Davon kann ich mir nichts kaufen. Streng dich weiter an, um besser zu werden, Digga. Er hat mir das jetzt zweimal geschrieben, ich werde Platte nicht mehr einsetzen. Geht er mir auf den Sack. Ich schenke den Vertrauen und wie werde ich damit belohnt? Mit null. Mit null Leistung. Ich muss neue Verträge geben. Die Männer. Maxi raus. Warum? Warum ist denn so eine schlechte Stimmung hier im Verein, Freunde? Was gibt's denn? Wo drückt denn der Schuh, Maxi? Wie kriege ich die Moral der Spieler hoch? Raus mit dem Viecher. Fabian Klünter mit einem Sub. Danke für den Sub. Max mit 3 Euro. Moin Eli, wenn die Wintertransferphase kommt, verkauf alles, was du keine Spielzeit bekommen. Wird und scouting jetzt schon mal die Spieler, die du holen möchtest. Dann kannst du besser verhandeln wegen Gehalt und Ablöse. Du zahlst meistens zu viel. Okay, Freunde, ich möchte ich brauche ein IV, aber ich habe kein Geld für IV. Ich brauche so ein, keine Ahnung, so ein 82er momentan, der jetzt 82 hat. Tomori hat viel zu viel, ne? Boah, der ist auch gerade erst gewechselt. Ich will einen Innenverteidiger holen und einen Torwart an sich. St. Juice. Spam doch nicht. Was denn? Ja, nicht Spam, Freunde. Einmal reinschreiben. Friede verleihen. Upamecano, Freunde. Als ob ich Upamecano bekomme, oder? Soll ich mal anfangen? Upamecano, wie sieht's aus? Hast du Lust, ein Berliner zu werden? Guck mal, die sind alle hier schon gewechselt, dann kriege ich die nicht. Konate. Konate ist ein guter Call. Konate. Welcher von denen ist denn das? Der? Nee. Digga, die heißen alle Konate.
Jan? Kann der IV spielen? Kann Emre IV spielen? Das habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass das viele irgendwie im Karrieremodus machen. Mukiele, ganz RB Leipzig erstmal wegkaufen. Na. Onida, Nico mit einem Euro, danke für den Euro. Ohne Nachricht. Fabian mit einem Follow, Erik mit einem Follow, Twoxix mit einem Follow. Johan mit einem Follow, danke für die 4 Follows nochmal. Delikt, Zagadou. Zagadou fühle ich, der hat auch so einen großen Jürgen in der Hose, der kann damit immer den Ball abnehmen. Zagadou fühle ich. Axel. Zagadou. Dann Axel Zagadou. Den Mann fühle ich. So, jetzt habe ich erstmal ein paar gescoutet. An sich, Freunde, Sebo Geller, es läuft okay. Wir sind momentan in einer kleinen Krise, sage ich euch ganz ehrlich. Ich muss die Teammoral hochbekommen. Form scheiße, weil warum ist die Form schlecht? Kriege ich das irgendwie geschissen, Freunde, dass ich die Form wieder hochbekomme? Ich muss doch irgendwas machen können. Guck mal bitte, guck mal, wie die alle drauf sind. Keiner ist gut drauf. Außer Richarlison natürlich. Seit ich raus bin, läuft es nicht mehr. Das stimmt nicht. Was kann ich machen, Freunde? Hört jetzt auf, Spieler zu, sondern wie kriege ich die Form der Spieler wieder hoch? Du speicherst die nur in der Transferzentrale, musst die auch scouten. Mannschaftsabend. Sagst du, Mannschaftsabend wird da helfen? Alle nochmal in Pearl rein, oder was? Ich kann nichts machen, oder was? Durch Siege nur? Ja, Digga, das sagt sich so einfach. So, warte mal. Transfers, ich hab die jetzt um wie... Upamecano? Scouting-Auftrag. Der sieht ja auch gut aus. Ying Wong Meng. Du hast beendet. Mann, Digga, das ist so schwer. Nein, hä? Hier ist ein Upamecano. Ich möchte, dass der Scouting-Auftrag... Achso, hier, warte mal. Auf in Transferzentrale vermerken. So. Habe ich das jetzt? Das wird schon richtig sein. Meine Scouts werden mir da schon ein bisschen was liefern. Urlaub auf Malle für ein paar Tage. Okay, Freunde, packt die Sachen. Sidney Friede, ich habe jede Menge Spaß. Digga, das ist schön, dass du viel Spaß hast. Besorgt. Freunde, packt die Sachen. Montag, wir sind jetzt von Montag bis Freitag auf Malle. Packt eure Sachen. Wir kommen Samstag früh zurück. Freitag 18 Uhr kommen wir zurück, Freunde. Nicht übertreiben. Alles zusammen im Hotel. Freitag Malle. Sidney gekotzt, John gekotzt. Habe ich ganz genau gesehen. Aber weiter feiern. Wir brauchen das jetzt, Freunde. Habt Spaß. Dicke Titten, Kartoffelsalat. So, okay, Freunde, wir sind wieder da. Alle, wir hatten eine super Woche in Malle. Viele, viele lustige Geschichten, die wir nicht der Medienwelt erzählen können. Aber ich sag euch so, wie es ist, da wurde oft der Jürgen reingehalten. Ich habe darauf geachtet, dass die Spieler ihre Frauen nicht betrügen, Freunde. Ich habe darauf ein Auge gelegt. Ich sag so viel, Sidney hat den Vogel abgeschossen da. Coole Stories. Es wird auch da, glaube ich, ein Vlog kommen. Eli Geller hat nämlich seine Kamera mitgenommen, hat ein paar gute Szenen ausgemacht, aber da müssen wir halt ein bisschen rauscutten. Aber wir hatten eine super Zeit im Malle, Freunde. Wir gehen jetzt auf die Pressekonferenz. Ich habe auch noch leicht einen sitzen. Ich habe leicht einen im Tee, muss ich sagen. Aber ich konzentriere mich. Guck mal hier, mit Sonnenbrille. Hol dir doch eine Sonnenbrille. Mach mal deinen Hut weiter nach unten. Warum halten sie Boyata fest? Weil der Mann trinken kann wie ein Loch. Es wird eng für ihn. Er steckt halt in der Krise. Es kann nur spielen mit... Ja. Weil er trinken kann wie ein Loch, das hat er mir gezeigt auf Malle. Auf dem Ball, wie werden sie das nächste Spiel angehen? Es muss Änderungen geben, wir müssen ein gutes Spiel zeigen, wir dürfen den Sportclub nicht unterschätzen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, Freunde. Sebo Geller. Ist ihre Mannschaft gut genug, um solche Leistungen zu zeigen? Wir sind nach wie vor gut drauf, Freunde. Und jetzt, Freunde, fühle ich das. Mir geht's nicht so gut. Hast du noch einen Sitzen, Sidney? Hast du noch ein Sitzen, sagst du? Sommer war fleißig, der Mann will spielen. Freunde, ich bin momentan wirklich, also, nimm's mir nicht übel, wir brauchen erstmal einen Sieg. Heim Freiburg, Freunde. Die haben 3 Niederlagen in Folge. Wir hatten eine super Zeit in Malle. Nochmal, kurz mal Ruhe, sit down, nobody talk.
Sit down the body talk. Freunde, was soll ich euch erzählen? Das Stadion ist ausverkauft. Es ist der 14. Dezember. Wir haben meinen Geburtstag in Malle gefeiert, am 10. Dezember nämlich. Deswegen sind wir rübergeflogen. Ich hatte am 10. Geburtstag für diejenigen, die es nicht wissen. Ihr habt mir eine super Zeit verbracht, Freunde. Wir hatten eine super, wirklich, es war einer der schönsten Urlaube, die ich in meinem Leben hatte. Ihr habt mir eine Torte gebacken. Sydney und Jordan haben sie mir übergeben und meinten, Trainer, alles Gute. Wir hoffen, dass wir weiterhin mit ihnen gute Erfolge haben können. Wir sind zusammen dann, also ich nicht, aber wir sind dann zusammen in die Strip-Bar gegangen. Ich habe den allen Freunden 100 Euro gegeben, aber in 1 Euro, also Dollars. Was? Wird es los? Ich habe den allen 1000 Euro gegeben, mit 5ern halt gedingstert. Die durften damit machen, was sie wollen. Ich habe gesagt, Freunde, habt Spaß, lebt euer Leben. An diejenigen, die eine Frau haben oder eine Freundin, chillt ein bisschen, macht da nichts. Betrügen ist nicht gut. An denjenigen, die Single sind, wirklich, haut da rein, macht da was, habt da Spaß im Leben. Freunde, es war eine der schönsten Wochen, die wir hatten, aber jetzt, ihr habt alle Verträge, ihr seid alle Millionäre. Ich habe auch einen guten Vertrag bekommen. Aber Freunde, Michael von oben klopft jeden Tag an meiner Tür, fragt, wo sind meine 3 Punkte. Ich sage, Micha, hör mal zu, ich versuche alles, aber letztendlich spielen die Spieler und nicht ich. Und jetzt kommt ihr, Freunde. Ihr seid diejenigen, die spielen müssen. Ich weiß, dass ihr für mich spielen könnt. Ich weiß, dass ihr mich supporten wollt. Ihr habt alle einen Sub bei mir da gelassen. Ihr spendet alle, ihr seid alles Follower. Aber jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Wir müssen jetzt 3 Punkte holen. Sonst habe ich ein Problem. Michael schreibt mir jeden Tag. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, Freunde, habe ich ein bisschen frei. Und ich sage euch so, wie es ist. Der nächste Mannschaftsabend geht dann wieder auf mich. Come on, Freunde. Punktprämie übrigens 10.000 für dieses Spiel auf jeden. Ach so. Packt eure Sachen. Wir buchen den nächsten Flug nach Malle, Freunde. Wir buchen den nächsten Flug nach Malle. Winter-Transferperiode. 11 Meter, Eli Geller schießt ihn. Anne Meyer. Eli Geller mit einem Hattrick. Ich habe es gesagt, Freunde. Eli Geller muss nur Vertrauen geschenkt bekommen. Wir waren in Malle. Eli hat nichts gemacht, er hat eine Freundin. Aber er hatte Spaß. Er hat wirklich auch mal einen getrunken, hat hier und hat Videos aufgenommen. Er weiß, dass er einen coolen Vlog hatte. Ihr müsst, Freunde, ich bin so stolz auf euch. Wirklich, mein Herz klopft auch. Wirklich schnell. Ihr seid super. Michael, jetzt kannst du mir gerne in deinem WhatsApp schreiben, Michael. Schreib mir. Wir sind auf dem 6. Platz, Freunde. 15 Spiele, 27 Punkte, alles super. Boyata will mir irgendwas sagen. GG's in den Chat, Freunde. Real Talk. Das war so schön. Das war so eine gute Woche für uns. Nico mit 2 Euro. Wenn du bei Minute 50-60 überspringst, kriegst du dein Team einen Boost beim Simulieren. Digga, man kann nur noch komplett simulieren. Du kannst nicht ab Minute 50 oder 60. Die sind so lost. Ich weiß nicht mal, warum die das gemacht haben. Das wäre viel geiler, wenn man wie früher so 20. Minute, 30. Minute immer so was machen könnte. Psycho mit einem Sub und Benedrich mit einem Sub. Kuss. Apo Red, der allererste mit einem Follow. Miklas mit einem Follow. Backup, Leon und Knossal. Danke für die 4 Follows hier nochmal. Training nicht vergessen. Dankeschön. Was wäre ich ohne euch, Freunde? Feurige Laden. Zaha, du hast jetzt die Möglichkeit. Wenn du keine B bekommst, schmeiß dich aus dem Training raus. Okay, der wird rausgeschmissen. Zaha wird rausgeschmissen. Marco Klünter mit einem Upgrade auf die Eli-Army sogar. Bei FIFA 21 wird simulieren besser. Ja, habe ich auch gehört. Marius Stenzel, Panamero und RX27. Anne mit einem Follow. Eli Geller vor Kapitän. Nein, Freunde. Danke, dass Sie mich so oft spielen lassen. Dedrick, du bist ein guter Typ. Du bist super. Du hast mir gefallen. Ich habe dir gesagt, du trinkst wie ein Loch. Ich finde das super. Ich erwarte mehr. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft. Jetzt kommt Leverkusen. Englische Woche. Ich krieg einen Anfall. Leverkusen. Oh mein Gott. 6-Punkte-Spiel. Kapitätsrolle? Hallo Geller. Mir ist aufgefallen, dass der Spieler, den sie gegen Sportgefahren als Kapitän bringen wollen, nicht über die Führungsqualität Eigenschaft verfügt. Vielleicht sollten sie diese Rolle lieber für Piers Gelbrecht geben. Wer hat das gesagt? Assistenztrainer. Kann den einer rausschmeißen? Kann ich meinen Assistenztrainer rausschmeißen?
Was lutschen die alle so? Er ist stolz auf seine Riesenrüsse. Wenn ich lutsche, spiele ich. Willi, momentan, ich sagte, Willi, es ist wirklich nicht so einfach für mich. Ich schick dich die ganze Zeit, also ich werde dich jetzt im Training schicken. Digga, guck mal, wie lost die sind. Mein Assistenztrainer sagt, ich soll Jordan die Binde wegnehmen. Wie lost ist der denn? Das muss eine Ansprache her für Bayer. Sagst du? Aber die hören mir nicht mehr so zu, Freunde. Diese Ansprachen müssen was Besonderes sein. Die hören mir sonst nicht mehr zu. 89. Das ist gut, ja, ne? Boah, das wird so hart, Freunde. Wir spielen gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Achtung, sie können drei Spieler was? Wir wollten ihm nur mit, dass die Friede vorhin der Spieler auslaufen. Thomas Kraft, Esswein. Ja, der Rest juckt mich eigentlich nicht. Kapitänsrolle. Löschen. Sofort löschen, so eine Nachricht. Ich krieg einen Anfall, Digga. Ich krieg schlechte Laune, wenn ich sowas lese. Felix mit einem Sub. Mit einem Follow. Kuss. Edi Geller, du bist der beste Streamer. Dankeschön, mein Freund. Die Jungs einfach mal ins kalte Wasser werfen, ohne viel reden. Soll ich das mal machen, Moritz? Das ist, Moritz, ich sehe deine Nachrichten heute voll auf, fällt mir auf. Verspreche denen eine Prämie für den Sieg. Freunde, ich sage euch so, wie es ist. Das wird ganz hart jetzt gegen Leverkusen. Wir sind Sechster. Wir müssen Euroleague-Quali übrigens schaffen. Das ist der Vorstand, das Ziel vom Vorstand. Boah, das wird so eng. Wir aber hoffen mal einmal. Okay, Freunde, wir haben es fast geschafft. Wir haben fast die Hinrunde geschafft. Und es ist eine super Hinrunde. Heute wird es ganz schwer in Leverkusen. Ich möchte euch nicht so viel Feuer labern. Geht raus, habt Spaß. Ich würde einen Punkt mitnehmen. Willi, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, sehe ich dich wieder in der Startelf. Also wenn wir dieses Spiel verlieren, bekommst du nächste Woche deine Chance. Richard Richardson trifft. Milik, Freunde, ey, der ist so krass. Aber ich nehme den Punkt mit, ist okay. Ich nehme den Punkt mit, das ist okay. Toro Noriga wurde ausgewechselt in der 54. Hilfe. Wenn sie mich nicht öfter einsetzen, Digga, soll ich dich für Richard einsetzen oder was? Was willst du von mir, Piotek? Du gehörst weiter zum Team, aber ich kann dich nicht für Richard einsetzen. Er ist der Beste im Team mit Edi Geller. Boah, jetzt wird's ekelhaft. Gladbach. Wie viel da ist in Gladbach? Gladbach 9. Freunde. Gladbach ist 9. Platz. Kurz mal stoppen. Ich möchte stoppen. Ich möchte trainieren. Ich kann doch nicht trainieren. Ist das lost? Raman Gominon on Twitch und Gummimensch mit einem Follow. Ich glaube, wir haben schon wieder echt viele Follows gemacht. Ich guck mal nach. Kuss geht raus für 15.000 Zuschauer, Digga. 15.000 Zuschauer im Stream, im Karrieremodus im August, Digga. Das ist, ihr seid so krank, wirklich jetzt. Wir haben 500 neue Follows dazu bekommen. Kuss geht raus, noch 37 Follower, dann haben wir 270.800. Alle, die den Kanal hier noch nicht abonniert haben, Freunde, gerne ein Follow da lassen. Ich glaube, like-technisch sind wir auch sehr gut dabei. 11.000 Likes haben wir, fast 12.000. Mach mal hier die 12.000 voll. Also wirklich, Kuss geht raus, Freunde, jetzt mal kurz Real Talk. Und morgen Schule sogar, stimmt. Morgen sogar Schule. Kuss, wirklich jetzt kurz mal Real Talk. Ich verkrampfe mich schon seit ein paar Monaten nicht mehr so auf die Zahlen. Am Anfang habe ich das noch gemacht, aber mittlerweile nicht mehr, weil ich viel zu oft streame dafür. Du kannst nicht jeden Stream so krasse Zahlen haben. Wirklich jetzt, Dankeschön für den krassen Support. Digga, wir sind 15.000 Zuschauer im August. Gestern waren wir auf Twitch 10.000 Zuschauer. Ich weiß wirklich nicht, woran. Ich habe eine echt krass aktive Community. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr mir wirklich momentan für ein Leben ermöglicht. Ich hole mir am Dienstag, Freunde, hole ich mir meinen neuen Wagen ab, den ich mir auch nur leisten kann wegen euch. Wir haben 3.000 Subs auf Twitch. Und ich bin nicht so, dass ich so mich krass auf die Zahlen verkrampfe, aber das ist schon echt krass, Freunde. Also wirklich, Real Talk, danke an dieser Stelle. Alle mal hier ein Herz rein spammen. Bapfel mit einem VIP-Sub. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und ich bin ein dankbarer Mensch. Ich bedanke mich dafür. Auch für die Follows auf Insta, auf Twitch, auf Twitter, auf TikTok. Überall. Wirklich Dankeschön. So, und jetzt weiter im Stream, im Trainermodus. Das war kurz Edi Geller, der wollte mit euch reden. Ist kurz vorm Training rausgegangen und wollte noch mit euch reden. Hast du dir aber auch verdient. Dankeschön, mein Freund. Bist auch der Beste. Danke, danke, danke. Lies jetzt nach. Ich soll dir von Tommy sagen, du sollst dich zusammenreißen, Servo Geller. Tommy? Der von Monte, der Tommy? Guckt der gerade den Stream oder was?
Freunde, ich brauche hier. Ich möchte dich nicht so doll vorlabern. Der allerechte Tommy. Echt? Der allerechte? Was sitzt denn für ein Auto? Ein C63 S Coupé. Okay, Freunde. Komm, wieder straffen. Ein Punkt in Leverkusen war okay. Wir spielen heute gegen Gladbach. Die sind irgendwo in Niemandsland. Die haben Probleme. Die sind 10. Platz. Die warten nur auf, dass das Transferfenster wieder öffnet, damit sie sich neue Spieler holen. Ich sage euch ehrlich, ich hole mir nicht wirklich viele neue Spieler. Ihr seid die Mannschaft, mit denen ich diesen Weg gehen möchte. Ihr seid die Mannschaft, mit denen ich die 3 Punkte heute haben möchte. Es ist der 21. Dezember. Danach könnt ihr mit eurer Familie Weihnachten feiern. Alles ist schön und gut, wenn ihr 3 Punkte holt. Friede mit dem roten Karton, Freunde. Was sagst du denn jetzt? Da kriegt er erstmal einen Anruf, Digga, für den roten Karton. Ich will wissen, was er dazu sagt. Friede, roter Karton. Willi rein. Sommer und Friede. Hallo. Gib mir mal bitte Friede, ich muss kurz mit dem reden. Danach rede ich mit ihm. Eine kleine Anekdote. Feuerwerk fehlt. Passt. Warum hast du eine rote geholt? Du hast der Mannschaft geschadet. Dieser scheiß Kramer, dieser Peach. Er hat das ganze Spiel dann genervt. Irgendwann ist mir ein Ellbogen ausgerutscht. Junge, ohne Sinn. Ich höre, letztes Spiel, egal. Jetzt wieso erstmal Winterurlaub, weißt du ja. Habe ich halt ein bisschen länger Urlaub. Du weißt, oder? Dass du der Mannschaft damit schadest. Findest du das in Ordnung? Was soll ich machen, dieser Keck? Findest du das in Ordnung? Lass dich doch nicht einfach so provozieren. Guck, du bist Fußballprofi. Junge. Nee, geh die Sache doch mal professionell ran. Du schadest der Mannschaft. Ja. Sei es 70. Minute, da stand schon 1-0. Ja, na und? Friede, wenn du zu den ganz Großen gehören möchtest, dann musst du dich auch wie ein ganz Großer verhalten. Heute waren Scouts von FC, es war heute Hansi Flick im Stadion und hat mir geschrieben, dass er dich mal beobachten möchte. Was glaubst du, was das jetzt ist? Was glaubst du, was er sich denkt, wenn du denen da deinen Ellbogen in die Fresse haust? Da waren auch noch ein paar Mädchen von Instagram. Was haben die damit zu tun? Na, also das interessiert mich mehr, als wenn der Hansi Flick da ist. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Freunde, das ist erst so ein Problemchen. Gib mir Willi bitte. Ich bin ein bisschen abgefuckt, egal. Denkst Trainer, ich mach den länger Urlaub, ne? Weil ich kann dann sowieso nicht zum ersten Spiel kommen. Du kriegst eine dicke Strafe, Digga. 50.000 Euro ja, Strafe. Ja, mach das. Ja, cool. Aber ich krieg einen längeren Urlaub, oder? Kannst du in Urlaub gehen. 50.000 ja, Euro perfekt. Strafe. Perfekt. Du wirst noch nicht verhandeln mit dem Sportsgericht. So, ja, 5 Spiele Sperre ist okay. Gib mir. Ja, ja. Gib mir Willi. Hau rein, Trainer. Tut mir leid, Trainer. Freunde, das sind so eine Problemkinder. Sommer. Ich möchte, du bist näher an Sydney dran. Was sagst du zu der roten Karte? Ich bin am Ende mit ihm. Ich möchte mich momentan einfach zu gar nichts äußern, Trainer. Hast du gesehen, wie der mich abgefuckt hat, das ganze Spiel an? Der Christoph. Ich bin auf Friedes Seite, Coach. Ich glaube, der hat immer noch eine Gehirnerschütterung vom WM-Finale oder so. Und ich möchte ihm persönlich mitteilen, dass ich über eine Laie nachdenke. Warum? Coach, seit Union gab es kein Feuerwerk mehr. Und jetzt müssen Sie mal drüber nachdenken, warum. Woran hat es gelegen? Weshalb? Was sind die Gründe dafür? Sommer, ich hab dir von vornherein gesagt, dass es nicht einfach sein wird. Marius macht da rechtsverteidigermäßig einen guten Job. Jedes Mal, wenn du spielst, soll ich mal was sagen? Du bist der Einzige aus der ganzen Mannschaft, der momentan gut drauf ist. Also der so ein grünes Ding hat. Du bist glücklich im Verein. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir mit dir reden wollen, oder? Das liegt am Vertrag, Coach. Ich finde es gut, dass du trotz dieser kleinen Situation, sage ich mal, dieser kleinen Krise, trotzdem der Mannschaft das Gefühl gibst, dass du hier positive Vibes rausbringst. Und ich finde es gut. Und deswegen möchte ich dir auch mitteilen, deswegen habe ich dich auch angerufen, dass du im nächsten Spiel in der Startaufstellung spielen sein wirst. Das haben sie mir auch das letzte Mal gesagt und dann wurde ich vor dem Spiel abgesagt. Nein, das stimmt nicht. Es wurde abgesagt, Willi, und dafür kann ich auch nichts.
weil mir Fotos geschickt worden sind, wie du auf der Homeparty von irgendwelchen Mädchen sitzt. Und ich sag dir so, hab ich auch gesehen. Ich sag dir so, wie es ist. Ich hab da Minderjährige gesehen. Unter 18. Coach. Wenn sowas an die Presse geht, weißt du, was ich da für ein Problem habe? Coach, und das ist das Problem. Ich bin zwar sehr dankbar für die Kommunikation, aber da waren andere Spieler vom anderen Verein und ich wollte gucken, wie die sich verhalten. Das war gleichzeitig eine Gegneranalyse. Und jetzt müssen sie mal drüber nachdenken, ob sie dann nicht sagen, hey Willi, geile Aktion. Willi, du warst schon immer einer, der gut mit Worten um sich werfen konnte. Und ich weiß wirklich nicht mittlerweile, ob ich dir das alles abkaufen soll. Da müssen sie in sich selber mal reinhören, Coach. Okay, ich überlege mir das. Ich schicke am Freitag den Kader in die WhatsApp-Gruppe von uns. Ja. Und ich überlege mir... Erstmal Weihnachten, ne? Ja, erstmal ist Weihnachten, Freunde. Ich wünsche euch ein frohes Fest und feiert nicht zu hart. Wir sehen uns im Neujahr auch erst wieder, habe ich gehört. Ich gebe euch jetzt eine Woche nochmal Zeit. Am 2. ist Trainingsstart, ne? Genau, am 2. ist Trainingsstart. Ja, ja. Ich bleibe dann bis zum 14. Fast. Das ist okay. Mein Berater wird sich bei Ihnen melden, Trainer. Ich wollte noch was fragen. Hast du ein gutes Hotel in Dubai irgendwie? Du bist ja schon ein bisschen älter, so. Kennst du da was? Warum ist bitte hier Ausspieler? Frede, ich kann dir nur eins sagen. Bitte bekommst in den Griff deine Nerven. Ich möchte, dass du mal großer wirst. Und mit so einer Einstellung kann ich nicht arbeiten. Geht's gut. Erstmal ist jetzt Winterpause angesagt, Weihnachten, Familie und danach ist Silvester angesagt. Da bin ich in Dubai, mein Freund. Mein Trainer. Und nimm mir die Geller mit. Haben Sie irgendwie bring den Mann Hotel. Auf neue Gedanken. Ich kenne mich da nicht aus, ich war noch nie in Dubai. Ich bin nicht so einer, der so protzt. Schade. Ja, dann. Ich geh an die Ostsee. Du bist ja auch alt, ne? Ich geh an die Ostsee. Okay, Freunde, ich wünsche euch ein frohes Neues. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Wir sehen uns am 2. wieder. Ja, und überdenkt nochmal die Leistung von euch. Wir hören von meinem Berater. Ja, alles klar. Wir sehen uns. Wir hören von meinem Berater. Ciao, Freunde. Das wird sich noch ein Nachspiel haben. Schöne Silvester. Die Jungs sind so verrückt, Freunde. So jung. Aber was soll ich machen? Ich war ja nicht anders, als ich jung war. Ist okay. Freunde, wir beenden die Hinrunde auf dem 6. Platz, glaube ich. Das ist völlig in Ordnung. Und wir gehen jetzt, ich habe meine Scouts rausgeschickt, wir gehen uns jetzt einen Innenverteidiger kaufen. Sydney wartet doch nur auf die neue Fortnite-Saison. Scout-Abschlussbericht. Digga, ich muss hier erstmal kurz Stopp machen. Die Jungs sollen weiter trainieren. Auf dem 7. beenden wir die Dings da. Boah. Ey, wir müssten 6. werden, Chat. Ich brauche dafür jetzt ein bisschen was. Alles simulieren. Eli Geller hat schon 85, Alter. Warum ist Eli Geller der Einzige, der sich so krass verbessert? Ich verstehe das nicht. Okay, Freunde. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Dann lass mal knacken. Bitte nicht vergessen. Hallo selber, ich habe einen Abschlussbericht zu dann Axel Sagadou. Den Transfer zu vermarkten. 18 Millionen kostet der. Mukiele, 13 Millionen. Emre Can, 26 Millionen. Nick Woltemade. Nick Woltemade ist Sub bei mir, Freunde. Ich schwöre, der ist Sub bei mir. Jemand ein gutes Hotel in Dubai verraten? Hotel Trivago. Wie scheiße, und hatte auf dem Trainingsgelände Stress mit Maxi. Aber die haben das wieder geklärt, das habe ich gesehen. Max mit 3 Euro. Verkauft Piotek den Eierkopf und holt dir für die Knete im Winter Jonathan Tah von Leverkusen. PS, guck schon mal deinen Kader durch. Wer im Winter weg kann, dann bekommst du sofort Angebote für die ganzen Knechte. Guck ich mir gleich an, Max, danke für 3 Euro. Hab morgen Schule, gar keinen Bock auf die Lehrer zu sehen, muss um 6 Uhr aufstehen. Und das Schlimmste ist, wir bekommen neue Schüler, jüngere Sechsklässler. Was? Welche Klasse bist du denn, Arnes? André mit einem Follow, Rico Reise mit einem Follow, Reva mit einem Follow. Kuss geht raus. Upamecano wurde mir hier nicht... Okay, warte mal, ich will jetzt erstmal Scout-Abschlussbericht. Wo, Freunde, setze ich meine Spieler auf den Transfermarkt? Bei Marktzentrale, Teamzentrale, ne? Wo ist denn Piotek? Auf Transferliste, so. Luke Bakio spielt.
Mein Kader ist so klein, Freunde. Ihr glaubt es gar nicht. Ich brauche Kunja. S-Wein kann raus. Lecky kann raus. Rolle wichtig, er ist nicht wichtig. Du, da habe ich nicht. Gerade. Sidney Frieder ist gesperrt. Scalebrett. Ja. Ich habe wirklich keinen großen Kader mehr, Chat. Sommer in Gladbach gesichtet. Hör auf, sowas zu sagen, Sommer. Du bist doch in der Startaufstellung. Was soll ich denn machen? Ey, vor allem, ich bin erstes Spiel direkt wieder gegen Bayern, Mann. De Rosun, 17 Millionen. Hilfe. De Rosun, die haben das gezahlt, Benfica, 17 Millionen. Ist das gestört. Ja, Chat, ich muss irgendjemanden verkaufen, sonst habe ich kein Geld. Ich habe 9 Millionen. Was soll ich machen? Was gibt's los? Ich bin froh, dass sie mich auf die Transferliste gesetzt haben. Ja, ist ja schön, dass du froh bist. Ein Wechsel ist so wohl das Beste. Ich sehe mich lediglich um. Super, wir sind uns einig. Sag mal, beim FC Duck gesichtet hat, brodelt die Gerüchteküche. Beim FC Duck, sagst du. Rox mit 2 Euro. Wie heißen die deine Donation-Song? Grüß mal Mika. Die heißen Topspeed. Immer wenn jemand über 20 Euro donatet, kommt es rein. Miguel mit einem Follow. Kurs geht raus. Verkauf Zaha. Ne, ich hab doch Zaha erst gekauft, Freunde. Aber der spielt voll scheiße, ne? Finde ich auch. Der macht nichts. Sommer in Hamburg gesehen. Piatek mit Transfer, Digga. Aber die bekommen. Digga, De Rosun verkauft. De Rosun ist verkauft worden. Wir hatten uns die langfristige Erhöhung des Vereinswerks über 2 Saisons zum Ziel gesetzt. Der Blick auf den, dass wir uns definitiv erreicht haben. Vielen Dank. Kein Problem, Michael. Lecky hat ein Transferangebot von 3 Millionen. Aber 3 Millionen ist mir zu wenig. Delegier das. Delegier das. Weiter. Anne Meyer. Verhandlungsstand. John Tonariga. Hä, Digga, ist jetzt De Rosun weg? De Rosun verkauft. Der Verkauf von De Rosun, nachdem sich wieder im Verein einig geworden sind, sind trockenen Tüchern. Die Ablöse beläuft sich auf 17 Millionen. Der Vorstand hat ihr Transferbudget um 13 Millionen aufgestockt. Digga, Hilfe! Ja, okay, dann kann ich mir aber jetzt einen Innenverteidiger holen. Wenn die nicht komplett übertreiben. Ich habe 23 Millionen, Chat. Noch. Ich will mir einen Innenverteidiger holen. Hau rein, Kili. Mach Finanzspritze. Ich hab das nicht mehr, Finanzspritze leider. Übereinkunft über Lecky. Oh, Lecky geht jetzt auch. Angebot annehmen. Warte mal. Ich schicke die Jungs erstmal wieder trainieren. Boah, ey. Angriffsszenario. Willi kriegt auch die ganze Zeit nur Angriff. Ohne Sinn. Brauchst eigentlich auch einen Torwart. Weil, wen habe ich denn? IV Boyata und Torun Riga. Jahrstein 81. Ein Torwart, sagt ihr, Freunde. Aber Torwart ist so schwer zu bekommen. Ich mein's krass ernst. Ein vernünftigen Torwart ist so haarig. Lafont. Florian Müller haben ganz viele geschrieben, dass ich mit dem mal holen soll. Verkauf Zaha? Nee, Freunde. Ich brauche einen Torwart, der ja so 82 ist. Lafont, kann der was? Lafont beobachten. Florian Müller beobachten. Marcel wieder mit 5 Euro. Mach bitte die gute Beziehung mit Sommer kaputt. Verleih ihn lieber. Er kann ein ganz großer werden. Er wird in Zukunft wichtig sein. Er muss spielen. Er spielt. Er wird spielen bei mir. Areola. Aber der, Digga, der wird so teuer, Areola. Areola wird so teuer, Chat. Hilfe. Areola. In Transferzentrale vermerkten. So. Edi Geller und Sydney gesehen, warte was. Kevin mit einem Follow. Freunde, ihr könnt entscheiden, sollen wir komplett durchstreamen Karriere? Oder
Also noch so ein bisschen streamen oder sollen wir dann so auch in so 15, 20 Minuten ein bisschen Fall Guys spielen? Ich hätte Bock auf Fall Guys, muss ich sagen. Das macht mir übertrieben Spaß, das Spiel. So ein bisschen noch 30, 40 Minuten mit Sydney und Willi im Discord. Ich glaube nämlich, dass sie auch noch online sind. Boah, das ist jetzt unterschiedlich, ne? Fall Guys, Karriere, Fall Guys. So, also ein bisschen Karriere machen wir noch. Aber ich will nicht so viel so machen. Wir haben schon eine Hinrunde, Digga. Und da ist schon wieder Bayern, Digga. Da ist schon wieder Bayern München. Transferangebot Lecky habe ich doch. Transferangebot S-Wein. Matthew Lecky ausgehandelt. Hertha BSC. Habe ich schon meine Millionen auf dem Konto oder nicht, Chat? Jürgen will Karriere. Sind off. Achso, seid ihr aufgegangen, Friede? Was ist mit euch los? So früh um 0.20 Uhr. So, ihr seid ja komplett am Ende. Warte mal, ich muss mir jetzt hier irgendwas holen. Transfers. Transferzentrale. Schon seit 22 Uhr. Oha, Digga. Süle, ey, den hätte ich so gerne geholt. Upamecano würde ich auch Kauf vorschlagen. Der Spieler ist Enke. Zagadou. 30 Millionen, Digga, Freigabesumme. Ohne Sinn. Ich versuch's, Freunde. Wir versuchen, Axel zu holen. Zeit fliegt. Geht echt schnell zu Ende, ne, die Zeit? Wir treffen uns mit Axel im Toskana, Freunde. Soll das Lucien Favre sein? Ne, das ist ein Berater, ne? Ne, ist Lucien. Marcel, ne, hab ich vorgelesen. Kevin Morky mit einem Sub. Dankeschön, Kevin, für deinen Sub. Und danke für die ganzen Follows, die hier reinkommen, Freunde. Ich lese mal ganz kurz Insta-Follows vor. Weil ich sehe auch die ganze Zeit hier die Insta-Follows klatschen rein ohne Ende. Guck mal hier. 23. Rufen Maxi, Face. Die allerersten Face. Jan, Julius, Rückslu, T17, Locky, gelöscht. Perfekt. Toni Bra, Jacobs, Julian, Emily, Illegaler Karriere? Achso. Wirklich immer nach dem Stream, Freunde, was bei mir so teilweise, auf was für Memes ich markiert werde, das ist so schlimm. Melvin, Kekovic, Dennis, Moritz, Diamond, Finn, Mats, Belim, Moritz, Luca, Tem, Finn, Emre, Niklas, Max, Henry, Oktay, John, Toni, Besi, Dennis, Lukas, Kilian, Nett, perfekt. Ich mach das jetzt so alle 5 Minuten mal ein bisschen. Hau mal hier einen Link rein. Wer macht sowas? Übertrieben viele. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele. Also wirklich nach jedem Stream habe ich 99 plus Markierungen. Weil. Ihr könnt mich gerne markieren. So lustige Sachen reposte ich auch übrigens. Spielertausch? Ne. Lustige Sachen reposte ich. Ablöse. Also, ich habe 23 Millionen, ne? Wie viel habe ich? Ich gebe dir alles, was ich habe, Digga. Ich gebe euch alles, was ich habe. Mach jetzt keinen Miesen, verpiss dich nicht direkt. Das reicht natürlich noch nicht aus. Wie wäre es mit 31,7? Ich habe keine 31,7. Gegenangebot. Weiter Verkaufsgebühr hinzufügen. Was ist das? Hier, wir hört sich nochmal hier 15% an. Hab ich das jetzt gemacht? Unsere Wunschsumme für Zagadou ist nicht verhandelbar. Digga! Ich kann das nicht machen, ne? Chat, was passiert? Geh raus, ja. Ist zu teuer. Wir wollten diesen Deal unabhängig abschließen, aber die überarbeitete Wunschsumme ist uns viel zu hoch. Ohne Sinn, gebt euch doch die Hand, ihr Knechte. Reicht nicht. Gebt euch doch die Hand. Emre Can, wie teuer? 26 Millionen. Mukiele 13 Millionen. Come on, Digga. Mukiele muss ich doch wohl bekommen. Jerome mit einem Follow, King Kronos mit einem Follow. Kuss. Wer ist denn das? Soll das Dings da sein? Nagelsmann? Ich sag euch ehrlich, Spielertausch, ich gebe euch sogar noch ein bisschen was.
Wen kann ich den noch geben? Ey, ich habe nur drei Innenverteidiger. Wobei, guck mal, wenn ich mir einen Innenverteidiger hole, kann ich ja so einen Stark an sich. Ich brauche nicht vier IVs. Ich kann Stark verkaufen, ne? Achte aufs Gehalt. Boah, Digga, 18k ist schon echt. Flügelspieler eventuell, maybe. Niklas Sommer. Mittelfeld. Eli Geller. 84 Millionen. Ich sag euch so, wie es ist. Ich schwör's euch, dieser Typ, ne? Ich bin der Allerechte. Ich bin der Allerechte. Ying Wang. Scalebrett kriegt ihr von mir. Und halt noch was. Wir werden Mukiele nur im Tausch gegen einen Spieler abgeben, der uns wünschen zu. Aber Scalebrett haben wir keine. Aber Infanterie in Mittelfeld, aber wäre wünschenswert. Anderen Spieler anbieten. Andere Positionen anbieten. Stürmer. Piatek. Wir sind nur bereit, Piatek gegen Mukiele zu tauschen, wenn neben den Spielern auch ein Transfer enthalten ist. Aber nicht viel, oder? Er will 6 Millionen, Freunde. Sommer muss gehen. Akzeptieren. Akzeptieren, ich möchte nicht sehen. Ich möchte nicht sehen. Ich glaube, es war ein bisschen dumm. Ich hätte ein bisschen Geld. Ich muss Stark verkaufen. Ich verkaufe jetzt Stark, Digga. Ruhe. Ruhe im Chat. Wir verkaufen jetzt Stark. Stark verkaufen. Warum Minus? Ist okay. Stark. Dann habe ich doch auch wieder ein bisschen Gehalt, oder nicht? Niklas Stark, Angebote anzeigen. Kann ich den Angebote blocken? Nee. Angebote zulassen. Digga, der bekommt nichts. Der bekommt nichts hin. Auf die Transferliste. Stark auf die Transferliste. Ich hab's schon verkackt, oder? Oder kann ich das Es war ein guter Transfer. Es war ein guter Transfer. Eswen verlässt den Verein. Ja, okay. Lecky verkauft. Ich freue mich auf die Vertrag. Ja, ja, ich auch. Spielerchat, was gibt's? Letztendlich werden sie sicher einen Ersatzflügelspiel, aber geben sie mir die Chance, für ihn zu spielen. Ich glaube, ich schaff das. Hä, für wen denn? Vom Mädchen Max-Mädchen, ich denke drüber nach, aber ich lasse dich nicht spielen, mein Freund. Du bist auf der Transfer. Ach, gegen Bayern. Obwohl, ich lasse ihn spielen, damit er mich nicht vollbabbelt, weil ich glaube, wir verlieren das Ding so oder so. Ich glaube, wir werden das Ding nämlich verlieren und Stark ist gut drauf. Sidney Friede da mit seiner scheiß roten Karte, Digga. Du hast ihn doch getauscht. Edel wurde es über den Tisch gezogen. Wurde ich über den Tisch gezogen. Hat er mich wirklich verarscht. Ey, ohne Witz, Richarlison verletzt. Bayern ist die größte Cheater-Mannschaft. Ich meine das krass ernst. Guckt euch die Tabelle an. Bayern, 18 Spiele, 51. Digga, was ist denn mit Dortmund und Bayern los? Die haben 17 Siege und eine Niederlage. Dortmund ist noch ungeschlagen. Was ist das für eine kranke Scheiße? Das ist so heftig, ich meine das ernst. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist ja unrealistischer als in Real Life. Ohne Sinn. Ist ja unrealistischer. Mein Flieger geht morgen übrigens. Erst kam hier nicht weg. Du scheiß Knecht, Digga. Oh nein, wie teuer ist Richard verletzt? Wie teuer? Bitte nicht so lange. Freunde, das könnte so ein Dämpfer werden jetzt. 2 Wochen ist Richard verletzt. Es geht noch. Es ist deprimierend, setz dich nicht unter Druck. Ich brauch. Digga, was ist mit Mukiele jetzt? Ey, das ist so schwer, Karrieremodus, ne? Das ist schwieriger als Weekend League. Richard verletzt. Sidney ist wieder da. Frede kommt wieder rein da. 67, du Knecht. Ich hab dich schon um 3 Punkte verbessert.
Sommer spielt, wir verlieren. Sommer spielt, wir verlieren. Ey, wir sind auf den 9. Platz gerutscht. Wir waren mal Dritter, ey, oder Vierter. Es ist so scheiße, wirklich. Es ist so ein harter Job. Ich muss hier mal ein bisschen was löschen. Sonst verliere schon wieder den Überblick hier. Löschen, 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 löschen. Spieler verletzt, Sperre abgelaufen. Ich möchte, mein Agent und ich können es gar nicht abwerten, die können meinen Wechsel zu Hertha BSC. Ich freue mich auf die Chance für sie zu spielen und ich hoffe, dass ihre Verhandlungen reibungslos verlaufen. Wo mache ich das jetzt? Transferzentrale, ne? Mukiele, lass uns mal. Wir treffen uns im Toskana, Freunde. Muss Vertrag verhandeln, Mukiele braucht noch Vertrag. Hinspiel haben wir auch verloren. Ja, gegen Bayern ist es auch gecheatet. Ich sag dir ehrlich, Gnabry hat dich richtig hops genommen, Willi. Aber das kann passieren gegen Gnabry. Sven mit 2 Euro, geh auf Transferzentrale und handle einen Vertrag. Machen wir. Bei Tim, Tops und Potias mit 3 Follows hier nochmal. Kuss geht raus für die Follows. Mukiele, Freunde, den Mann brauchen wir. Rolle im Kader, er ist absolut wichtig. 5 Jahre unterschreiben, sehe ich. Fühle ich. Freigabesumme übergehen. Wir möchten nun gerne über das Gehalt und eine finanzielle Angelegenheit sprechen. Angesichts der Qualität meines Klienten sind 26.500 Woche aus unserer Sicht angemessen. Wir wünschen uns einen Einstiegsbonus von 260.000 und 660.000. Ist zu teuer, ne, Chat? Ich hab nicht mal so viel. Ich hab Gehaltbudget 24.000. Ich kann dir 22 geben und einen Einstiegsbonus. Machen wir mal 265.000. Aber jetzt mal, ich hab Familie. Beim besten Willen, Digga. Bonus gebe ich dir 20% sogar, wenn wir nicht verlieren. Aber 650. Wie hört sich das an, Digga? Das habe ich stark verhandelt. Wir sind bereit, diesen Deal abzuschließen, wenn Sie ein Gehalt von 27.000 für einen Klienten zusammen. Wir stellen uns einen Einstiegsbonus von 10.000 und einmal nach sind 175.000 nach 5 Spielen ohne Gegentor alles ab. Ohne Gegentor für alle fair. Ich habe nicht 27.000, Chat. Bonus entfernen, mach 660.000 Werk. Bonus bearbeiten. Bonus entfernen. Aber ich hab doch nicht. Mach es in Ordnung. Mein Klient hatte zwar andere Vorstellungen, aber er möchte sich ihrem Verein anschließen. Er nimmt das Gehaltsangebot von 27.000 pro Woche und freut sich auf den Abschluss ihres Deals. Ehre. Mukiele ist ein Berliner, Freunde. Das war ein richtig guter Transfer. Mukiele war ein richtig guter Transfer, glaube ich. Und jetzt habe ich auch gar kein Geld mehr. So, Willi, Digga, Willi ist hier so ein Problemkind. Der Mann kommt nicht hoch, ne? Hä? Kann ich nicht trainieren? Luke Bakio, wir machen Luke Bakio wieder ins Training. Schwer. Willi. Hä? Wie komisch. GGs für Mukiele, Freunde. War ein guter Transfer, sag ich so, wie es ist. Du musst early mal die Aufstellung ändern, die spielen dann besser. Hä, wirklich jetzt? Seid ihr euch sicher? Sollen wir mal ein bisschen was probieren, Freunde? Gute Nacht, selber auch rein, Lukas. Die anderen hast du schon trainiert. Sollen wir mal 4-3 offensiv spielen? 4-3-3 offensiv. Eli Geller auf der 10. Friede da. Luke Bakio da. Kunja da. Richard ist verletzt. Zaha da. Mukiele müsste doch im Kader sein, oder nicht? Mukiele ist hier. Warum ist der Mann schlecht gelaunt, Mann? Stark möchte ich so gerne verkaufen. Musst eben weg. Hast du Can geholt? Nee, wir haben Mukiele geholt. Mal einen frischen Wind reinbringen. Sag dir das. Okay, dann mache ich das, Chat. Ich möchte gerne Niklas Stark verkaufen, aber niemand macht ein Angebot. Angebot für Stark. Perfekt. Valencia ist interessiert. Wert 16 Millionen. Ja, ich nehme das an, Freunde. Angebot annehmen. 16 Millionen schmecken jetzt richtig gut. 16 Millionen schmecken richtig lecker.
4-3-3 offensiv ist mutig. Warum? 4-2-3-1 kompakt. Es ist nicht gut, 4-3-3 offensiv. Gegen Wolfsburg, Freunde, möchte ich offensiv spielen. Wolfsburg war ganz vorne, glaube ich. Ich glaube, Wolfsburg war Sechster. Wir müssen das Spiel gewinnen in Wolfsburg, Chat. In Wolfsburg wird es, glaube ich, haarig. Dicker, der Stuhl wackelt schon wieder so doll. Hättest 22 Millionen rausholen können. Digga, mein Stuhl wackelt schon wieder. Mukiele hofft nach durchwachsenem Debüt auf Steigerung. Ich muss öfter spielen von Scalebrett. Digga, du gehörst weiter zum Team. Ich habe hier ganz andere Probleme. Ich habe hier ganz andere Probleme, Freunde. Mein Stuhl wackelt schon wieder. Mein Stuhl ist wieder am Wackeln. Der soll Abwehr trainieren, Mann. Alles simulieren. DB, ich schwöre, der einzige Lichtblick ist wirklich Eli Geller. Ich meine das krass ernst. Willi, ich nimm's mir nicht übel, Freunde, aber Willi, mein Stuhl wackelt. Ich brauche einen Torwart. Du pusht Schuss bei Jordan. Echt? Ich brauche einen Torwart-Chat. Wie viel Geld habe ich? Ich habe 32 Millionen. Warum habe ich so viel Geld? Stark verkauft, ach so. Torwart-Freunde, Nübel. Diese Transfers sind die schlimmsten, ich schwör's euch. Wie schreibt man denn? Es gibt hier keine. Ja. Was noch? Onana. Aber die waren so teuer, Mann. Onana, Freunde, hat 86, er hat 41 Millionen. Das kann ich mir an die Backe nageln. Lafont. 41 Millionen, Digga. Wo soll ich denn die 41 Millionen für einen Torwart herholen? Lafont. Kann ich da jetzt mal ein Angebot machen? Ich möchte den gerne mal ein Angebot machen. Bitte. Ey, wenn wir gegen Schalke auch verlieren. Wir haben schon 7. Ne, wir haben 8 Punkte Abstand auf Leverkusen. Wir haben 8 Buletten Abstand auf Leverkusen. Kunja. Ja, Richard kann auch nicht spielen, Mann. Wolf, Mukiele, Jordan. Ich brauche nur einen Torwart und dann bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Kader. Transfers. Transferzentrale. Süle, Davis, Upamecano, Areola. Was wollen die denn? Wie viel wollen sie haben für Areola? 23 Millionen. Kontaktieren. Der Spieler. Nübel, Onana. 41 Millionen, keinen Sinn. Lafont. 17 Millionen, den hole ich mir jetzt. Mann, ey. Nübel. Kontaktieren. Wir holen uns Nübel, Freunde. Habe ich was verpasst? Also, es war ein sensationeller Start. Sensationeller Start, aber es hat sich alles. Okay, im Kader erstmal böse Coins, aber du spielst dann. 5 Jahre fühle ich. Mein Klient wird sich keine Freigabesumme akzeptieren. Glaube ich. Wir wollen auch gerne Freigabesumme. Nun, das ist Gehalt. Gehalt, wie viel kriegt er denn aktuell? Weiß ich nicht. Freunde, wie viel Gehalt? Der kommt erst in 6 Monaten. Ja, dann hole ich den halt. Dann hol ich den für in 6 Monaten. Tobias Schmidt und Kapt mit einem Follow. Sada Baba auch mit einem Follow. Danke für die 3 Follows noch. Der kommt erst im Sommer, ist kostenlos. Achso, du bekommst Nübel ablösefrei. 5 Millionen, Pickford. Die hören sich 15.000 für dich an.
Das ist ein faires Angebot. Das war gut, oder? 15.000, super. Habe ich jetzt Nübel geholt, oder was? Spieler verpflichtet. Ich glaube, ich habe den Mann. Guck mal, die holen sich Partey für 64 Millionen. Wir haben den jetzt, Freunde. Wie viele Likes haben wir auf dem Stream? Wie wir es knacken? Was ist denn hier die nächste Zahl, die man knacken kann? 12.000 Likes haben wir. Macht mal hier die 13.000 voll, Freunde. Ich wette, wir sind wieder ganz schön weit vorne in den Trends. Angebot für Plattenart, aber ich kann den nicht verkaufen wegen Maxi. Wir brauchen einen Backup immer. Angebot ablehnen. Angebote blocken. So. Zack. Weiter geht's. Skriniar geht für 103 Millionen zu Bayern. Digga, da wurde Hasan aber richtig krass verarscht. Hasan Salihamidzic. Der wurde ja richtig verarscht. Du hast ihn per Vorvertrag geholt. Er kommt erst im Sommer. Das ist mir letzte Karriere auch schon passiert. Ich weiß, das mache ich aus Versehen. Das mache ich aus Versehen. Ohne Sinn. Wir haben Mukiele geholt. Nübel kommt im Sommer. So. An sich, Freunde, ich bin wirklich zufrieden mit meinem Kader. Ich verstehe das nicht. Richard im Sturm. Friede. Ich habe noch Grujic. Ich habe Luke Bakio. Da habe ich noch Kunja als Backup dann. Ich bin ohne Witz, ich bin zufrieden mit meinem Kader. Es liegt jetzt nur noch an meiner Trainerleistung, wie ich es mache halt. Jan, er kam, dafür stehe ich mit meiner 3. Egal, ist gut, Nübel für die Zukunft. Ist echt so. Du hast noch 30 Millionen. Aber wen soll ich holen? Ich bin zufrieden. Real Talk, ich bin richtig zufrieden. Weil Jordan und Mukiele werden spielen. Wolf ist auch gut. Maxi Mittelstadt will ich auch. Ich möchte ja mit denen eine langfristig arbeiten. Saha und Richard ist. Wir werden das Ding so machen, Freunde. Wir müssen irgendwie die sechsten Plätze erreichen. Der sagt, den sechsten Platz müssen wir erreichen. Und wir müssen noch einen zweiten Jugendspieler holen. Die 30 Millionen sind nichts. Was redet ihr? Die sind weg? Journalisten im Presseraum. Digga, da werde ich jetzt erstmal hier wieder Machtwort reden. Warum halten sie an John... Digga, warum halten die Jordan? Es wird eng für ihn, er steckt halt in der Krise. Er kann nur spielen, um die Stärke zu finden. Jordan, lass dir nichts anmerken. Bla, bla, bla. Schaffen sie es noch? Es wird schwer, aber im Fußball ist alles schwer. Ich will mehr von der Mannschaft sehen. Versuchen müssen wir es. Teammoral unglücklich. Warum seid ihr denn unglücklich, ihr Knechte? Wir sind bereit. Zufrieden sind wir jetzt. Okay, habe ich nochmal gerettet. Wir brauchen jetzt ganz klar einen Sieg, Freunde. Sonst wird es wirklich, wirklich, wirklich haarig. Schalke ist nämlich unten. Schalke ist auf dem 14. Platz, ey. Wir müssen jetzt hier aufwachen, Freunde. Niederlage gegen Bayern, unentschieden gegen Gladbach, nur Niederlage gegen Freiburg. Wir müssen aufwachen. Wacht auf, die spielen enge Raute. 2-2. Freunde, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was, hol dir wieder Atal, der hat gar nicht abgeliefert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Richard ist verletzt, Freunde. Wenn ich den jetzt spielen lasse, dann verletzt er sich wieder. Ich kann nichts machen, außer abwarten. Guck noch wegen der Jugend. Monatliches Scouting-Ding. Wir brauchen hier noch einen. Abwehrspieler. 81, 94, Digga. Chong Klung Mung. 15 Jahre alt. Spieler verpflichten. 94, Ling Mang Mao. Feng Lin. Ich verpflichte euch alle. Ich hole euch da raus. Bing Weng Du. Ich hole euch da alle raus. Jugendarbeit. So. Stark verkauft. Perfekt. Frankfurt, Digga. Das sieht gar nicht gut aus. Wir sind irgendwo im Niemandsland. Die reden nicht mehr mit mir. Drei Niederlagen in Folge, meins. Wichtig. Kunja, Friede wieder verletzt. Kunja, Doppelpack. Arne spielt und trifft. Schönes Spiel, Freunde. Schön mal wieder. Benyon mit einem Euro. Die Chinesen haben alle noch Wehrpflicht. Wow. Wie lange ist Friede verletzt? 12 Tage.
Ich lüge nicht, das hat er sich ausgedacht, damit er wieder in Urlaub fliegen kann. Der Knecht. Hundertprozentig. Friede raus. Friede kommt raus. Platte ist unzufrieden. Was soll ich machen, Digga? Grujic kommt rein. Richarlison in Sturm. Obwohl Kunja einen Doppelpack gemacht, Digga. Hat er gut gemacht. Deswegen wirst du auch im Kader sein. Und Platte kommt raus. So sieht's aus. Saha, Luke Bakio, Richard. Ich habe so eine gute Mannschaft. Wirklich, ey. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Hüfte zwickt. Friede mit schwachen Geräten. Digga, wir müssten doch hier nochmal was machen, Freunde. Flix 666 mit einem Follow und Puma Boy YouTube auch mit einem Follow. Solide. Ist echt solide, ne? Hervorragende Jugendarbeit hat mir gerade Hertha BSC-Vorstand geschrieben. Dankeschön, Michael. Wo war die Nachricht? Hervorragende Jugendarbeit. Die Fortschritte unserer Fußballschule begeistert uns enorm. Unser Ziel war die Stärkung des Teams durch unsere Jugendarbeit und ausgebildeter Spieler. Und genau das haben sie auch erreicht. Wir sind stolz auf den Weg, den sie unsere Jugendarbeit beschreitet. Weiter so. Dankeschön. Nachwuchsentwicklung hochgeschafft. Habe ich auch geschafft. Habe ich auch geschafft. Habe ich auch geschafft. Habe ich nicht geschafft. Ey, ich glaube, die werden mich auf keinen Fall rausschmeißen. Ich bin so ein guter Trainer, Chat. Die wissen, dass sie langfristig mit mir arbeiten können. Sebi mit 2 Euro. Eli war Urlaub. Hast du mich vermisst? Danke, Sebi, für 2 Euro. Yes, deine 1, 2 Euro Spenden waren immer ehrenhaft. Friede Hüfte zwickt. Friede out. Kopf Todali. Ich bin in letzter Zeit sehr gut drauf. Das stimmt, Kunja. Und deswegen werde ich dich auch spielen lassen. Du hast einen Doppelpack gemacht. Vor uns liegen noch Spiele. Du musst in Topform sein. Digga, ich lasse dich spielen. Kunja, Freunde, Saha war so ein Fehleinkauf. Hilfe. Kunja kann aber nur Stürmer spielen. Kann Richard außen spielen? Richard kann da spielen. Saha war so ein krasser Fehleinkauf. Hilfe. 4-3-3 ist aber Quatsch, weil die alle nicht. Die können jetzt alle nicht spielen, merke ich gerade. Ich brauche irgendwas. Kunja im Sturm mit Richard. Wolf RV. Mukiele IV. Arne 6er. Eli Geller 10er. Er kommt dahin. Richard und Dings der Sturm. Grulch. Saha mache ich hier hin. Wir werden so hier spielen. Wir werden so hier spielen, Chat. 4-2-3-1 habe ich nicht auf dem Flügel. So werden wir es machen. Ich feiere es, weil du so los bist. Dankeschön. Wenn man das so sagen kann. Also wenn wir dieses Spiel verlieren, haben wir ein richtiges Problem. Paderborn hat, Digga, Paderborn 21 Spiele, 21 Niederlagen. Digga. Wenn wir dieses Spiel verlieren, verlose ich eine 20er PSN-Card. Wir müssen verlieren. Wirklich. Nee. Ich hätte die angezeigt. Kunja trifft schon wieder. Sommer trifft, oder? Sommer kommt rein und Sommer trifft. Sommer trifft, Freunde. Der Mann, der hat sein erstes Profitor geschossen. Der kriegt einen Anruf von mir. Sommer trifft, ich glaub's nicht. Max mit 2 Euro. Trainer? Sommer. Trainer? Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ich hab immer an dich geglaubt. Auch wenn viele. Danke, so, Trainer. Wenn, als diejenigen mich vollgelabert haben, als ich dir einen 5-Jahres-Vertrag gegeben habe, war ich derjenige, ja, der gesagt hat: Wartet mal ab, das ist ein Rohdiamant, der nur geschliffen werden muss. Genau. Und ich gratuliere dir wirklich zu deinem ersten Profitor im Dress von Hertha BSC. Vielen, vielen Dank, liebe Hertha-Fans. Da Gigi kommen weitere Feuerwerke auf euch zu. Das war der erste Anfang. Wie war denn dein Tor? Ich habe da gerade nicht hingeguckt. Ich war gerade noch in der Kabine. Ja, das war unglaublich. Eli Geller im Zentrum, spielt raus. Ja. Auf Saar, Saar flankt. Ich spring hoch, setz zum Seilverzieher ein, in Pfosten rein und dann, ja, waren es halt nur noch pure Emotionen. Aber es freut mich für dich, weil jetzt hast du auch erstmal wieder keinen Druck mehr von den und Medien. Jetzt hast du erstmal Ruhe, jetzt hast du erstmal Freiraum. Ja, ich fühle mich auch momentan als Joker gut. Ja. Und mein Trainer wollte sie eh nochmal, mein Berater wollte sie eh nochmal kontaktieren wegen Vertrag. Ja, also du meintest ja, dass dein Berater mich auch kontaktiert wegen bezüglich einer Leihe, aber da kam kein Angebot rein. Ja, weil ich gesagt habe, ich nochmal ein bisschen zurückgehalten.
Hast du gesagt, der soll sich zurückhalten? Ja, habe ich gesagt, hör mal, bleib noch ein bisschen ruhig, zügel dich. Wir gucken bis zum Sommer und das Ergebnis sehen sie. Ich bin einfach geil. Ich finde es super. Aber ich möchte bitte, dass du dich nicht auf den Lorbeeren ausruhst, sondern dass du weitermachst. Ich muss jetzt weiter zum Training. Ja. Ich habe das auf jeden Fall im Kopf, Sommer. Und du wirst wieder eingewechselt im nächsten Spiel. Ich hoffe, du triffst dann auch wieder. Und vielleicht, wenn super du dann wieder Trainer. Was machst, siehst du dich wieder in der Startaufstellung. Ich muss super los. Trainer. Ich muss los, Willi. Wir sehen uns auf dem Platz. Yep. Tschüssi. Schön. Warum wird er als Stürmer für Dodi eingewechselt? Weiß ich auch nicht, Digga. Ich hatte da eine Idee. Ich hatte ein goldenes Händchen, Freunde. Ich hatte ein goldenes Händchen. Das habe ich super gemacht. Kunja im Sturm mit Richard Richarlison, Zaha auf den Außen. Läuft. 2 Siege in Folge, Freunde. Finde ich super. Jugendakademie. Guck mal hier, Alter. Der ist 17. Der hat jetzt schon 72. Soll ich mal Liang Mo spielen lassen, Freunde? Der hat mir nämlich auch ein paar Wantan-Dinger mitgebracht. Eine Wantan-Suppe. Und da stand halt auch schon so unter dem Becher halt, wie sieht's aus, Trainer? Ich bin gut, ich bin heiß. Die feuern mir die Bude voll. Mach Sommer als Mod. Soll ich den Mann mal spielen lassen, Freunde? Ja, der hat nicht viel, der hat doch noch gar nicht. ZDM. Soll ich den mal reinschmeißen? Nein, sein Potenzial beträgt Minimum 72. Ach so. Soll ich jetzt... Bin gerade ein bisschen am Überlegen, was ich machen soll. Aber ich bin noch nicht in der Lage. Nicht von Anfang an. Soll ich den Mann mal reinmachen im Kader? Sollen wir es mal so machen? Der hat keine 71. Ach so. Ja, okay. Habe ich verstanden. Jetzt Bayram mit einem Follow. Gary Mops mit 2 Euro. Kenne dich erst seit 2 Wochen, aber bist direkt sympathisch. Feier dich. Mach weiter so. Kuss geht raus, mein Freund. Danke für 2 Euro. Knacks mit 1 Euro und Max mit 2 Euro. Erstens brauchst du Anweisungen auf deinen Spielern, dann läuft's auch. Und zweitens schau mal auf den Transfermarkt nach Spielern, die im Sommer vertragslos sind. Da sind teilweise richtige Schnapper bei. Danke, Max. Warte mal, ich gebe den erstmal jetzt hier allen Anweisungen. Danke für den Call. Also, ausgewogen. Ich möchte, dass Arne hinten bleibt und die Passwege zustellt. Mitte abdeckt. Edi Geller bleibt vorne und hat alle Freiheiten. Kunja, Abwehr überlaufen. Richard, Abwehr überlaufen. Zaha für Flanken in den Strafraum. Geht es? Für Flanken in den Strafraum, für Flanken in den Strafraum. So. Ach so. Zack. Trainier doch auch mal die Talente. Aber ich lasse die halt nicht spielen und dann... Denke ich mir immer so, das wird mir da nichts bringen. Freunde, das ist meine erste Saison. Ich habe richtig Probleme. Ich muss, guck mal hier. Wir haben 7 Punkte Abstand auf Leverkusen. Ich muss da hinkommen. Ich muss da einfach hin. Aber momentan läuft's gut, muss ich sagen. Köln, 5 Buletten von Bayern bekommen. Und 3 Buletten von uns. Edi Geller mit einem Hattrick. Freunde, ich schwör's euch, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Ich habe nichts eingestellt. Edi Geller ist von alleine von einer 81 in 18, 19 Partien auf eine 86 hochgegangen. Ich schwör's euch, er ist der allerkrasseste. Ich habe mit der Situation nichts zu tun. Ich mache nichts. Ich spiele es nicht mal selber. Er ist so gut. Er ist so gut, Freunde. Das ist krass. Guck mal, ich muss die hier alle weiter trainieren. Sagst du, ich soll die mal hier reinschmeißen? Du. Soll ich mal du reinschmeißen? Vielversprechender Spieler. Ich mach das einfach mal. Soll ich dem das Schwere geben oder das Einfache? Ich gebe ihm das hier. Alles simulieren. Du. Zeig mir, was du kannst, du. Maurice mit 1 Euro. Dankeschön. Verkauf Edi Geller, bringt gutes Geld. Digga, bevor ich Edi Geller verkaufe, muss ganz viel passieren. Der hat einen 5-Jahres-Vertrag bei Hertha BSC bekommen. Bei Jordan nicht Schuss trainieren. Ach, Digga, ich trainiere die ganze Zeit bei Jordan Schuss. Erinnert mich gleich, Freunde. Gegen Düsseldorf war es im Heimspiel eklig, im ersten Spiel. Aber wir sind wieder auf einem guten Weg, muss ich sagen. Wir setzen uns gerade gut ab.
In Düsseldorf wird es ekelhaft. Obwohl unentschieden, Niederlage, Niederlage. Die haben seit 3 Spielen nicht mehr gewonnen, Freunde. Die haben kein Selbstvertrauen. Die spielen Fünferkette. 4-1. Edeka da wieder mit dem Hattrick. Ich bin der Allerechte. Digga, was ist los? Was ist los mit dem Typen? Er ist so gut, Chat. Er ist so gut. Er macht ein Back-to-Back-Hattrick. Eli Geller mit einem Back-to-Back-Hattrick. Wie kann man so krass sein? Er ist so wuselig. Ich schwöre, Real Madrid wird dir ein Angebot machen. Und Luke Bakio trifft auch. Hat man das gehört, Digga? Was war das denn? Der fühlt sich hinter Richard wohl, no homo. Oh, jetzt Union, Freunde. Boah. Der zwiebelt hier gerade alles weg bei mir. Oh nein, hat sich Jordan verletzt? Oder warum kann ich ihn nicht trainieren? Jordan hat sich verletzt und ich habe nicht gesehen, was er hat. Ich lass Kunja mal ran. Kunja, Sommer, du, Richard. Alle simulieren. Eli Geller 86. Du geht ganz schnell hoch, Digga. Der ist ja richtig gut unterwegs. Der war stark. Digga, sag mir nicht, John hat sich doll verletzt. Der verletzt sich zum zweiten Mal in dieser Saison. 2 Tage, Jordan. John ist 2 Tage raus, Freunde. Der hat eine Schulterprellung. Jordan, entspann dich. Komm, du hast morgen trainingsfrei. Alles super. Alles super. Ist kein Ding. Trainer des Monats bekannt gegeben. Kann auch mal Eli Geller sein. Ich habe seit 4 Spielen alles gewonnen. Jugendmannschaft. Die haben alle einen Profivertrag bei mir bekommen, ne? Außer hier, der noch nicht. Chong Kulung Ling. Der 15-jährige IV. Im Profiteam übernehmen. Lang Ling Mao. Feng Lin. 1,70, der ist vielleicht wuselig. Ins Profiteam. 900 Gehalt will der Mann. Leng Ming Win. Potenzial 77. Digga, das sind gute Werte. Die haben noch keinen Profivertrag. Und die da? Maurice mit 1 Euro, The Real One mit einem Sub auf Twitch. Danke für die Subs, danke für die Likes. Herzlichen Dank, Freunde. Union. Union Berlin. Heim gegen Union, Freunde. Wir haben so einen guten Lauf. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir wieder drinne. Union ist 15 da. Oh mein Gott, das wird ein richtiges Rattenspiel, Freunde. Luis mit 5 Euro, überragend. Kuss geht raus, lass es dir gut gehen. Dankeschön, mein Freund. Wo ist denn Eli Geller in der Torschützenliste? 11 Tore erst? Der hat gerade einen Back-to-Back-Hattrick gemacht. 15. Aber er ist so gut, Chat. Pressekonferenz. Wir werden das Ding hier gewinnen. Union Hinspiel 1-1. Ich erwarte jetzt einen Sieg. Hoffen Sie, dass die niederlageslose Serie weitergeht. Wir sind zuversichtlich, dass die Serie weggeht. Wir sind aus Gründen unbesiegt. Zahlen, Spiele interessieren mich nicht. Wir sind aus sehr guten Gründen unbesiegt, Digga, weil wir einfach krass sind. Was erhoffen Sie sich mit? Mich interessieren nur Siege. Wir wollen auch diesmal gewinnen. Wir wollen auch diesmal gewinnen. Kurz vor der ERL. Glauben Sie noch an den Einzug? Ja, wir kämpfen bis zum Schluss. Wir müssen konzentriert bleiben. Meine Spieler müssen aufwachen. Wir kämpfen bis zum Schluss. Wir müssen konzentriert bleiben. Wir müssen konzentriert bleiben, Freunde. Moral bei Hertha, super. Super. Gibt erst Profivertrag ab nach 65. Ach so, wirklich? Eli wieder ein Dreierpack. Digga, wenn Eli Geller jetzt wieder ein Dreierpack legt, dann habe ich keine Worte mehr. Ich gehe nochmal hier ins Büro, ob mir irgendjemand geschrieben hat, irgendein Spieler. Pierre hat sich gemeldet bei WhatsApp. Ich check mich so auf meine WhatsApp-Nachrichten. Die mangeln mir nicht meine, ich möchte wechseln und neu anfangen. Bitte beteiligen Sie mir eine Frage, damit ich endlich mehr spielen kann. Also was muss ich jetzt machen, damit da nicht so schlechte Teammoral kommt, muss ich den jetzt auf die Transferliste setzen, ne? Mannschaft, Teamzentrale. Scalebrett. Spieler freigeben. Ach, das soll ich jetzt machen? Tschüss. Der hat sich's gewünscht, Digga. Was soll ich euch erzählen? Dann wird der Mann freigegeben. Soll sich verpissen.
wenn man so Niederlage, drei Niederlagen in Folge, Freunde, das ist ein Derby. Wir sind seit vier Spiele hintereinander gewonnen. Edi Geller ist super drauf. Das liegt daran, weil seine Klicks so krass laufen, der super viele Abonnenten bekommt. Der Kanal von Edi Geller hat schon 270.000 Follower. Der holt sich jeden Tag darauf einen runter. Der hat schon über 160.000 Follower auf Insta. Der findet das super, wie ihn alle unterstützen, Freunde. Nimmt diesen Flow und Edi Geller mit. Abonniert den Kanal von Edi Geller, Freunde. Der Mann hat aus gutem Grund 6 Tore in den letzten 2 Spielen gemacht. Alle, die diesen YouTube-Kanal von Edi Geller noch nicht abonniert haben, können es gerne machen, Freunde. Die können es gerne jetzt nachholen. Ich zeige ihn euch mal, falls ihr ihn nicht kennt. Das ist er. Ich weiß nicht, was das für ein Knecht ist. Er ist es auf jeden Fall. Das sind immer seine Streams. 13.500 Likes haben wir auch geknackt. Und er hat 270.000 Follower. Schon. Ehrenmann. Das ist sein Instagram, Freunde. Guck hier, Profivertrag hat er unterschrieben. Der freut sich super doll, dass er jetzt... Mir fällt gerade auf, Freunde, in 11 Stunden kommt dieses Trikot online. Ich bin so gespannt, ne? Ich freue mich so krass. Ihr müsst das sofort... Das Ding soll ausverkauft sein nach einer Sekunde. So. Das ist der Kollege Schnürschuh, Freunde. Der ist mit Nusret unterwegs gewesen, mit Sydney Friede, der ist immer noch im Urlaub. Sydney Friede, Freunde, der lässt es richtig gut gehen. Der sagt, seine Hüfte zwickt, aber da halte ich gar nichts von. Und jetzt brauche ich einen Sieg. Union Berlin, 4. März, souveräne 17 Grad, alles super. 1-0, Edi Geller. Freunde, er ist so gut. Digga, 90 Euro sind echt hart, plus 1 ist wirklich viel, aber die Fußballtrikots sind so teuer, ich habe nachgeguckt. Selbst von Zweit- und Drittligisten sind die Dinger so teuer. Das ist immer am Anfang der Saison so. Friede, siehst du, was hier abgeht? Siehst du, was hier passiert? Edi Geller lässt sich feiern ohne Ende. Edi Geller ist so stark, Digga. Er ist so gut. Er hat safe einen Marktwert von 9 Millionen. Von 90 Millionen. Er trifft jedes Spiel. Ich muss öfter spielen. Die geringe Anzahl der Spieler tut nicht meiner Karriere gut. Digga, aber momentan, du gehörst weiter zum Team. Momentan, Platte, sage ich dir so, wie es ist. Du laberst mich so oft voll, aber es läuft so gut. Oh, gegen Werder Bremen. 6er gegen 7er, 44 Punkte beide. Ach du Scheiße, Freunde. Das ist das wichtigste Spiel. Seitdem ich umgestellt habe, läuft es übrigens wie eine 1. Sommer 61, fühlt sich super. Sydney Friede ist auch wieder da. Kommst in den Kader, Friede. Für Dwang. S-Wall kommt raus. Zu Mao. Guck mal, meine. Zu Lin Mao. Wang. Wie viele Chinesen ich habe. Never change a winning team. Plus 1. Plus 1. Das habe ich platt auch so gesagt. Mirko Gaming, Saiti Pohl, Tobias Hetfeld, Oscar, Syrex und Rindel. Alle mit einem Follow. Thomas mit 2 Euro Schlafgut. Lemmer, Meier, BTW, nicer Stream. Kuss geht raus, dankeschön. Adriano mit 1,80. Ab wann ist dein Trikot verfügbar? Ab morgen um 13 oder 12 Uhr. Leute, checkt meinen Instagram-Kanal auf jeden Fall ab. Ich werde es dann da in meine Story machen. Und ich werde morgen auf Twitch streamen, da werde ich das alles nochmal erklären. Sebi mit 2 Euro. Edi, wie läuft das jetzt mit dem Link zum Trikot ab? Also, Freunde, dann ich erkläre es kurz. Morgen... Entweder um 12, 13 oder 14 Uhr wird das gedroppt. Ich werde sofort eine Insta-Story reinkloppen. Es wird getrackt, wie viele Trikots gekauft werden, über so einen Link. Ihr müsst über den Link kaufen, weil da wird dann gesehen, wie viele Leute das kaufen. Das läuft nicht ab wie ein normales Trikot-Ding. Das läuft nicht ab wie über ein normales Trikotverkauf, wo man das dann nachgucken kann, sondern das ist so eine extra Aktion und man sieht es über diesen Link. Es ist auch nicht so schlimm, wenn ihr das dann, glaube ich, so macht, aber dann sieht es dann erst im Nachhinein, so in 2 Monaten, wenn es schon zu spät ist, wie viele da gekauft haben. Das heißt, ich werde einen Link posten morgen und dann müsst ihr über diesen Link einfach das Ding kaufen. Und das ist dann von Montag bis Sonntag im Verkauf drin. Beide Trikots, Heim- und Auswärtstrikot, das Edi Geller Trikot. Ihr müsst euch das nicht beflocken lassen oder so, sondern ihr könnt euch direkt da so reinkloppen. Und wenn das gut verkauft wird, dann wird es permanent im Shop verfügbar sein. Das heißt, wenn ihr euch in 3 Monaten mal ein Edi Geller Trikot kaufen wollt, geht das in 3 Monaten dann auch noch. Voll geil, wenn es gut läuft. Also mal gucken. Deswegen will ich eigentlich unbedingt, dass es halt gut gekauft wird. Aber halt, ist schon teuer, das wird 90 Euro kosten, aber so sind die Fußballpreise halt von den Trikots. Und das wäre halt ein Schlag in die Fresse von ganz, ganz vielen Hatern, die so sagen, E-Sportler juckt doch so oder so niemanden, so E-Sport und so FIFA und Content und so. Das wäre ein Schlag in die Fresse. Deswegen bin ich da so auch heiß drauf. Ja,
das so viel dazu. Aber ich werde die ganze Woche, Freunde, da Promotion machen ohne Ende. Ich werde euch da richtig auf den Sack gehen damit. Aber diese Woche ist halt echt wichtig. Weil viele fragen auch. Und das Problem ist, es haben jetzt schon 30 oder 40 Leute sich ein Hertha-Trikot gekauft und da Eli Geller draufflocken lassen. Aber das zählt nicht. Das ist ein ganz normales Hertha-Trikot. Du siehst es nicht in dieser Liste. Letztes Jahr, ich habe gefragt, letztes Jahr, wer glaubt ihr war letztes Jahr der Top-Verkäufer an den Trikots? Das wusste ich auch nicht, hätte ich nicht gedacht, ne? Boah, Freunde, hier ist ein ganz wichtiges Spiel am Start. Warum bist du denn da? Jordan, nein, Jordan war es nicht. Benny mit einem Sub, dankeschön. Achso. Jordan war es nicht. Würde im Sommer einen neuen Stürmer neben Richard holen. Luke Baku liefert aber ab. Stark, nee, stark auch nicht. Ibisevic auch nicht. Stark auch nicht. Luke Baku auch nicht, nee. Nee, nee. Oh, ich schlafe schon sehr viele, ne? Mittelstädt, es war Piotek. In der kurzen Phase, wo er gekauft wurde, war es der Top-Transfer. Also die meisten Trikotverkäufe, voll krass. So, Freunde, es ist ein ganz wichtiges Spiel. Und ich sage euch so, wie es ist das letzte Spiel des Tages. Weil ich möchte die Saison nicht so krass früh beenden. Wir haben eine super Saison. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, ist alles gut. Wir gehen dann mit 6 Siegen in Folge schlafen. Ich habe mich so aufgerappelt. Ich habe mir Tutorials angeguckt. Ich habe mit euch geschrieben teilweise, was man besser machen kann. Ich gebe mir wirklich Mühe in diesen Streams, weil es soll ja auch Spaß machen zuzugucken. Ich bin immer noch lost, hoch 10, aber ich gebe mir Mühe. Es ist eine Aufstiegskurve da. Freunde, spielt für mich, gewinnt für mich, holt 3 Punkte für mich. 1-1. Eli Geller trifft schon wieder. Digga, das ist nicht mehr normal, ne? Selke trifft auch. Ich krieg einen Anfall. 1-1 gegen Bremen ist okay. Die ziehen nicht an uns vorbei. Die ziehen nicht an uns vorbei, Freunde. Es ist so knapp Hilfe. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Interessant. Interessant. Spielerentwicklung. Alles simulieren. Angriff, 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 Angriff. Abwehr. Eli Geller geht auf die 87 zu in deiner ersten Saison. Ich krieg einen Anfall. Was hat Eli Geller für einen Marktwert? Wo sehe ich denn das? Digga, das vorhin 84 Millionen. Glücklich, Spielerleistung, super, Schlüsselspieler. Wo kann ich denn das gucken? Finanzen. Meine Fresse. 85 Millionen. Der verdient nur 30.000, Alter. Wer ist ein Topverdiener bei mir im Verein? Ach, das ist Richard. Ist Eli Geller. Nee, Jordan, 42.000. Achso. John verdient 42.000. 80.000. Zaha verdient 80.000 im Monat. Hilfe. Das war so ein Fehleinkauf, Freunde. Grujic 25.000. Duda 23. Eswein 15.000, ey. Wolf 23. Richarlison 45. Kunja 21, Luke Bakio 22. Ist ja krass, Digga. Verlängert die Verträge. Mit Eswein nicht, mit Wolf, der ist geliehen. Grujic ist geliehen. Sydney hat noch 4 Monate Vertrag. Würde nicht meckern über eine Gehaltserhöhung. Das machen wir im nächsten Stream, Freunde. Das machen wir alles im nächsten Stream. Eli Geller, ja, wir verlängern die, Freunde, nächsten. Ey, das ist so ein guter Karrierestream hier gerade, so ein guter Karrieremodus, was ich hier gerade mache. So schön, die beste Community, Nachfrage nach Eli Geller Hertha Trikots und Sydney Friede Dack Trikots, glaube sehr hoch. Ja, ja, ich bin gespannt. Also ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Mit 4 Kröten. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wie das so läuft. Ich hoffe, ihr supportet. Wie gesagt, checkt morgen mein Insta ab, da werde ich das alles verkünden. Und morgen wird es auch einen Twitch-Stream geben, checkt auch nochmal meinen Twitch ab. Eli Geller liest hier nochmal ein paar Insta-Follower vor. Wie weit sind wir von 164k? Ja, noch 450. Yasin, Ibisch, Bisch, Bisch, Officer Rühlmann, Christoph, Hafke, Officer Dustin, die ganzen Officials folgen mir. Lukas, Christoph, Yannick, Nixko, Manuel, Yasin,
Victor, Timo, Seppi, Kiles, Niklas, Seitz, alle mit einem Follow. Jamal, Merde, Rashid, XLN, Alex, Morko, Locke, Loris, Joni, Janis, Kaiwan, Josh, Daniel, Mike, Ista, Louis. Einen Durchgang mache ich noch. Alter. Lukas, Marlon, Jolo, Tim, Bayram, 47-3, Leroy, Dilara. Achso, und die da? Marvin, Mert, Dustin, Tim, Hamudi, Daniel, Samuel. Alle mit einem Follow. Kuss geht raus für die Follows, Freunde. Edi Geller ist jetzt offline. Morgen wird es, wie gesagt, einen Stream geben. Kein Video, weil die Cutter das Video irgendwie nicht runterladen konnten. Ich habe eine Ahnung oder eine Ahnung, woran es liegt. Man kann meine Streams irgendwie nicht mehr runterladen, weil ich noch über das alte YouTube, glaube ich, streame. Daran liegt es. Also Dienstag kommt safe ein Video für euch. Ein Karrierevideo wahrscheinlich. Und, ja. Samstag kommt das Video mit meinem neuen Auto. Donnerstag wird es kein Reward-Stream geben. Dafür halt einen Twitch-Stream und Mittwoch muss ich überlegen. Ich glaube, der nächste Karrierestream ist erst am Mittwoch, Chat. Dienstag Video, morgen Twitch. Der nächste Reward-Dingster-Stream ist erst am Mittwoch. Kurz geht raus, danke für den Support, Freunde. War richtig gestört. Zwischenzeitlich 17.000 Zuschauer. Wird, denke ich, sehr weit oben in den Trends. Kurz geht raus, Dankeschön. Morgen sehen wir uns auf Twitch. Haut rein, Freunde.